Mit 20 nahm ich einen Job an, um mir etwas Taschengeld zu verdienen, während ich meine früheren schlechten Leistungen am örtlichen Community College aufbesserte. Mein neuer Arbeitgeber war einer dieser Full-Service-Wohnungsreinigungsfirmen. Um die Unschuldigen zu schützen, werde ich jedoch nicht sagen, wie sie hieß, also nennen wir sie für den Moment einfach Clean Bro. Es gab nur zwei Arten von Leuten, die bei Clean Bro die Wischmops schwangen. 20-jährige Punks, die die Highschool auf dem Boden einer Bong verbracht haben, Leute wie mich und 40-jährige Verlierer, denen es egal war, wie schmutzig sie sich machten, wenn sie es sich leisten konnten, sich abends mit billigem Bier zuzuschütten. Es gibt auch viele aufrichtige Leute in diesem Job, aber sie neigen eher dazu, sich bei Unternehmen zu bewerben, die sich mehr um die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter und weniger um die Dokumentation kümmern. Im Gegensatz zur Konkurrenz stellte Clean Bro jedoch ausschließlich Aussteiger und Ausgebrannte ein, da sie für weniger als den Mindestlohn arbeiteten und da das Unternehmen ein Talent dafür zu haben schien, die Überwachung der Regierung auf sich zu ziehen. Für alle Beteiligten ging es also darum, das Chaos anderer Leute aufzuräumen, während man vor dem eigenen davonlief. Jeder kam von einem ziemlich beschissenen Ort zu diesem Job und die meisten, die ihn verließen, brachen auf keine grüneren Weiden auf. Die Reinigungsjobs kamen in einer ziemlich großen Vielfalt. Das häufigste war wohl das Aufräumen nach einem Küchenbrand. Irgendeine ruhelose Stay-at-home-Mom, die das Abendessen auf dem Herd stellte und dann auf der Couch einnickte. Der Rauchmelder würde aufschrillen und die Kinder erschrecken, aber alle würden es sicher nach draußen schaffen. Die Feuerwehr würde dann alles löschen und ein kolossales Durcheinander aus verrauchten Decken, nassen Trockenmauern, zerbrochenen Trinkgläsern und zertrümmertem Geschirr hinterlassen. Sobald der Versicherungssachverständige sich umgesehen hatte, rief der Hausbesitzer dann Cleanbro an und ich rollte in einem Firmenwagen und einem Firmenoverall an, um den Tag damit zu verbringen, Ruß von den Fenstern zu schrubben, rissige Fliesen auszubrechen und Asche mit dem stärksten Staubsauger der Welt einzusaugen. Am nächsten Tag stürzten sich dann Zimmerleute auf die Küche und setzten das Ganze besser als neu wieder zusammen. Mit der Versicherungssumme hatte die Hälfte dieser Häuser am Ende schönere Küchen als zuvor und ich bekam normalerweise ein ziemlich gutes Trinkgeld für meine Mühen. Einige der Angestellten weigerten sich jedoch, schlimmere Dinge als einen Brand oder einen Hochwasserschaden zu reinigen. Aber als junger Mann dachte ich mir, ich könnte alles vertragen, also nahm ich am Ende die meisten der wirklich üblen Jobs an. Zum Beispiel wurde Cleanbro alle paar Wochen angerufen, um einen Selbstmord zu bereinigen. Nun, es ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Wenn ich mit dem Van vorfuhr, hatte der Gerichtsmediziner bereits die Leiche abgeholt. Die Polizisten hatten ihre Fragen gestellt und das Forensikteam hatte alle Beweise zusammengekratzt, die sie vorfanden. An diesem Punkt blieben dem Besitzer normalerweise kaum mehr als ein paar schlechte Erinnerungen und einige Flecken übrig und es war meine Aufgabe, diese Flecken zu beseitigen. Die Rücksichtsvolleren unter ihnen hinterließen aber kaum ein Durcheinander und wählten die Badewanne als ihre letzte Ruhestätte, bevor sie sich die Handgelenke aufschnitten oder eine Handvoll Pillen schluckten. Manchmal gab es einen dunklen Ring, der den letzten Wasserstand der Wanne enthüllte, aber normalerweise gab es überhaupt keine Anzeichen dafür, was dort passiert war. Trotzdem baten mich die Besitzer oft darum, die Wanne vollständig herauszureißen und ein Loch zu hinterlassen, das sie mit etwas Neuem füllen konnten. Ich schätze, ihnen gefiel die Idee nicht, dass an derselben Stelle Menschen duschen oder badeten, an der ein anderer Mensch Stunden, Tage, vielleicht sogar wochenlang tot und verwesend dalag, bevor sie gefunden wurden. Ich wurde jedenfalls geholt, weil in meiner Gegend viele reguläre Auftragnehmer eine Wanne mit einer Leiche aus arbeitsmedizinischen Gründen nicht anfassen durften. Aber als Cleanbro-Reiniger hatte ich die notwendige Ausbildung und Sicherheitsausrüstung, um schmutzige Dinge anfassen zu dürfen. Einige der Toten waren jedoch weniger rücksichtsvoll. Leute, die sich in ihr Bett legten, darunter auch viele ältere Menschen, die den natürlichen Weg nach draußen nahmen, hinterließen ein ziemlich großes Durcheinander wegen der Flüssigkeiten, die beim Tod aus dem Körper treten, auf Laken und Matratze. Blutunterbrochenes waren eine ziemlich häufige Zugabe von den Schneidern oder Überdosierern. Die Aufräumarbeiten umfassten nicht viel mehr, als alles in Plastik einzupacken und eine ordnungsgemäße Entsorgung von biologischem Sondermüll durchzuführen. Ein Service, den Cleanbro für eine angemessene Gebühr zur Verfügung stellte. Dann gab es da aber noch die wirklich rücksichtslosen Leute. Diejenigen, die beschlossen, eine Kugel zu schlucken, da sie wohl am schnellsten war. Bei diesen Fällen brauchte die längste Zeit das Aufwischen. Details darüber erspare ich dir aber. Schlimmer als das Durcheinander selbst war oft der Blick in den Gesichtern des Ehepartners oder der Elternteile, die das Pech hatten, die Leiche zu entdecken und ihre geliebten Menschen in so einem Zustand zu sehen. Man wusste sofort, dass diese Leute innerlich nie wieder dieselben sein würden. Wenn dich all dies aber dazu bringt, deine berufliche Karriere als professioneller Reinigungsservice-Mitarbeiter zu überdenken,
hör dir zuerst noch die Geschichte an, die ich dir jetzt erzählen werde. Ich hatte ungefähr ein Jahr bei Greenbrow gearbeitet, als ich eines Morgens zu einem Job geschickt wurde. Mein Chef gab mir keine Details, nur die Adresse und einen Arbeitsauftrag mit dem Satz Keller Grundreinigung, auf dem stand, dass mir jemand den Sachverhalt erklären würde, wenn ich dort ankam. Vage Anweisungen waren immer ein schlechtes Zeichen. Ich schnappte mir einen der kastenförmigen Greenbrow Vans mit der kompletten Ausrüstung und machte mich auf den Weg. Der Ort war ziemlich schwer zu finden, lag irgendwo versteckt in einer Nebenstraße im Wald am Rande der Stadt. Zu der Zeit war Satellitennavigation noch kaum der Rede wert, geschweige denn GPS-fähige Smartphones. Nachdem ich ein paar Mal falsch abgebogen war, dachte ich, dass ich am richtigen Ort sein musste, als ich einen meiner Reinigungskollegen, Kurt, in einer Einfahrt neben seinem Honda Civic warten sah. Es war nicht ungewöhnlich, dass Leute an ihren freien Tagen direkt von zu Hause angerufen wurden, um einen Eilauftrag zu erledigen. Kurt war die andere Art von Cleanbrow-Reinigern, der 40-jährige Aussteiger. Glücklicherweise war er einigermaßen zuverlässig und zog es vor, zumindest so lange nüchtern zu bleiben, bis die Arbeit fast erledigt war. Er rauchte gerade eine Zigarette, während ein schlüpfriger Typ im Anzug mit einer Mappe in der Hand ihn anschrie und ihm aufgeregt zufuchtelte. Ich erkannte den Typen wieder. Ein Immobilienmakler einer lokal ansässigen Bank, die Cleanbrow oft damit beauftragte, Zwangsvollstreckungen vorzeigbar zu machen, bevor sie auf den Markt brachten. Diese Jobs gehörten zu den schlimmsten, auch wenn es selten Blut oder Erbrochenes gab. Stattdessen mussten wir uns mit den knietiefen Überresten vertriebener Messis auseinandersetzen oder ohne Licht und fließendes Wasser arbeiten, wo Drogenabhängige Drähte und Rohrleitungen herausgerissen hatten, um sie zu verkaufen. Oder das Risiko eingehen, von einem verärgerten Ex-Hausbesitzer erschossen zu werden, der nach einer Möglichkeit suchte, Rache an den armen Idioten zu nehmen, die sich auf Geheiß dieser verdammten Bank auf seinem Grundstück befanden. Ich war fast erleichtert, als ich das Haus als einen ganz anderen Fall erkannte. Ungefähr 6 Monate zuvor wurde bekannt, dass eine Reihe von Vermissten im ganzen Staat das Werk eines örtlichen Psychopathen waren, der seinen Keller als eine Art Schlachthof entfremdete. Die Abendnachrichten hatten eine kurze Aufnahme des Hauses gezeigt und ein paar Wochen lang weitere Updates zu dem Fall gebracht. Er war so ein normaler Kerl, sagten seine Nachbarn in die Kameras. Er schien so sauber zu sein, sagten sie. Ich war damals schon ein paar Monate bei Cleanbrow und die Berichte ließen mich hinterfragen, ob ich genug über das Entfernen von Flecken gelernt hätte, um solch einen Ort vollständig verschwinden zu lassen. Aber inzwischen war ich ein Profi. Vielleicht wäre das doch keine so große Aufgabe gewesen. Außerdem hatten sie den Kerl bereits an seiner Kellerdecke hängend gefunden, also bestand zumindest nicht die Chance, der nächste glückliche Kandidat in seinem Spiel zu werden. Die Polizei hatte einen Durchbruch in dem Fall, als ein Student einem Entführungsversuch entkam. Sie veröffentlichten eine ziemlich gute Skizze und starteten eine landesweite Fahndung. Die Polizei bekam dann einige Hinweise aus der Gegend, Angestellte von Supermärkten, deren Geschichten durch Sicherheitsaufnahmen untermauert wurden. Sie fingen dann damit an, die Gegend zu durchsuchen, bis jemand eine offene Haustür fand und niemand zu Hause zu sein schien. Ich nehme an, dass sie durch die Fenster spähten, bis sie einen Grund fanden, weshalb niemand zu Hause war. Als ihnen dann klar wurde, worüber sie gestolpert waren, merkten sie, dass ihr Verdächtiger der buchstäblichen Schlinge den Vorzug gab als der metaphorischen, die sich langsam um seinen Hals schlängelte. Als der Immobilienmakler jedenfalls mein Van hörte, wie er die Einfahrt hinauffuhr, drehte er sich mit einem erleichterten Blick um, bevor er vor Aufregung wieder rot anlief. Er schrie mich schon an, bevor ich den Van überhaupt geparkt hatte. Er stand zwischen Kurt Civic und einem silbernen Coupé, der quasi egozentrisches Arschloch schrie. Ich stieg jedoch gelassen aus, ging zum Heck des Vans und begann die Ausrüstung auszuladen, während er etwas davon schwafelte, uns schon vor Wochen gebucht zu haben, dann etwas über einen Tag der offenen Tür in 2 Tagen und etwas über hart arbeitende Amerikaner statt fauler, gottverdammter Einwanderer. Ich sagte ihm, ich bin sofort hergekommen, als ich angerufen wurde, Sir. Wir werden so schnell wie möglich arbeiten und Ihre Beschwerden liegen leider weit über meiner Gehaltsstufe. Dass er sich ins Knie ficken soll, habe ich ihm jedoch nicht gesagt. Das Immobilienarschloch führte dann Kurt und mich die gemauerte Außentreppe hinauf, durch die Haustür, einen Flur hinunter und in die Küche, wo sich der Eingang zum Keller befand. Er versuchte, den Türknopf zu drehen, der sich zwar auch drehte, aber natürlich klemmte die Tür. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Typ nicht wirklich dort sein wollte und ich konnte es kaum erwarten, ihn verschwinden zu sehen. Ich wollte mich gerade freiwillig melden, ihm zu helfen, als Kurt sich einbrachte. »Lassen Sie mich versuchen, ob ich die Tür für Sie öffnen kann, Sir«, sagte er auf eine Weise, die sehr respektvoll erschien,
aber auch gleichzeitig die tiefste vorstellbare Abscheu andeutete. Der Makler schien ungemein erleichtert, als er den ganzen Weg zum Eingang der Küche zurücktrat, so als wäre er nahezu bereit, gleich wieder zurück zu seinem Audi zu sprinten. Instinktiv wappnete ich mich, als Kurt der Tür einen einzigen, gezielten Stoß an genau der richtigen Stelle verpasste, sie aufsprang und den unheiligsten Gore freisetzte, den man sich vorstellen kann. Ich taumelte zurück. Meine Augen tränten und mein Magen und meine Kehle kämpften darum, in welche Richtung mein halbverdautes Frühstück gehen sollte. Ich behielt das jedoch inne und blinzelte die Tränen weg, als ich hörte, wie Kurt durch seine tabakbefleckte Lunge nach Luft keuchte. Einen Moment lang beneidete ich seine ausgebrannten Nebenhöhlen, da er nur ein wenig beunruhigt schien, während ich kurz davor war, ohnmächtig zu werden. Bevor ich mich jedoch vollständig sammeln konnte, hörte ich schon den Makler schnaufen, dass wir bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr draußen sein müssten, damit die Innenarchitekten die Kellergrube in ein gemütliches Spielzimmer oder sowas verwandeln konnten. Und dann mit einem hörbaren Bellen von 4 Turbozylindern war das Immobilienarschloch auch schon wieder verschwunden. Kurt und ich setzten unsere Masken auf, was gegen den Geruch enorm half. Die Schwebstofffilter zogen die meisten Partikel aus der Luft, wobei man immer noch riechen konnte, dass dort unten etwas gestorben war. Ich stieg also die schmale Kellertreppe hinab und fand einen Zugschalter von der Decke baumeln. Als ich daran zog, war ich enttäuscht, wie wenig Auswirkungen das Licht hatte. Der Mörder hatte offenbar beschlossen, seinen Teil zur Rettung der Erde beizutragen, indem er eine dieser neuen spiralförmigen Kompaktleuchtstofflampen installierte, die eine Weile brauchen, um sich aufzuwärmen und hell zu werden. In einem schwachen, grünen Licht, kombiniert mit der trüben Morgensonne, die durch eine Reihe von 15 cm hohen Kellerfenstern fiel, sah der Raum wie ein ziemlich unauffälliger Keller aus. Ein graues Betonrechteck mit ein paar runden Stahlpfosten, die die Balken darüber stützten. Kurt reichte mir unbeholfen ein schweres Beleuchtungsgerät die Treppe hinunter und ich steckte es in eine Steckdose an der Wand, wodurch 2000 Watt Halogenglanz in den Betonraum gepumpt wurden. Ich wünschte sofort, ich hätte es nicht eingestöpselt. Unter dem schwachen Licht war der Boden nur eine graue Fläche gewesen und der Raum war voller formloser grauer Möbel. Unsere künstliche Sonne enthüllte jedoch, dass ich tatsächlich auf einer Lache aus getrocknetem Blut stand, die fast die Größe des gesamten Fundaments des Hauses hatte. Im Raum verteilt standen noch Tische und Elektrowerkzeuge herum, alles, was scheinbar zu groß war, um in eine Beweistasche zu passen. Jeder Gegenstand war noch mit winzigen, menschlichen Überresten bedeckt, von denen ich nur ahnen konnte, was sie genau waren. Auch hier erspare ich dir die Details. Es genügt zu sagen, dass ich sehr froh war, dass wir Ganzkörperschutzanzüge für diesen Job trugen. »Es dauert lange, so ein großes Durcheinander zu machen«, murmelte Kurt, als er das Ende der Treppe erreichte und sich langsam umdrehte, um die Aussicht zu genießen. Kurt und ich machten uns an die Arbeit und nach kurzer Zeit bemerkte ich kaum noch den widerwärtigen Geruch, der durch meine Maske drang. Wir legten Tücher aus, um zu vermeiden, dass Blutstaub herumgewirbelt wurde. Wir wickelten dann die verschmutzten Möbel und die Werkzeuge in Plastik ein, um sie abtransportieren zu können. Auch fanden wir eine Luke zum Hinterhof, aber sie war mit einem Vorhängeschloss verschlossen, sodass wir alles die schmalen Stufen zur Küche hinaufziehen mussten und wie keimphobische Umzugshelfer aussahen, als wir die Sachen im Vorgarten entluden. Der Vormittag verlief genauso weiter und als wir unsere Mittagspause machten, hielt ein Cleanbro-Entsorgungswagen vor dem Haus, um den großen kontaminierten Schutt abzuholen. Der Fahrer war ein Freund und hatte uns unterwegs ein paar Sandwiches mitgebracht. Kurt schlang sein Mortadella-Käse-Sandwich ziemlich schnell hinunter, wohingegen ich nicht wirklich viel Appetit auf mein Parmaschinken-Sandwich hatte. Als er mit dem Essen fertig war, zündete sich Kurt eine Zigarette mit seinem orangefarbenen Zippo an. Er war überraschend gut gelaunt, obwohl dies bei weitem der schlimmste Auftrag war, den ich je machen musste. Er erzählte mir alles über seine weniger glanzvolle Karriere als Reinigungskraft, wie er 20 Jahre lang sauber machte und die Overalls von halb so vielen Unternehmen in der ganzen Region getragen hatte. Dabei hatte er jedoch einen Hauch von Nostalgie in seiner Stimme. Solch eine große Unordnung verschwinden zu lassen, gab ihm eine Art Befriedigung, die ich damals nicht aufbringen konnte. Ich hatte Kurt noch nie so gesprächig gesehen, aber ich war froh, ihm eine Weile zuhören zu können, bevor wir uns wieder an die Arbeit machten. Danach haben wir ziemlich hart rangeklotzt, in der Hoffnung, die Arbeit zu Ende zu bringen, ohne am nächsten Morgen so früh wie möglich wiederkommen zu müssen, damit wir unsere Frist einhalten konnten. Unser Chef von Cleanbro hat es immer gewürdigt, wenn wir einen unserer Bankkunden glücklich machten, da sie die härtesten und lukrativsten Jobs anboten. Wie gesagt, war all das große Zeug bereits draußen und die Schichten des angetrockneten Blutes begannen sich unter den industriellen Lösungsmitteln, die wir einsetzten, abzulösen.
Zwischen dem Öffnen der Kellerfenster und dem Aufstellen eines massiven Industrieventilators, der von unten die Treppe hinaufblies, hatten wir es geschafft, die schlimmsten Dämpfe zu beseitigen. In voller Montur, mit Hauben und Masken, war das anschließende Aufwischen eine schweißtreibende Arbeit und ich fühlte mich langsam schwach, da ich das Mittagessen ausgelassen hatte. Somit beschlossen wir, die Masken auszuziehen und es zu riskieren, die Luft einzuatmen. Der Geruch war mittlerweile ziemlich erträglich gewesen, obwohl ich im Laufe des Nachmittages immer noch einen Hauch von Tod wahrnehmen konnte. Die Sonne begann bereits unterzugehen, als wir anfingen, unsere Ausrüstung einzupacken. Dank der Chemie, den Wischmops und dem altmodischen Ellenbogenfett war der Betonboden so sauber, dass man davon essen konnte. Vorausgesetzt, man hatte keine Ahnung von den schrecklichen Verbrechen, die dort begangen wurden. Alles andere, was verschmutzt war, befand sich entweder außerhalb des Grundstückes oder auf der Ladefläche des Lieferwagens. Kurt und ich nickten zustimmend über unsere gute Arbeit und gerade als ich mich umdrehte, um die erste Ladung Reinigungsutensilien die schmalen Kellertreppen hinaufzuschleppen, hörte ich ein scharfes Knallen über meinem Kopf. Ich hatte die Lampe mit einem Mopsstiel erwischt und sie zu einem feinen Silberpulver zerschmettert, das wie Schnee hinunterrieselte. Während ich im Schein unserer Industrielampen arbeitete, hatte ich völlig vergessen, dass sie da war. Und als ob es nicht schon genug Gründe gäbe, diese verdammten Kompaktleuchtstofflampen zu hassen, haben die verdammten Dinger Quecksilber in sich, das als Staub und Dampf austritt, wenn sie zerbrechen. Die meisten Leute saugen einfach den Staub und die Glasscherben auf, ohne dabei nachzudenken, was für eine großartige Möglichkeit das ist, das Gift in ihrem Haus zu verteilen. Als staatlich geprüfte Reinigungskraft hatte ich sowohl die Ausbildung als auch die geschworene Pflicht, in dieser Situation das Richtige zu tun, auch wenn es mich für eine zusätzliche Stunde davon abhielt, nach Hause zu gehen. Kurt grinste mich an und schüttelte seinen Kopf, als er seine Maske wieder aufsetzte. »Das erledigst du alleine«, sagte er, packte den Industriesauger und schleppte ihn die Treppe hinauf. Ich folgte ihm mit einem halbleeren Eimer voller Lösungsmittel zurück zum Lieferwagen und holte eine klebrige Fusselrolle, einen feinen Besen und eine Kehrschaufel sowie einen Behälter für gefährliche chemische Abfälle. Kurt packte den Rest der Ausrüstung in den Van, während ich die heikle Aufgabe erfüllte, die Welt vor einem tausendstel Gramm Quecksilber zu retten. Das Ein- und Ausladen gefiel mir bei der Arbeit eher am wenigsten und obwohl es Freitagabend war, hatte ich nicht viel vor. Somit war ich ziemlich langsam bei meiner Aufgabe. Ich habe sie so durchgeführt, dass ich fertig wurde, als es nichts weiteres mehr als die Beleuchtungsanlage gab und es das Einzige war, dass die Dunkelheit in Schach hielt, nachdem die Sonne verschwand. Ich fegte die letzten Flocken des Staubs in das Glas und griff nach oben, um die Basis der zerstörten Glühbirne von der Halterung abzuschrauben. Gerade noch rechtzeitig fiel mir ein, zuerst an der Zugkette zu ziehen, um sie auszuschalten. Als ich den Deckel des Glases verschloss, hörte ich das Knacken von Kurts Zippung. Ich wollte ihn gerade ermahnen, dass er im Haus eines Kunden nicht zu rauchen hatte, als ich sah, dass er es als Licht benutzte, um etwas an der Wand zu untersuchen, das sich außerhalb des sengenden Lichtstrahls unserer Flutlichtlampe befand. Besser vorbereitete Reinigungskräfte hatten eine Taschenlampe dabei, aber Kurt war eher der Typ, der leichtes Reisegepäck bevorzugte. Er durchwühlte einige der antiken Möbel, die den Schrecken des Kellers miterlebt hatten und unbefleckt davongekommen waren. Sie waren sauber genug, um sie an irgendeinen verqueren Sammler von Serienmörder-Erinnerungsstücken zu verkaufen, was wiederum bedeutete, dass wir sie nicht anfassen sollten. Es ist nicht gerade professionell für eine Reinigungskraft, das Grundstück eines Hausbesitzers zu durchschnüffeln, aber ich denke, der arme tote Psychopath würde nichts dagegen haben. Sieht so aus, als hätten die Polizisten etwas übersehen, sagte Kurt und pfiff amüsiert, als er in eine Schublade starrte, die er im direkten Verstoß gegen die Cleanbro-Richtlinien geöffnet hat. Was denn? Fragte ich, nicht sicher, ob ich es wissen wollte. Kurt hielt einen abgetrennten Finger in seiner behandschuhten Hand nach oben und warf mir einen Blick zu, bevor er ihn in einen kleinen Beutel für biologischen Abfall warf, den er bereits aus einer Tasche seines Schutzanzuges gezogen hatte. Ich schätze, wenn der Mörder ein paar Meter über einem Haufen seiner eigenen Opfer baumelt, können Forensiker gerne mal etwas übersehen. Ich schüttelte mein geistiges Bild des abgetrennten Fingers ab, brachte das Glas mit den quecksilbergeküssten Glasscherben zum Lieferwagen und verstaute es in einer Truhe, die den tödlichsten aller tödlichen Dingen vorbehalten war. Ich durfte nichts anderes mitnehmen, wenn ich etwas so sehr Gefährliches transportierte. Man muss einfach die Vorschriften lieben, die ausschließlich für betriebliche Haftpflichtversicherung ins Leben gerufen wurden. Ich hatte jedenfalls Kurt zurückgelassen, da ich dachte, dass er die Beleuchtungsanlage selbst nach oben bringen könnte, wenn er mit dem Sammeln von Souvenirs fertig war. Er ließ sich aber ziemlich Zeit und
Ich erinnerte mich, wie unhandlich das Ding gewesen war, als er es mir am Morgen überreichte. Nachdem ich ein paar Minuten im Lieferwagen gewartet hatte, stieg ich aus und schloss die Türen des Wagens. Eine weitere sinnlose Vorschrift für gefährliche Chemikalienabfälle und ging zurück ins Haus, um nach ihm zu sehen. Als ich ein letztes Mal die Kellertreppe hinabstieg, atmete ich tief durch und sog den Geruch des Sieges ein, der absolut nach nichts roch. Dann traf mich, wie der Killer, der für einen letzten Schlag auf den Helden zurückstürmte, ein fauliger Windstoß ins Gesicht. Ich blinzelte erneut die Tränen aus meinen Augen und sah einen seltsamen Schatten an der Wand, der die Umrisse einer großen, schlanken Gestalt hatte, deren Oberkörper sich bis zur Decke streckte und die Beine bis zum Boden reichten, während die gesamte Gestalt unnatürlich umherschwankte. Immer noch taumelnd von dem unerwarteten Atemzug des widerwärtigen Gestankes, der mit einem kalten Luftzug durch den Betonraum zog, fing mein Puls an, sich zu beschleunigen, während mein Blick durch den Keller wanderte, um nach einem dämonischen Eindringling zu suchen. Aber ich fand nichts. Stattdessen entdeckte ich einen Handschuh, der über einem der Lampengehäuse der Beleuchtungsanlage drapiert war, während zwei Finger von dem Strahl baumelten und leicht im Luftzug flatterten. Der Handschuh fing gerade an, im sengenden Halogenlicht zu schmelzen, also zog ich ihn schnell herunter, bevor er sich am Metallrahmen festbrannte. Ein roter Fleck auf der inneren Handfläche des Handschuhs entpuppte sich als eine Art Botschaft. »Vielen Dank«, stand darauf. »Kurt, was zum Teufel?« rief ich. Reinigungskräfte spielen sich ständig bei der Arbeit Streiche, aber das hatte mehrere Grenzen überschritten. Ich suchte erneut die Schatten ab und erwartete, ihn mit einem unterdrückten Lachen krümmend vorzufinden, aber ich war allein. Dann bemerkte ich, dass die kühle Brise von der offenen Luke in den Hinterhof kam. »Wie hast du die geöffnet?« fragte ich in das leere Zimmer, aber bekam keine Antwort. »Komm schon, Mann«, jammerte ich und hoffte, dass Kurt zurückkommen würde, um mir zu helfen. Nach ein paar Sekunden Stille zog ich meine winzige AA-Zellenmerkleid hervor und zog die Halogenflutlampen heraus, sodass ich in fast völliger Dunkelheit dastand. Ich hielt die Taschenlampe zwischen den Zähnen, während ich die Beleuchtungsanlage mit beiden Händen anhob, und fragte mich, wie ich dieses Stück Cleanbro-Eigentum ohne ausreichendes Licht oder Hilfe zum Van zurückbringen sollte. Ich hatte nicht gerade Angst vor der Dunkelheit, aber ich fühlte mich irgendwie verletzlich, als ich versuchte, dieses Gerät durch eine unbeleuchtete Keller-/Mordfabrik zu schleppen. Wie aufs Stichwort lieferte auch meine Fantasie, oder vielleicht war es mein leerer Magen, ein gruseliges Geräusch, das mich dazu brachte, mich schneller auf den Mondschein zuzubewegen. Ohne Hilfe war es einfacher, die Beleuchtungsanlage durch die breite Luke herauszuziehen, als sich durch die schmale Küchentreppe hinaufzuquetschen. Und da die Arbeit erledigt war und sich keine weiteren Lampen im Keller befanden, dachte ich, dass es keinen Sinn machen würde, wieder hineinzugehen. Ich schlug die Klappe der Luke zu und schleppte die Beleuchtungsanlage vor das Haus. Gerade noch rechtzeitig, um Kurt Civic rückwärts die Auffahrt hinunterfahren zu sehen, sich dann zu drehen und in der Nacht zu verschwinden. Unsere übliche Cleanbro-Abstempelzeit war bereits durch mein akribisches Quecksilber-Säuberungsprozedere vorüber und hatte ihn wahrscheinlich zu spät zu seinem Date mit einer Flasche kommen lassen, aber ich verfluchte den dummen Arsch, so zu verschwinden. Ich fühlte mich plötzlich sehr allein, als ich ein letztes Mal die Vordertreppe hinaufstieg, die Haustür abschloss und den Schlüssel in das Schließfach steckte, das sich am Türknauf befand. Es gab keine Außenbeleuchtung am Haus und die Nachbarschaft war größtenteils karg und finster. Da mir alles zu ruhig vorkam, lieferte meine Fantasie etwas mehr Creepshow-Soundtrack und einen Moment später saß ich wieder im Van und fuhr mit einem gefährlichen Tempo die Auffahrt runter. Angesichts seiner Art, mich so zurückzulassen, war ich fast froh, als Kurt ein paar Tage später nicht zu einem Brandsäuberungsauftrag erschien. Stattdessen schickte das Büro ein recht hübsches Kiffermädchen, das neu dabei war, und ich zeigte ihr mit Freude die Grundlagen. Nun, es ist nicht ungewöhnlich, im Laufe eines Monats mit einer Reihe verschiedener Reinigungskräfte zusammenzuarbeiten, aber nach ein paar Wochen bemerkte ich, dass ich Kurt seit diesem Kellerjob nicht mehr gesehen hatte. Er schien davon kaum angeekelt zu sein, also machte es keinen Sinn, dass er das Handtuch geworfen hätte, wie ich es bei so vielen Neulingen bei ihrem ersten vergleichbaren Auftrag gesehen hatte. Wenn normalerweise jemand das Handtuch warf, verschwanden sie, bevor sie mit der Arbeit anfing und nicht, nachdem sie mit allem fertig waren. Ich begann mich zu fragen, ob Kurt bei diesem speziellen Auftrag nicht ein wenig zu glücklich gewirkt hatte. Ich meine, den Finger, den er fand, schien ihn mehr zu amüsieren, als wirklich anzuwidern, und wenn ich so darüber nachdenke, konnte er ihn nicht mit dem anderen Biomüll in den Van geworfen haben, da ich die Schlüssel für den Wagen hatte.
Der Freak muss ihn wohl behalten, vielleicht sogar benutzt haben, um seine beschissene Handschuhnotiz zu schreiben. Mir wurde langsam klar, dass ich entweder die Inspiration eines brandneuen Psychopathen miterleben durfte oder der einzige Gast auf seiner Ruhestandsfeier war. Sein ausgebranntes Auftreten hatte auch irgendwie Ähnlichkeit mit dieser Polizeiskizze gehabt. Mein Verdacht wuchs jedenfalls, als mich ein paar Monate später einige Detectives wegen einer Betrugsermittlung gegen Kurt besuchten. Sie erzählten mir etwas über die Schließung seines Bankkontos am Tag, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Etwas über das Ausschöpfen seiner Kreditkarten beim Kauf von leicht verpfändbarem Schmuck. Etwas darüber, wie man sein Auto in einem Park auf der anderen Seite des Staates fand, und etwas über einen Mangel an Freunden oder Familie, um Fragen stellen zu können. »Kann nicht viel Bargeld gewesen sein, Sir«, sagte ich. Goldketten waren eigentlich nicht Kurts Stil, Detective. Keine Ahnung, wohin er gehen könnte, Sir. Vielleicht ist Kurt auch ein Serienmörder, habe ich nicht vorgeschlagen. Durch ein paar Inszenierungen und Tage der offenen Tür stand das Haus noch einige Monate auf dem Markt, aber nicht zuletzt dank meiner Bemühungen wurde es an eine Familie verkauft, die Platz für all ihre Kinder benötigte und sich kein Heim mit einem niedrigen Killcounter in einem guten Schulbezirk leisten konnte. Ich schätze, es gab aber nicht so etwas wie Geister, da sie dort wohnen blieben. Ich bin auch geblieben. Nachdem ich noch ein paar Jahre bei Cleanbro gearbeitet hatte, hatten sie einen Skandal mit einer Reinigungscrew, die kleine Jobs für Einbrüche und große Jobs für ein umherziehendes Drogenlabor nutzten. Bis die Polizei es herausgefunden hatte und sie verhafteten, kannte jeder in der Region jemanden, der von den Cleanbro Bandits hinters Licht geführt wurde. Die Anzahl an Aufträgen begab sich auf eine Talfahrt und anstatt darauf zu warten, dass die symbolische Axt auch mich traf, einen ihrer zuverlässigsten Mitarbeiter, nutzte ich das, was ich in meinen Wirtschaftskursen am Community College gelernt hatte, um meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, und baute eine solide lokale Firma auf, die die gleiche Scheißarbeit leistete. Ich musste immer noch lange arbeiten und mir die Hände schmutzig machen, denn eine landesweite Firmenpräsenz und eine bequeme Chefetage waren noch in weiter Ferne. Aber immerhin bekam ich für meine Mühen mehr als $9 die Stunde. Ich fing an, die Arbeit zu mögen und zu sehen, wie der schlimmste Tag im Leben eines Mannes in einem dicken Sack verschwand oder in einen Abfluss wanderte. Das Geschäft boomte, die Stadt wuchs und die Wälder wurden abgeholzt, um Vorstädte und Büroparks zu bauen. Die ganze Sache mit Kurt verschwand in fernen Erinnerungen, dennoch war sie unauflösbar, wie so viele seltsame Zufälle des Lebens. Das dachte ich jedenfalls die letzten 2 Jahrzehnte über. Vor ein paar Wochen saß ich an meinem Schreibtisch, als ich einen seltsamen Anruf erhielt, bei dem der Hausbesitzer am Telefon keine Details nennen wollte und mir nur eine Adresse gab. Ein zurückhaltender Anrufer ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich erkannte den Straßennamen und beschloss, ihn selbst zu überprüfen, bevor ich ihn an einen der 20-jährigen Schulabbrecher oder der 40-jährigen Abgebrannten weiterleitete, die versuchten, auf meiner Gehaltsliste vor den Fehlern ihres Lebens zu entkommen. Es war das gleiche Haus, in dem ich zuletzt mit Kurt gearbeitet hatte, und nach 2 Jahrzehnten in der Region fand ich es auch ohne mein GPS-fähiges Smartphone ziemlich schnell. Die Nachbarschaft um das Haus war gewachsen. Das Haus selbst war mit neuen Fenstern und einem frischen Anstrich versehen worden und man hätte nie gedacht, dass dies ein Ort war, den ein Serienmörder sein Zuhause genannt hatte. Der jetzige Hausbesitzer war das älteste Kind des Paares, das das Haus vor so vielen Jahren gekauft hatte. Er war in seinen 30ern und hatte eigene Kinder, die dort lebten. Die meisten Leute hatten den Ruf des Ortes bereits vergessen, aber etwas schien ans Licht gekommen zu sein, das sicherlich die Erinnerung der Leute aufrütteln würde, wenn es herauskam. Er konnte es sich nicht leisten, das Haus auszuräumen und umzuziehen, und er wollte nichts aufwühlen, was seinen Kindern in der Schule Ärger bereiten oder sie dazu bringen würde, zu entdecken, dass sie in einem Schlachthof aufwuchsen. Im Grunde war er eines Tages im Keller gewesen und hat in einigen alten Möbeln herumgestöbert, die schon so lange dort standen, und dachte, er würde den Keller in ein gemütliches Spielzimmer oder so etwas verwandeln. Er schob einen Kleiderschrank von seinem Platz an der Betonwand beiseite und enthüllte eine Stahltür dahinter, die mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Mit gesunder Neugier und einem Bolzenschneider öffnete er sie, ohne innezuhalten und über das dunkle Erbe des Kellers nachzudenken, bis es zu spät war. Ein kurzer Blick genügte, um ihn losrennen zu lassen und die Polizei zu holen. Die Korps fanden dort ein Massengrab, das über 2 Jahrzehnte lang luftdicht verschlossen war. Inzwischen hatte der Gerichtsmediziner alle Leichen weggeschafft. Die Detectives hatten dem verblüfften Hausbesitzer sowie seinen Eltern, Geschwistern und seiner Frau ihre Fragen gestellt
und das Forensikteam hatte eine Reihe von Beweisen zusammengekratzt. Schimmelsporen und Fäulnismuster deuteten darauf hin, dass der kleine Raum schon vor dem Einzug der Familie versiegelt worden war. Und dies waren mit ziemlicher Sicherheit die unzähligen Opfer des früheren Bewohners des Hauses. Niemand wollte zugeben, so viel beim ersten Mal übersehen zu haben, aber es gab zwei lustige Dinge daran. Wenn dein Sinn für Humor einen Stapel Leichen ertragen kann, der in einer jetzt außergewöhnlichen Vorstadtsiedlung voll lächelnder Kinder und freundlicher Hunde begraben war. Die meisten Opfer waren tot verladen und zerstückelt worden, aber das oberste Opfer wurde auf den Kopf geschlagen und lebendig versiegelt, um mehrere Stunden lang auf einem Stapel verwesener Leichen zu ersticken. Ein Schicksal, das sicherlich schlimmer als der Tod ist. Noch seltsamer war, dass die Zelle einen leeren Eimer mit Notration enthielt, der genug verpackte Lebensmittel hatte, um eine Person fast ein halbes Jahr lang am Leben zu erhalten. Der Hausbesitzer führte mich jedenfalls in den Keller, wo ein unheiliger Geruch eine lang vergrabene Erinnerung in meinem Hinterkopf weckte. Der Geruchssinn soll ja eine direkte Verbindung zum Gedächtnis haben, und dieser Gestank zwang mich, mich an den einen ganzen Tag zu erinnern, den ich hier unten verbracht hatte, um die Überreste eines ausgedehnten, feuchten Traumes eines Psychopathen aufzuwischen. Unter dem schwachen, bläulichen Schein der nackten LED-Glühbirne des Kellers wies der Hausbesitzer auf die Form eines Kleiderschranks an der Wand hin, und mein Gedächtnis erkannte ihn sofort. Er stand nur ein paar Meter links von dem Ort, in dem Kurt und ich diesen Ort ausgeräumt hatten. An seiner alten Stelle, in die Betonwand eingelassen, befand sich eine Stahltür, die leicht angelehnt stand und den Gestank der Hölle in den Raum trug. »Oh Gott, ich habe vergessen, wie schlimm es hier unten ist«, sagte der Hausbesitzer, zog sich in die Küche zurück und ließ mich allein am Fuß der Treppe zurück. Eine lange Karriere mit Lösungsmitteldämpfen und Tatortreinigung hat mich einigermaßen immun gegen die schlimmeren Auswirkungen von schlechten Gerüchen gemacht, aber ich wäre ihm dennoch fast gefolgt. Gott, ich wünschte, ich wäre ihm gefolgt und hätte Braden und Malik angerufen, um die Drecksarbeit zu erledigen, aber meine Neugier überwältigte mich. Ich zog mein schweres Merkleid aus der Schlaufe meines Utility-Gürtels und richtete sie aus Sicherheitsgründen auf die »Ich weiß verdammt nicht, was sich dahinter befindet« Stahltür. Zuerst habe ich mir den Kleiderschrank angeschaut und wie das Schlimmste zum Schluss aufgehoben. In meinem Kopf blitzte ein Bild von Kurt auf, der mit einer Hand einen abgetrennten Finger aus einer der Schubladen zog, beleuchtet von dem flackernden Glühen seines Feuerzeuges in seiner anderen Hand. Der Kleiderschrank sah schwer aus, mit breiten, soliden Füßen, und es hätte wahrscheinlich ein Drei-Mann-Team gebraucht, um ihn anzuheben und zu bewegen. Dann entdeckte ich verräterische Spuren auf dem Boden. Jahrzehntelanger Staub, der sich auf dem Beton gesammelt hatte. Rückblickend musste ich feststellen, dass selbst zu Beginn, nachdem das Haus angeblich 6 Monate lang unbewohnt war, kein nennenswerter Staub vorzufinden war. Ich schubste den Kleiderschrank an und eines wurde klar. Das wuchtige Ding hatte versteckte Räder, damit es leichter herumgeschoben werden konnte, und da er nicht mehr bündig mit der Wand war, konnte ich sogar einen kleinen Griff sehen, der in seinen Rücken geschraubt wurde. Ich wandte meine Aufmerksamkeit nun der Stahltür zu, die in die Betonwand eingelassen wurde und ungefähr 1 Meter hoch war. In der Ecke war ein brauner Fleck, den ich als altes Blut erkannte, so als ob jemand sehr hart dagegen gestoßen oder davon getroffen worden wäre. Im frischen Zustand hatte wohl jemand mit der Breite einer Fingerkuppe durch den Fleck geschmiert, was aber sicherlich kein Versuch war, den Blutfleck zu entfernen. Ich atmete tief durch den Mund ein, schmeckte diesen vertrauten Gestank, hielt den Atem an und zog dann am Griff. Darin war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Viel angebackenes, geronnenes, verwesendes Blut und kleine, unscheinbare Trümmer, die die Steinwände und den Boden einer 4 Fuß großen Zelle bedeckten, aber nichts, was nach so langer Zeit noch schockierend war. Der Raum war unter der Eingangstür des Hauses versteckt, einem leicht zu übersehenden Vorsprung aus dem ansonsten rechteckigen Fundament. Ich beugte mich mit meiner Taschenlampe vor und schaute genauer hin, sicher, dass es etwas zu finden gab. Etwas, das es zu verstehen galt. Braune Flecken an den Wänden könnten unleserliche Schrift gewesen sein oder schwache Versuche, die Steine zu verschieben. Jemand hatte seine letzten Augenblicke wach und lebendig hier drin verbracht. Der letzte Satz einer wahnsinnigen Symphonie, und plötzlich war das alles, was ich wissen wollte. Ich atmete seufzend aus und begann mich zurückzuziehen, und da fing meine 1000 Lumen Merkleid-Brillanz etwas Helles in der Ecke der Betonzelle ein.
Ich fokussierte meinen Strahl und nahm mir einen Moment Zeit, um die weiche, rechteckige Form zu verinnerlichen und sie als das zu erkennen, was sie war. Es war ein orangefarbenes Zipperfeuerzeug, dessen Deckel vom Ruß versenkt war, bis ihm das Benzin ausging. Hi, mein Name ist Dustin und ich muss mir eine Geschichte von der Seele reden. Ich trage sie schon so lange in mir und sie eitert nahezu mein tägliches Leben hinein. Sie ist auch der Grund, weshalb ich eine unaussprechliche Angst vor Stromausfällen habe. Angefangen hat alles an einem Samstagabend. Meine Eltern waren zu einem ihrer Abende in Zweisamkeit unterwegs und ich musste allein zu Hause bleiben. Ich bin Einzelkind, also musste ich keine kleinen Kinder babysitten, während sie weg waren. Jeden Samstag hatten sie solch einen Abend und ich glaube, dass es ihr Versuch war, ihre zerrüttete Ehe zu reparieren. Aber es war mir egal. Wenn sie nicht mehr zusammen sein wollten, hätten sie sich einfach scheiden lassen sollen. So einfach sah ich das Ganze. Nachdem ich die Highschool beendet hatte, war dies sogar der Fall. Sie sagten, dass sie meine Noten nicht mit ihrer Unfähigkeit, miteinander auszukommen, beeinträchtigen wollten. Aber ich war jede Nacht wach, um ihren Streitereien zu lauschen und hörte, wie sie füreinander empfanden und sich gegenseitig nicht ertragen konnten. Diese Auseinandersetzung ließ mich schrecklich fühlen, denn ich hatte das Gefühl, dass ich der Grund war, weshalb sie zusammenblieben. Letzten Endes stellte sich sogar heraus, dass ich recht hatte. Aber darum geht es nicht. Damals lebte ich in einer kleinen Stadt, die in der Nähe eines kleinen Sees lag. An diesem gewissen Samstagabend saß ich allein in meinem Zimmer und sah mir im Dunkeln einen Horrorfilm an, wie ich es normalerweise immer an diesen Samstagen tat. Die Nacht der lebenden Toten lief auf meinem Fernseher. Es war einer dieser alten Röhrenfernseher aus den 90ern, du weißt schon, die mit diesem riesigen Rückenteil. Ich lag in meiner Pyjamahose und einem ausgeleierten schwarzen T-Shirt auf meinem Bett und wartete sehnsüchtig darauf, durch mein Teleskop zu schauen, das auf das Fenster meiner Nachbarn gerichtet war. Ich wartete darauf, dass Rebecca ihren Pyjama anzog. Sie beachtete nie ihr Fenster, was perfekt für einen jungen, pubertierenden kleinen Spanner wie mich war. Mittlerweile weiß ich, dass das falsch war, aber die Hormone bringen einen dazu, einige schreckliche Dinge zu tun. Die Uhr in meinem Zimmer schlug 10 und es war an der Zeit, Stellung zu beziehen. Ich stand von meinem Bett auf und lief zu dem Stuhl, der vor dem Teleskop stand, und spähte hinein. Sie saß auf ihrem Bett und wischte sich das Make-up herunter, das sie eigentlich nicht einmal hätte tragen müssen. Ohne war sie genauso schön. Sie hatte langes, blondes Haar und ein perfektes Gesicht. Ihre blauen Augen waren ein Hingucker, genauso wie ihre Brüste. Ich beschloss, dass es noch nicht an der Zeit war und drehte meinen Stuhl zum Fernseher, um mir die Nacht der lebenden Toten weiter anzusehen. Der Film war gerade an der Stelle, an der sich die Zombies dem verbarrikadierten Haus näherten, in dem sich die Hauptfiguren versteckten. Mit einem Mal flackerten plötzlich der Fernseher und die Lichter. Und ging anschließend aus. Ich zuckte wegen des Stromausfalls zusammen. Das Haus hatte schon früher einmal den Strom verloren, also wusste ich, was zu tun war. Mein Vater hatte mir einmal gezeigt, wie man die Sicherungsschalter umlegt, um die Lichter wieder einzuschalten. Es war eigentlich ziemlich einfach. Aber beim ersten Mal hatte ich jedoch nicht wirklich aufgepasst, was er auch bemerkte. Als ein zweites Mal das Licht ausfiel, sagte er mir, dass ich nach unten gehen sollte, um die Sicherung reinzudrücken, und ich musste feststellen, dass ich nicht wirklich wusste, welchen Schalter ich umzulegen hatte, weshalb er es mir ein weiteres Mal zeigte. Mittlerweile wusste ich jedoch, wie es funktionierte. Ich schnappte mir die Maglite, eine ziemlich lange Taschenlampe von der Theke, die extra für diese Gelegenheit neben der Kellertür stand, und ging die Treppe hinunter in den Keller. Die Taschenlampe flackerte, aber nachdem ich ihr ein paar Schläge verpasste, fokussierte sich das Licht wieder. Früher hatte ich mit dieser Taschenlampe oft eine Art Fang mit meinen Freunden gespielt. Wir hatten viel Spaß daran, herumzurennen und uns gegenseitig mit unseren Lichtern zu markieren. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages dabei stolperte, auf den Beton fiel und mir eine ziemlich böse Schürfwunde am Knie zuzog. Dabei flog die Taschenlampe jedenfalls aus meiner Hand und knallte auf den Boden. Zum Glück ging sie dabei nicht kaputt, aber seitdem flackerte sie gelegentlich. Irgendwann wurden jedenfalls meine Freunde und ich älter und Videospiele sowie Mädchen wurden die einzigen Dinge, an die wir dachten. Die Tage des Taschenlampenfangspiels waren vorüber und
Nun war ihre einzige Bestimmung, den Weg in den Keller zu beleuchten, wenn der Strom ausfiel. Ich ging zum Schaltkasten, öffnete ihn und versuchte mich daran zu erinnern, welcher Schalter welcher war. Als ich den richtigen fand, drehte ich ihn um und es passierte nichts. Ich drehte noch zweimal hin und her, aber es gab immer noch keinen Strom. Ich ging dann wieder die Treppe hinauf und später aus dem Wohnzimmerfenster, um nachzuschauen, ob noch jemand in der Straße keinen Strom mehr hatte. Der Laternenfall war aus und die Nachbarn schienen sich draußen auf der Straße zu unterhalten. Meine Nachbarn wirkten eigentlich ziemlich nett und winkten mir immer zu, wenn ich in ihre Richtung sah, aber ich habe mich nie wirklich getraut, mit ihnen zu interagieren. Stattdessen öffnete ich das Fenster ein wenig und lauschte, was sie sagten. Nach dem zu urteilen, was ich verstanden hatte, schienen alle keinen Strom zu haben. Ein Nachbar meinte sogar, dass er den Transformator habe explodieren sehen. Super, dachte ich. Es würde ewig dauern, bis jemand kommt und es repariert. Ich schaute auf die Standuhr, die anmutig im Wohnzimmer stand, und bemerkte, was ich verpasst hatte. Schnell rannte ich wieder nach oben und schaute durch mein Teleskop. Ich konnte kaum in ihr Zimmer sehen, weil es viel zu dunkel war, und das Einzige, was ich ausmachen konnte, war, wie sie ihre Pyjamahose hochzog, um sich bettfertig zu machen. Ich fluchte und lief zu einem anderen Fenster, das auf die Straße gerichtet war, um zu sehen, was die Nachbarn vorhatten. Vor meinem Haus hatte sich eine kleine Menschenmenge gebildet. Es waren die Robinsons, meine Nachbarn zwei Türen weiter, Rebeccas Vater, der mein Nachbar zu meiner Rechten war, und Dan, mein Nachbar von links. Darunter waren noch ein paar andere Leute, aber ich konnte sie nicht erkennen, weil sie Kapuzen über ihre Köpfe geschlagen hatten. Ich sah, wie einer der Robinsons auf den Waldrand zeigte und folgte seinem Finger. Am Waldrand war etwas, das wie Lichter aussah. Ich ging zurück zum anderen Fenster, schnappte mir mein Teleskop und stellte es in Richtung der Straße auf. Sofort schaute ich hindurch und stellte es auf die Entfernung ein, bis ich etwas sehen konnte. Ich erstarrte, als ich erkannte, was sich am Waldrand befand. Dort standen große, pechschwarze Gestalten. Sie hatten auswuchernde Köpfe wie Eulen und ihre Augen schienen wie bemalte Kugeln, so weiß wie ein einfaches Blatt Papier. Die Hände der Kreaturen waren außergewöhnlich groß und ihre Arme hingen nur regungslos an ihrer Seite. Ansonsten schienen sie nichts zu machen. Sie standen einfach nur da und schwankten hin und her, während sie nach vorne starrten. »Das war's, ich hole meine Waffe«, kündigte Rebeccas Vater an und wandte sich wieder seinem Haus zu. Er hatte ein ziemliches Temperament, was in der Gegend auch bekannt war. Ich meine, ich wohnte zwar nebenan, aber man konnte die Auseinandersetzung zwischen Rebeccas Eltern meilenweit hören. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Schon bei Kleinigkeiten wurde er unglaublich sauer. Ich habe einmal gesehen, wie er seinen Rasenzwerg über den Zaun getreten hatte, nur weil er umgefallen war, als er daran vorbeilief. Ich konnte mir vorstellen, dass sich der unglaubliche Hulk in meinen Nachbarn verwandelte, wenn er wirklich, wirklich wütend wurde. Jedenfalls hat sich wegen seiner Wutausbrüche nie jemand mit ihm angelegt. Er kam dann mit einem Gewehr zurück, mit dem er normalerweise Hirsche jagte. »Wenn einer von euch Wichser meinen Rasen betritt, blase ich ihm den gottverdammten Schädel runter. Habt ihr verstanden?« Die Nachbarn sprachen dann weiter miteinander und ließen die Kreaturen auf der anderen Straßenseite nicht aus den Augen. Sie standen jedoch einfach weiter hinter, starrten und schwankten ganz leicht hin und her. Dann wurde mir klar, dass diese Dinger nicht blinzelten. Sie starrten einfach nur mit ihren strahlend weißen Augen nach vorn. Es war unmöglich, genau zu sagen, was sie betrachteten, denn keines ihrer leuchtend weißen Augen hatte Pupillen. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, was diese Dinger waren, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Sie waren nicht menschlich. Dann begann eine der Kreaturen vorwärts zu laufen. Sie wirkte träge, aber ihre Schritte waren groß und es brauchte nicht lange, bis sie meine Nachbarn erreicht hatte. Sie trat vom Rasen auf den Bürgersteig der Straße, sich immer noch sehr langsam bewegend. Ich richtete mein Teleskop wieder auf die anderen Kreaturen und eine weitere fing an, nach vorne zu laufen. Und noch eine weitere. Sie bewegten sich so langsam wie die Zombies in dem Film, den ich damals gesehen hatte. Rebeccas Vater zielte mit seinem Gewehr auf die nächstbeste Kreatur und erklärte, dass er schießen würde, wenn sie einen weiteren Schritt machte. Das Ding zuckte nicht einmal zusammen. Es hob einfach weiter seine langen, dürren Beine und kam näher und näher. Rebeccas Vater gab einen Warnschuss in die Luft ab, woraufhin sich die Robinsons, Dan und die anderen die Ohren zuhielten und sich ein wenig überrascht wegduckten. Und ich tat ihnen gleich. Ein lautes Klingeln dröhnte durch meine Ohren. Nach ein paar Sekunden schaute ich wieder aus dem Fenster,
denn ich brauchte nicht mehr das Teleskop, um das Ding zu sehen, das auf Rebeccas Vater zuschritt. Er machte ein paar Schritte zurück, schaffte sich Platz zwischen ihm und der unbeirrbaren Kreatur und richtete sein Gewehr darauf. Aber es schien nicht einmal beunruhigt. Mittlerweile konnte ich sehen, dass es größer war, als ich erwartet hatte. Es musste mindestens 2 Meter groß gewesen sein. »Ich habe dich gewarnt«, schrie Rebeccas Vater, drückte erneut den Abzug und traf das Ding direkt in die Brust. Und genau Folgendes ist passiert. Der Schuss ging direkt durch das Ding. An der Kreatur war keine Wunde zu sehen. Nicht einmal ein Blutfleck traf auf dem Bürgersteig. Die Kugel wanderte einfach direkt durch es durch. Dann machte es einen weiteren Schritt nach vorn und war nur noch wenige Zentimeter von dem mittlerweile knienden Mann entfernt, dessen Gesicht sich von Wut zu schierer Angst gewandelt hatte. Es kam direkt auf ihn zu. Rebeccas Vater kniff die Augen zusammen und umarmte sein Gewehr. Da bewegte sich das Ding direkt an ihm vorbei. Rebeccas Vater öffnete wieder seine Augen und drehte sich um, erstaunt, dass er noch am Leben war. Sofort wurde er aber nervös, als er sah, in welche Richtung sich das Ding bewegte. Es ging auf sein Haus zu. Das Ding öffnete die Tür zu seinem Haus und trat ein. Da kamen wohl seine väterlichen Instinkte zum Vorschein und er rannte dem schattenhaften Wesen nach. Gerade als ich die anderen Kreaturen betrachtete, die die Straße überquerten, hörte ich plötzlich einen Schuss und einen Schrei. Rebeccas Schrei. Ich nahm mein Teleskop und richtete es auf ihr Fenster. Nachdem ich es entsprechend justiert hatte, spähte ich hinein und sah den Horror, der sich dort entfaltet hatte. Rebecca hatte in ihrem Zimmer Kerzen angezündet. Das Licht der Flammen erleuchtete flackernd die Wände, aber als das Ding den Raum betrat, erloschen sie alle mit einem Mal. Sie fing an zu schreien und warf Gegenstände auf die schattenartige Kreatur. Erst eine Lampe, dann ein Buch, gefolgt von einem harmlosen Kissen und allem, was sie in ihrer Nähe finden konnte. Aber alles flog einfach durch die Kreatur hindurch. Dann stand das Wesen einfach da. Ein weiteres Buch flog auf es zu und wieder durch es hindurch. Dann streckte die Kreatur Rebecca den Arm entgegen und machte einen langsamen Schritt nach vorn. Ich erinnere mich, wie ich sie die ganze Zeit schreien hörte und mich fragte, wo ihr Vater war. Dann legte das Ding seine Hand auf ihre Schulter und ihr Schreien verstummte. Ich sah, wie sich ihre Augen zurückrollten und ihre Arme schlaff zur Seite fielen. Sie wurde mit einem Mal ganz still, stand langsam auf und machte sich mit dem Ding im Schlepptau auf dem Weg zur Tür. Plötzlich drehte sich die Kreatur um und sah mich direkt an. Ich schauderte und wich vom Teleskop zurück. Das Ding sah mich mit seinem verderblichen Blick an. Ich schaute zurück durch das Teleskop, aber sie waren bereits durch die Tür verschwunden. Ich begann in Panik zu geraten. Es hatte mich gesehen. War ich der Nächste? Ich schaute aus dem Fenster auf die Straße und sah die anderen dunklen, riesigen Kreaturen in die Häuser meiner Nachbarn eindringen. Ich sah auch Rebecca, wie sie in Richtung des Waldes lief und die Kreatur ihr wie ein Schatten folgte. Als immer mehr Kreaturen aus dem Wald auftauchten, folgten weitere Nachbarn Rebeccas Beispiel. Ich sah eine Kreatur, die ein paar Türen weiter einem kleinen Mädchen folgte. Eine weitere befand sich dicht hinter dem Jungen der Robinsons. Während ich alle so konzentriert beobachtet hatte, bemerkte ich nicht einmal, wie eines von den Dingern mein eigenes Zuhause betrat. Ich hörte nur, wie die Tür im Erdgeschoss zufiel und erstarrte. Es kam, um mich zu holen. Ich wäre der Nächste gewesen. Ängstlich sah ich mich in meinem Raum nach einem Versteck um und stieß dabei versehentlich gegen meine Kommode. Dabei rollte die Merkleid unter mein Bett. Ich folgte dem Beispiel der Taschenlampe und schob ein paar Zeitschriften und alte Klamotten beiseite, schnappte mir die Taschenlampe und drückte mich so gut es ging gegen die Wand, während ich darauf wartete, dass dieses Ding mein Zimmer betrat. Und dann kam es hinein. Unter dem Bett und mit dem Rücken an die Wand gelehnt, hatte ich kein besonders gutes Sichtfeld. Seine pechschwarzen Beine wanderten in die Mitte meines Zimmers. Ich stellte mir vor, wie es sich im Raum nach mir umsah, mich dann unter meinem Bett packen würde und mich in einen leblosen Zombie wie Rebecca verwandelt hätte. Seine Knie beugten sich langsam nach unten und schlugen auf den Boden auf, ohne bei der Berührung ein Geräusch zu verursachen. Dann sah es unter mein Bett. Seine Augen waren voller Kreise, wie ein Vollmond in einer dunklen Nacht, und seine strahlend weißen Augen funkelten mich an. Es streckte seinen Arm aus und begann nach mir zu greifen. Ich drückte mich so fest ich konnte gegen die Wand, als es seinen Arm nach mir ausstreckte, aber sein Arm schien immer länger zu werden. Es starrte mich an und versuchte, seinen Kopf unter das Bett zu schieben, während sich seine Hand weiter nach vorne bewegte und sich nach mir ausstreckte. Fest schloss ich meine Augen und hoffte auf ein Wunder.
Ich konnte seine Hand schon in meiner Nähe spüren, als das Wunder geschah, für das ich gebetet hatte. Die Taschenlampe flackerte auf und badete die schattenhafte Gestalt im Licht. Sie zuckte zusammen und riss ihr Maul weit auf. Wie auch ihre Augen erstrahlte ihr Mund in einem hellen weißen Licht, während es einen tiefen Schrei von sich gab. Ich hielt mir die Ohren zu, während es vor Schmerzen schrie. Dann begann sich sein Gesicht zu zerbrechen. Es zog sich daraufhin unter meinem Bett hervor und stieß einen weiteren wütenden Schrei aus, als es aus meinem Zimmer stapfte, die Treppe hinunter und durch die Tür meines Hauses. Als mir klar wurde, dass ich nun sicher war, kroch ich mit meinem Retter, der Taschenlampe hervor und später aus dem Fenster auf die schattenhafte Kreatur. Sie verließen wieder unsere Straße in Richtung des Waldes und führten ihre gefangenen Opfer zum See. Ich rannte aus dem Haus und an meinen gaffenden Nachbarn vorbei, die in Ehrfurcht erstarrt zu sein schienen und nicht wussten, was sie tun sollten. Wiederholt schrie ich: »Sie scheinen das Licht nicht zu mögen!« während ich mich auf den Weg zum See machte. Ich rannte durch das Unterholz, stolperte ein paar Mal über ein paar Büsche, aber schaffte es schließlich aus dem Wald an den Rand des Sees, wo meine Nachbarn bereits angsterfüllt standen. Ich wollte ihnen gerade sagen, dass sie sich mit dem Licht wehren sollten, aber verstummte, als ich sah, was alle anderen anstarrten. Die Kreaturen liefen durch meine entführten Nachbarn, Rebecca, dem Kind der Robinsons, und vielen weiteren, und gingen weiter ins Wasser. Meine Nachbarn folgten ihm daraufhin bereitwillig. Sie liefen so weit ins Wasser, bis ihre Köpfe unter die Wasseroberfläche tauchten und das Einzige, das von ihnen übrig blieb, die Wellen im Wasser waren. Nachdem das alles passiert war, warteten wir eine Stunde, was sich aber nach einer Ewigkeit anfühlte. Es trieben keine Leichen an die Oberfläche. Ein paar Nachbarn schwammen und tauchten sogar in den See, nachdem die Gefahr nachgelassen hatte, aber sie fanden niemanden. Irgendwann riefen meine Nachbarn die Polizei und die Leute erstatteten Vermisstenanzeigen, aber wir alle wussten, wohin sie verschwunden waren. Letzten Endes pumpten sie sogar den ganzen See aus, um die Leichen zu finden, aber niemand tauchte wieder auf. Nicht eine Leiche wurde gefunden. Und das hinterließ noch mehr Fragen, als dass es Antworten brachte. Rebeccas Vater wurde in dieser Nacht bewusstlos auf dem Boden seines Wohnzimmers gefunden. Offenbar hatte er einen Herzinfarkt und fiel in eine Art Koma. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Kreaturen daran schuld waren. Nach ein paar Monaten entschied seine Familie jedoch, ihm den Stecker zu ziehen, nachdem festgestellt wurde, dass er hirntot war. Er starb ein Jahr nach dem Verschwinden Rebeccas. Ich habe alles daran gesetzt, nicht mehr in einem See zu leben. Ich war besessen von der Vorstellung, dass Monster im See lauerten und sie irgendwann kommen würden, um auch mich zu holen. Letzten Endes zogen meine Eltern schließlich weg von dem See. Heutzutage habe ich Probleme beim Schlafen wegen all der Albträume, die mich seit dieser Nacht begleiten. Ich träume manchmal, dass mich dieses Ding packt, zum See führt und mich dort ertränkt. Ich höre immer noch den Schrei dieses Wesens in meinem Kopf und ich glaube nicht, dass ich dieses Geräusch jemals vergessen werde. Ich habe Glück, heute noch am Leben zu sein. Wenn meine Taschenlampe nicht aufgeflackert wäre, könnte ich, glaube ich, nicht diese Geschichte hier erzählen. Wenn du also jemals in meine Situation kommen solltest, denk daran, sie mögen kein Licht. Ich habe weit über ein Jahr gebraucht, um den Mut zu sammeln, offen darüber zu sprechen. Ich kann nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Und du wirst auch bald verstehen, warum. Es war in einer späten Nacht im Oktober 2015, als der Himmel über meiner Stadt zusammenbrach. Die herabgezogenen Wolken bedeckten unseren kleinen Vorort und die nahe Autobahn. Der Nebel war so dicht, dass der Blick aus dem Fenster fast die gleichen Ergebnisse lieferte, als würde man direkt auf ein leeres Blatt Papier starren. Ich erinnere mich, wie ich in dieser Nacht die Wettersirenen hörte, die ihr überirdisches Gejaule durch die leeren Straßen rund um mein Haus halten. Zuerst ignorierte ich sie und entschied mich stattdessen, mein Ritual weiter fortzusetzen, und zwar das Schauen von Sitcoms bei Nacht, aber sie endeten ziemlich schnell, nachdem die erste Sirene losging. Die flackernden Bilder meines viel zu alten Fernsehers brachen auseinander und enthüllten Warnungen vor schlechter Sicht und heftigen Blitzen. Ich beobachtete und lauschte, wie sich der Fernseher dem Ruf der Sirenen von draußen anzuschließen schien
und ihre Piep- und Notruftöne wiedergab. Das Signal warnte uns, drin zu bleiben und zu unserer Sicherheit und der Sicherheit anderer nicht zu fahren. Entnervt schnaubte ich, als meine nächtliche Routine unterbrochen wurde. Ich richtete meine Augen auf mein Radio und beschloss, es mal kurz auszuprobieren. Alles wäre besser gewesen, als schweigend dazusitzen. Leider war diese Annahme jedoch falsch. Als ich zu meinem Radio ging und es zum Leben erweckte, hörte ich nur die roboterhaften und emotionslosen Warnungen des Nationalen Wetterdienstes. Ich zuckte mit den Achseln. Wäre dies ein Tornado oder extreme Hagel gewesen, hätte ich mich über die Warnung gefreut. Ich hätte mich wenigstens auf den Sturm vorbereiten können, aber gegen Nebel kann man nicht viel machen. Zu diesem Zeitpunkt ließ ich meinen Blick über den viel zu dichten Nebel schweifen, der über die unnatürlich dunkel wirkende Straße fegte. Ich seufzte, bevor ich in meine Küche ging und beschloss, dass eine heiße Schokolade mich vielleicht genug entspannen würde, um einschlafen zu können und meine Träume von diesem seltsamen, aber langweiligen Abend ablenkte. Aber gerade als ich das Schokopulver in die dampfende Milch einrührte, kam mir eine Idee. Ich hatte ein altes CB-Funkgerät auf meinem Dachboden rumliegen. Ich konnte vielleicht meine Sendungen nicht sehen oder Radio hören, aber wenn ich Glück hatte, würde ein Trucker auf der Autobahn festsitzen und wäre bereit gewesen, sich mit mir etwas zu unterhalten. Mir ist bewusst, dass es ein bisschen weit hergeholt war, da CB-Funkgeräte schnell aus der Mode kamen, aber ich wusste, dass es einige noch für Notfälle oder unwichtige Gespräche nutzten. Ich verließ also die Küche mit meiner heißen Tasse Schokolade in den Händen und schlich mich die Dachbodentreppe hinauf. Leise blies ich in den Dampf, der aus der Tasse aufstieg, während ich mich zu der alten Kiste mit meinem Funkgerät aufmachte. Nachdem ich sie geöffnet und es herausgeholt hatte, begann ich mir einen kleinen Kommunikationsbereich einzurichten. Ich zog sogar einen alten, verstaubten Tisch, den ich für Partys im Keller aufbewahrte, nach oben und stellte all meine benötigten Geräte darauf. Nach ein paar Minuten war ich ready to go. Ich nahm einen kleinen Schluck von meiner Schokolade und schaltete das Funkgerät ein. Sofort hörte ich, wie das Alter des Gerätes durch die Lautsprecher knackte. Ich hoffte, dass das Funkgerät die lange Zeit auf dem Dachboden überlebt hatte, und zum Glück schien es, abgesehen von dem leichten Knistern, noch funktionstüchtig zu sein. Ich schaltete das Mikrofon ein und rief durch den Nebel, hoffend jemanden zu finden, der genauso gelangweilt war wie ich. »Hey, das hier geht an alle, die da draußen in diesem Nebel feststecken. Hört mich jemand?« Ich lauschte, wie das Rauschen des Funkgeräts sich fast lautlos ein- und ausblendete. Daraufhin folgte ein weißes Rauschen über das Netz, bevor relativ deutlich die Stimme eines alten Mannes ertönte. »Gott sei Dank ist noch jemand da draußen. Ich verliere hier fast den Verstand. Kann ich einen kurzen Funkcheck bekommen?« Seine ältere Stimme war schroff und etwas heiser. Es war die Art von Stimme, die man von jemandem erwarten würde, der sein ganzes Leben auf der Straße verbracht hatte. Ich verzog meine Lippen zu einem leichten Lächeln, denn ich hatte wirklich keine Antwort erwartet. »Ich kann dich klar und deutlich verstehen. Wie sieht's mit mir aus?« fragte ich, um mich zu vergewissern, dass mein Gesprächspartner mich verstehen konnte. »Ein bisschen knisternd, aber hörbar. Dieses Scheißwetter kam wie aus dem Nichts«, grummelte er. Ich stellte mir vor, wie er sich in seinen Sitz zurücklehnte, die Arme dabei verschränkte und sein Funkgerät in einer Hand vergraben hatte. Seine Fenster mussten vom Nebel erstickt und er von allem isoliert gewesen sein. »Ja, ich habe keine Berichte darüber gesehen, bis der Nebel plötzlich aufzog. Alle Sender spielen nur noch diese Notfallfrequenz.« Ich wartete einige Sekunden auf seine Antwort. »Dann bist du also bei dir zu Hause eingesperrt. Ich hätte angenommen, du wärst wie ich auf der Straße unterwegs.« Von seinem Ende hörte ich ein leicht enttäuschtes Stöhnen. »Hast du wenigstens gesehen, wie die Wolken herunterfielen?« Ich hielt einen Moment inne. Ich hatte meine Sendung bis zu den Warnungen gesehen, ohne das Wetter draußen zu bemerken. Ich hatte nicht das Privileg, den Nebel durch die Nachbarschaft rollen zu sehen. »Ja, das stimmt. Ich bin gerade zu Hause und nein, ich habe nicht gesehen, wie sie runterkam.« Ein kurzes Kichern und Husten kam über das Funkgerät. »Dann hast du was verpasst. War das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Schien fast so, als hätte es eine Klippe in den Wolken gegeben und sie sind einfach nach unten gesaust. Sie kamen so schnell runter, dass ich mir Sorgen machte, meinen Truck zu schrotten.« Seine Stimme schien leicht gedankenversunken. »Hab's geschafft, auf dem Seitenstreifen zu parken, aber kann niemanden in der Nähe sehen.« »Ah, verdammt. Schade, dass ich das verpasst habe.«
antwortete ich. Mein Lächeln entschwand leicht durch meine Stimme. Naja, vielleicht hat das ja jemand aufgehört. Ein statisches Rauschen unterbrach ihn und dröhnte lauthals durch die Lautsprecher. Ich sprang etwas zurück und griff nach meinen Ohren, als seine Stimme wieder zu hören war. Was zur Hölle war das? Alles in Ordnung? Funkte ich. Ja, denke schon. Ich glaube, da ist gerade ein Wagen vorbeigeschossen. Hatte irgendein seltsames schwarzes Licht obendrauf. Er machte ein abwertendes Geräusch. Ich bin mir verdammt sicher, dass hier ein Scheiß in dem Nebel sind. Zur Hölle, ich konnte auch nur deren bescheuertes Licht erkennen. Ich lehnte mich näher zum Funkgerät und dachte über eine Erklärung nach, aber kam auf keinen wirklichen Nenner. Manche Leute haben wohl einfach einen Todeswunsch, denke ich, zuckte ich mit den Schultern. Verdammt dumm, wenn du mich fragst. Ich bin mir sicher, dass sie sich nur um sich selbst sorgen, aber wenn das stimmt, sollten sie eigentlich am Straßenrand parken. Er gab wieder ein Lachen von sich und hustete anschließend. Ich wurde langsam etwas neugierig und begann ihm Fragen zu stellen. Irgendeine Chance, dass du etwas da draußen erkennen kannst? Sie sagten, es würde ein übles Gewitter in der Gegend geben, aber ich habe weder etwas davon gesehen noch gehört. Naja, ich sehe kein gottverdammtes bisschen. Hab aber auch keinen Donner gehört. Ehrlich gesagt, ist das hier draußen so still wie auf einem Friedhof. Dieser Nebel scheint sich keinen Zentimeter zu bewegen und ich bin mir zum Teufel noch eins sicher, dass ich keinen Wind höre. Ich biss mir auf die Lippe und versuchte mich auf irgendwelche Geräusche von draußen zu konzentrieren. Während man auf dem Dachboden ist, sollte man eigentlich den Wind gegen das Dach schlagen und durch die Bretter des Hauses pfeifen hören, aber er hatte recht. Da war nichts. Das ist der seltsamste Sturm, den ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, ich... Moment. Die Lichter sind wieder da. Unterbrach er sich selbst. Ich konnte in seiner Stimme hören, wie sich sein Fokus außerhalb des Trucks verlagerte. Sie sehen seltsam aus. Ich glaube, sie sind nicht einmal auf der Straße. Seine Stimme verstummte langsam. Was meinst du damit? Wo bist du denn? Fragte ich und hoffte, dass alles in Ordnung war. Das kann nicht sein. Scheiße, das Einzige, was auf dieser Straßenseite ist, ist Wald. Auf keinen Fall kann sich ein Auto da durchquetschen. Die Lichter scheinen auch zu hoch für den Boden zu sein. Ein wenig höher als meine Augenhöhe und ich sitze in einem gottverdammten Truck. Hey, behalte es einfach im Auge und lass mich wissen, wenn etwas passiert. Wird schon gut gehen. Ich konnte ihn schwer schlucken hören. Sie sind weg. Sie scheinen einfach weggeflogen zu sein. Fick mich doch. Die sind nicht nur einfach weggeflogen. Es sah aus, als wären sie davongelaufen. Als hätten sie sich geduckt und wären davongerannt. Rauschen kam wieder über seine Übertragung, aber nicht annähernd so stark wie zuvor. Es sind nur ein paar Lichter. Vielleicht hat da draußen jemand eine Leuchtpistole. Könnten ein paar Jäger sein, die in diesem Nebel versuchen, wieder nach Hause zu finden. Ich habe versucht, vernünftig zu klingen. Es musste einfach eine rationale Erklärung dafür geben. Ja, das kann sein. Der Nebel muss meiner tiefen Wahrnehmung zu schaffen machen. Ich kann da draußen nichts sehen. Ich denke, soweit geht es mir gut. Ich hörte leise Geräusche direkt unter seiner Stimme. Es klang nicht wie etwas, das über das Funkgerät Kontakt mit uns aufnehmen wollte, sondern wie etwas, das zufällig aufgenommen wurde, während der alte Trucker sprach. Ist jemand bei dir? Fragte ich und versuchte dabei unbekümmert zu klingen, als ob es eine normale Frage wäre. Negativ. Nur ich. Er klang ein wenig verlegen, als wüsste er, dass etwas nicht stimmte. Ich bemerkte, dass er nervös wurde. Wollte nur wissen, ob du allein bist oder nicht. So hättest du weitere Augen und Ohren da draußen gehabt, die dich unterstützen könnten. Nein, bin nur ich hier draußen. Es entstand eine kurze Pause, gefolgt von einer weiteren Explosion statischem Knisterns. Schließlich meldete er sich wieder per Funk. Okay, ich bin fertig mit der Scheiße. Irgendetwas ist gerade in meinen Anhänger geknallt. Ich hörte ein lautes metallisches Krachen aus meinen Lautsprechern, gefolgt von Schreien.
Das ist kein Jäger. Es wackelt an meinem verdammten Truck. Seine Stimme klang erschrocken. Statik pulsierte wieder durch das Funkgerät. Soll ich für dich die Polizei rufen? Fragte ich, besorgt um die Sicherheit meines neuen Freundes. Nein, ich habe bereits angerufen, aber wurde in die Warteschleife verlegt. Ich werde mich ein bisschen mit dem Funken zurückhalten und hoffen, dass es weggeht. Wenn das ein Bär ist, dann muss es ein Riesenvieh sein. Ich ließ das Mikrofon eine Weile in Ruhe und wartete auf eine Antwort des alten Mannes. Ich hatte Angst um ihn. Nach ein paar Statikstößen und weiteren Minuten bekam ich endlich eine Antwort. Der alte Trucker schien verstummt und sprach leise. Hey, ich hoffe, du bist noch da. Ich möchte dir nicht zur Last fallen, aber ich fühle mich hier draußen nicht so sicher. Glaubst du, du könntest eine Karte oder so etwas holen, um mich hier rauszulotsen? Ich muss meinen Truck zurücklassen, aber mein Job ist mein Leben nicht wert. Das schwache Geräusch von statischer Elektrizität verstummte eindringlich seine Worte. Der Mann tat mir leid. Irgendetwas da draußen macht ihn wirklich zu schaffen. Hey, ja klar, wenn du es bis vor meine Haustür schaffst, lasse ich dich rein. Ich bin gleich um die Ecke von der Autobahn. Du bist ein echter Lebensretter. Gib mir nur eine Sekunde, ich hole mein Mobilfunkgerät und dann kannst du mich dorthin führen. Ich biss mir ängstlich auf die Wange. Ich hatte keine Ahnung, ob das, was ich tat, richtig oder überhaupt sicher war. Aber er brauchte Hilfe und ich wollte ihn nicht abweisen. Okay, ich öffne jetzt meinen Truck. Sprach er ins Funkgerät. Seine Stimme war stark durch das Rauschen verzerrt. Der Nebel muss die Übertragung beeinflussen, dachte ich mir. Lass mich wissen, wenn du auf ein Schild triffst. Ich sage dir dann, wohin du von dort aus gehen musst. Es vergingen einige Sekunden, bevor er erneut antwortete. Willard Street. Knisterte seine Stimme. Nach rechts abbiegen und die Straße hinunter, solange bis du auf eine Kreuzung stößt. Es vergingen noch ein paar Sekunden. Johnson und Avery. Bemerkte die Stimme. Ich war verwirrt. Er musste sprinten, um es so schnell zum nächsten Schild geschafft zu haben. Geht es dir gut? Soll ich jemanden anrufen? Das Radio gab mir meine Stimme zurück. Gedämpft und verzerrt, bevor ich eine Antwort von dem Mann bekam. Nein, ich will nur raus aus diesem Nebel. Die Stimme des Truckers wiederholte sich ein paar Mal, bevor sie in ein Rauschen zerfiel. Okay, dann nimm die Avery ganz nach unten, antwortete ich. Ich konnte fühlen, wie sich die Haare in meinen Nacken aufstellten. Irgendetwas stimmte nicht und ich bin nicht dumm. Mein Nachbar direkt gegenüber meiner Straßenseite war Polizeihauptmann. Ich dachte, wenn ich den alten Mann dorthin schicke, könnte er die Hilfe bekommen, die er brauchte, und ich könnte es als Fehler meiner Anweisung auslegen, wenn es darauf ankommen sollte. Tucker Kurt, hallte der Mann durch die Statik hindurch. Lass mal sehen. Drei Häuser weiter und mein Haus sollte direkt auf der linken Seite sein. Ich schloss meine Augen. Ich war besorgt. Ich betete, dass das die beste Entscheidung war. Ich bin drauf. Gluckste der alte Trucker, während verschiedene Tonhöhen in seiner Stimme gleichzeitig mitklangen und sich wiederholten. Ich hielt das Mikrofon an meinen Mund, um ihm zu sagen, dass er klopfen sollte, konnte aber nicht den Mut aufbringen. Ich habe dann das Mikrofon abgestellt und das Funkgerät ausgeschaltet, bevor ich über meine Schulter zu meinem Dachbodenfenster schaute. Tief holte ich Luft und atmete aus, bevor ich beschloss, einen Blick nach draußen zu werfen. Ich hatte nicht erwartet, viel zu sehen. Ich meine, wie konnte ich auch? Der Nebel bedeckte alles. Dennoch habe ich nachgeschaut. Ich stand von meinem Stuhl auf und kroch zum Fenster, legte meine Hand auf den Holzrahmen, der das Glas umgab, und atmete tief durch, fasste meinen Mut zusammen. Langsam griff ich nach den Vorhängen und schob sie ganz vorsichtig zur Seite, sodass gerade genug Platz für mein Auge war, um hindurchzusehen. Ich weiß, du möchtest jetzt antworten, wer oder was da draußen war, aber der Nebel war zu dicht, um viel zu sehen. Alles war grau, aber emotional habe ich es da draußen gespürt. Ich kann es nur als fleischgewordene Angst beschreiben. Es war ein instinktives, tiefgehendes Gefühl, das mich stärker überflutete als alles andere, was ich je gefühlt habe. Ich wusste, dass jemand oder etwas da draußen war und es war nicht natürlich. Es hatte ein Ziel, ein unentzifferbares, unverständliches Ziel, und dieses Ziel führte zu nichts Gutem. Ich konnte fühlen, wie sich das Gefühl des Todes in meine Knochen setzte und meine Gelenke festhielt.
Mein Körper versteifte sich für ein schnelles Ende. Als ich dieses Gefühl in meine Erinnerung eingebrannt hatte, zwang ich mich, den Mut aufzubringen, von diesem Fenster zu fliehen. Ich drehte dem Nebel hinter mir den Rücken zu und rannte zu meiner Treppe. Ich lief einfach instinktiv. Ich spürte, wie meine Füße auf dem Boden im unteren Stockwerk landeten und mich zu dem einzigen Ort in meinem Haus führten, an dem ich diesen Nebel nicht sehen konnte. Meinem Schrank. Ich sprang hinein und schlug die Tür hinter mir zu. Ich erinnere mich, wie ich stundenlang in diesem Schrank verbrachte. In die Dunkelheit starrte und betete und hoffte, mir das alles nur eingebildet zu haben. Ich blieb die ganze Nacht wach, bis ich die Sonne unter meiner Schranktür sehen konnte. Dann verließ ich mein sicheres Versteck und kroch zu einem Fenster, bevor ich nach draußen spähte. Ich riss meinen Mund auf, als ich sah, dass das Dachfenster meines Nachbarn eingeschlagen war, aber keine Spuren an den Wänden des Hauses zu sehen waren, die einen Hinweis darauf gaben, dass etwas da hochgeklettert zu sein schien. Instinktiv rief ich die Polizei und sie reagierten sofort. Schließlich war mein Nachbar einer von ihnen. Sie nahmen mich mit auf die Wache, aber weigerten sich mir zu sagen, was sie in dem Haus fanden. Auch in den Zeitungen waren kaum Informationen über das Verbrechen zu finden. Das Beste, was ich mitbekam, war, dass die Familie meines Nachbarn in ihrem Haus, während sie schliefen, ermordet wurden. Er, seine Frau und seine beiden Kinder sind alle weg. Diese Leben wurden meinetwegen ausgelöscht. Das war aber nicht alles, was in dieser Nacht passierte. Es gab einen weiteren Mord, der auf der angrenzenden Autobahn passierte. Ein alter Trucker namens Gale. Im Gegensatz zum Polizeihauptmann und seiner Familie wurde der Tod von Gale als Tierangriff eingestuft und war somit von der Mordermittlung abgetrennt. Sie behaupteten, er habe zu nah am Wald geparkt und ein Bär muss bis zu seiner Tür gewandert sein. Sie sagten, sie wüssten nicht, was ihn dazu bewogen hatte, seine Tür zu öffnen, aber so musste der Bär nach drinnen gelangt sein. Er wurde förmlich zerfetzt. Dieser sogenannte Bär riss ihm den Kopf von den Schultern und schleppte ihn mit in den Wald. Sie haben ihn nie gefunden. Aber wir wissen, dass es etwas anderes war. Oder zumindest weiß ich, dass es kein abgefahrener Unfall war. Irgendetwas da draußen wartet nur auf deine Hilfe. Jeden Tag während der Busfahrt zur Schule sah ich sie. Die Mormet. Sie wurde von uns allen so genannt, aber niemand schien zu wissen, woher ihr Name eigentlich kam. Die Mormet war eine alte Vogelscheuche, die in einem flachen Tal saß, durch das meine Busroute zur Schule führte. Das Feld, das sie eigentlich bewachen sollte, wurde schon vor langer Zeit verlassen und Gras, Unkraut sowie wildwachsender Mais hatten die Oberhand gewonnen. Dahinter ragte ein altes Waldstück mit viel zu vielen toten Bäumen auf. Zu viele, um sie zählen zu können und zu alt, als dass ihr Holz noch verwendet werden konnte. Ständig saßen in ihren nackten Zweigen ein Schwarm Krähen, der unerklärlicherweise ziemlich gleichgültig gegenüber der heimtückisch aussehenden und imposanten Vogelscheuche war. Das Erste, was die Leute wohl im Allgemeinen an der Mormet bemerkten, war, dass sie wohl beabsichtigt und nahezu respektlos an einem lebensgroßen Kreuz befestigt wurde. Ihre ausgestreckten Arme waren mit den Handgelenken an dem horizontalen Balken festgenagelt, wodurch ihr Körper unter seinem eigenen Gewicht nach unten sackte. Es war ein unbestreitbarer Hohn der Kreuzigung Christi gegenüber. Noch bizarrer war die Tatsache, dass der Kopf der Mormet aus einer lehnenden Pestarztmaske mit einem breitkrempigen schwarzen Hut bestand. Kombiniert mit dunklen Handschuhen und einem zerfetzten schwarzen Umhang an den ausgestreckten Armen, war die Mormet anscheinend nach dem Vorbild der Krähen geschaffen worden, die sie eigentlich abwehren sollte. Wir Kinder haben uns natürlich unzählige Geschichten darüber erzählt, woher die Mormet unserer Meinung nach stammte. Die häufigste und klischeehafteste Geschichte besagt, dass der Bauer, der dort lebte, einen Mann erwischt hatte, der mit seiner Tochter schlief. Er ermordete ihn daraufhin, versteckte aber seine Leiche sichtbar als Vogelscheuche und bedeckte das Gesicht mit der einzigen Maske, die er zur Hand hatte, die aus irgendeinem Grund zufällig die Maske eines Pestarztes war. Eine ähnliche Geschichte behauptete, dass der Bauer selbst die Vogelscheuche war. Der Bauer hatte den Krähenschwarm satt, der sich mit Stroh ausgestopfter alter Kleidung nicht abschrecken ließ, schnappte sich daraufhin sein Gewehr und zielte auf sie. Er tötete nur einen einzigen Vogel, bevor sie in einer mörderischen Raserei über ihn herfielen, seine Leiche an seinen Vogelscheuchenpfosten hängten und ihn mit gestohlenen Kleidern als Denkmal für ihren gefallenen Bruder schmückten.
Andere sagen, dass die Mormet ein Mann der Ureinwohner war, der sich in eine Krähe verwandeln konnte. Als die europäischen Siedler kamen, geriet er in einen Konflikt mit der ersten weißen Hexe, die er traf. Eine weitere lokale Legende namens Eleanor Flanagan. Während eines Rituals stürzte er nach unten und riss ihr ihren Zauberstab aus der Hand. Aber das war nicht genug, um sie davon abzuhalten, ihn in eine permanente, kräneartige Menschengestalt zu verfluchen. Meine Lieblingsgeschichte besagt jedoch, dass ein ganzer Hexenzirkel im Wald einen Teufelstanz gehalten und ein Mann erwischt hatte, der es wagte, sie dabei zu beobachten, wie sie nackt um ihr Feuer tanzten. Als er sich auf die Macht Gottes berief, um sich zu verteidigen, fügten sie sich, indem sie ihn ans Kreuz nagelten, und da er sie nackt gesehen hatte, drapierten sie seine Kopfhaut bis zu seinen Zehen hinunter, damit kein Zentimeter von ihm jemals wieder nackt war. Ich könnte noch weiter fortfahren, aber es genügt zu sagen, dass das Erfinden und Nacherzählen von Geschichten über die Mommet in meiner Kindheit eine beliebte Aktivität war. Als Kinder hatten wir alle Angst vor ihr. Zweimal pro Tag verstummten wir alle, als wir bei der Mommet Lane entlangfuhren. Die meisten von uns versuchten sie nicht anzusehen, aber einige konnten es einfach nicht lassen und mindestens einmal in der Woche rief jemand, sie hat sich bewegt, was uns alle in hysterische Anfälle versetzte. Jeder behauptete, es mindestens einmal gesehen zu haben. Einige von uns haben gelogen, während andere dachten, sie hätten es wirklich gesehen, auch wenn es in Wirklichkeit nur ein Trick des Lichtes oder die Kraft des Windes gewesen war. Aber ein paar von uns hatten wirklich gesehen, wie sie sich bewegte. Das weiß ich mittlerweile. Als Kinder sagten wir, dass wenn jemand die Mommet jemals sehen würde, wenn er alleine war, sie kommen würde, um ihn zu töten. Somit wagten wir uns regelmäßig als Mutprobe allein auf den Spielplatzhügel. An einem klaren Tag konnte man in der Ferne von der Spitze des Hügels gerade noch die Form des Kreuzes erkennen. Was sich aber alle fragten und niemand zu wissen schien, war, wer die Mommet tatsächlich gemacht hatte und warum sie dort stehen bleiben durfte. Eigentlich war es eine Darstellung einer Kreuzigung und allein schon deswegen morbide und respektlos gegenüber der christlichen Konfession. Außerdem wurden Kinder in einem recht jungen Alter dazu gezwungen, sie jeden Tag auf ihrem Schulweg sehen zu müssen. Viele hatten Angst vor ihr und sie verursachte mit Sicherheit unter den meisten auch Albträume. Dennoch schien es keine Diskussion zu geben, die Mommet zu entfernen. Es gab keine offiziellen Aufzeichnungen, wer dieses Land einst besessen hatte, und es gab auch keine öffentliche Erklärung, warum niemand sonst daran interessiert zu sein schien, es zu kaufen. Wenn nicht der Landkreis die Befugnis hatte, sie zu entfernen, dann mit Sicherheit die Gemeinde. Aber selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, wer hätte schon Einwände gegen die Entfernung eines solchen Schandflecks von einer verlassenen Farm gehabt? Meine Eltern sahen das allerdings nicht so. Als ich das Thema ansprach, taten sie es als kindische Fantasie ab. Denn alle Geschichten und Rituale rund um die Mommet waren nur alberne Dinge, die sich Kinder erzählten. Die Mommet selbst war eigentlich harmlos, sagten sie. Es war sogar so etwas wie ein Wahrzeichen. Wie könnte man die Straße sonst weiterhin Mommet Lane nennen, wenn es gar keine Mommet mehr gäbe? Außerdem wäre das Maskottchen unserer Schule eine Vogelscheuche gewesen. Somit konnten wir Kinder gar keine so große Angst vor ihr haben. Ich hätte einfach zu viel in diese Vogelscheuche hineininterpretiert. Aber nicht nur meine Eltern reagierten so. Jeder andere Erwachsene, mit dem ich sprach, schien derselben Überzeugung zu sein und versicherte mir, dass ich nichts unternehmen könnte, was dazu führen würde, die Mommet entfernen zu lassen. Also fuhr ich im Bus weiter daran vorbei und verstummte jedes Mal, während ich mein Bestes tat, sie nicht anzusehen. Manchmal tat ich das natürlich. Es ging nicht anders. Aber anscheinend war ich das einzige Kind, das nie gesehen hatte, wie sie sich bewegte. Irgendwann hatte ich die 8. Klasse hinter mich gebracht und besuchte von da an das Gymnasium der Stadt. Ihr Maskottchen war Periwinkle, das Stachelschwein, was in meinen Augen eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vogelscheuche darstellte. Ich musste seither nie wieder die Mommet Lane entlangfahren oder sie geschweige denn wiedersehen. Im Laufe der Jahre dachte ich immer weniger an die Mommet und eines Nachts, als ich das Haus eines Freundes verließ, war die Mommet Lane zufällig der kürzeste Weg nach Hause. Bis dahin hatte sich meine Angst vor der Mommet weitgehend gelegt und ich wollte nur so schnell wie möglich nach Hause. Ich kann aber nicht sagen, dass ich nicht ein wenig das Verlangen hatte, mich meiner Angst zu stellen und somit meine Kindheitsphobie zu bekämpfen. Es war ein überwiegend klarer Himmel mit Vollmond in dieser Nacht. Ich finde, die Welt sieht bei Vollmond so anders aus, vertraut und fremd zugleich, wie eine Art nächtliches Feenland, eine Welt, in die man nicht ganz zu gehören scheint. Als ich an dem verlassenen Feld vorbeifuhr, wurde ich langsamer und drehte meinen Kopf nach rechts, um zum ersten Mal seit Jahren die Mommet wiederzusehen.
Ich glaube, ich hatte sie noch nie nach Einbruch der Dunkelheit gesehen. Sicher, es gab gelegentlich Schulaufführungen am Abend, aber wenn es je eine bei Vollmond gegeben hatte, hätte ich vermutlich bewusst vermieden, während der Heimfahrt zur Momme zu schauen. Aber an diesem Abend hatte ich absichtlich zu ihr geschaut und durfte feststellen, dass sie sich kein bisschen verändert hatte. Ihre vermummte Gestalt flatterte leicht im Nachtwind, während das Mondlicht in ihren Augen glitzerte. Mit ihrem hölzernen Kreuz war es eigentlich ein Wunder, dass sie noch nie zusammengebrochen ist. Ich seufzte erleichtert auf und wollte gerade meinen Kopf wieder der Straße zuwenden, als ich sah, wie sie nach ihrem Hut griff und mir zunickte. Ich schrie kurz auf, trat auf die Bremse und reckte den Hals, um mich verzweifelt zu vergewissern, dass das, was ich gesehen hatte, wirklich echt war. Ich sah, dass ihr Hut ruhig auf ihrem Kopf lag und ihre Arme weiterhin am Kreuz festgenagelt waren. Es schien, dass sie sich gar nicht hätte bewegen können. Jedenfalls starrte ich sie an und blinzelte kaum dabei, da ich darauf wartete, ob sie sich noch einmal bewegen würde. Als dies aber nicht der Fall war, stieg ich aus meinem Auto und blinzelte sie vom Straßenrand aus an. Es müssten einige Minuten gewesen sein, aber sie bewegte sich immer noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hätte ein vernünftiger Mensch akzeptiert, dass er sich das nur eingebildet hätte, wäre wieder in sein Fahrzeug gestiegen und nach Hause gefahren. Aber in diesem Moment schnappte irgendetwas in mir. Das Ding hat mich seit meiner Kindheit gequält und ich konnte es nicht mehr ertragen. Wenn es niemand erledigen wollte, würde ich es selbst machen. Es war mir egal, ob ich wegen Vandalismus oder Hausfriedensbruch angeklagt werden würde, und es war mir egal, ob die Leute mich für verrückt halten könnten. Ich wollte nur, dass dieses Ding verschwindet. Ich öffnete also meinen Kofferraum und durchsuchte meine Notfallausrüstung und ein paar übrig gebliebene Campingutensilien und fand ein Beil und ein Feuerzeug. Wenn sie sich nicht kürzen ließ, hätte ich sie niedergebrannt. Mit dem Beil in der Hand und dem Feuerzeug in der Tasche marschierte ich über das Feld. Mein Herz hämmerte mir bis in meine Ohren, während die Mommet die ganze Zeit unerbittlich auf mich hinabblickte. Ich weigerte mich jedoch, meine Augen von ihr abzuwenden. Meine Hand wäre bereit gewesen, das Beil zur Verteidigung zu schwingen, wenn es nötig gewesen wäre. Als ich direkt vor ihr stand, hatte sie sich immer noch nicht bewegt und ich hatte mich stark genug beruhigt, um zu überdenken, was ich da gerade tat. Es ist nur eine Halloween-Dekoration, die nie jemand abgenommen hatte, sagte ich mir und schüttelte den Kopf über die Lächerlichkeit des Ganzen. Bevor ich jedoch zurückging, hielt ich inne, um mir den obszönen Strohmann genauer anzusehen, da ich ihn wahrscheinlich nie wieder so nahe kommen würde. Ich überlegte kurz, mein Handy herauszunehmen und ein paar Fotos zu machen, überlegte es mir aber anders, da ich dort eigentlich nichts zu suchen hatte. Die Mommet war groß, aber immer noch im Bereich des Normalen für einen Mann. Sie war ungefähr 1,80 Meter. Ihr Körper war ebenfalls sehr menschenähnlich, mehr als es für alte, mit Stroh gefüllte Kleider hätte möglich sein sollen. Es war klar, warum die meisten Geschichten über die Mommet behaupteten, sie sei aus einer Leiche gemacht worden. Während ich meine Inspektion so fortsetzte, bemerkte ich, dass sich Umhang, Maske und Hut in einem recht ordentlichen Zustand befanden. Viel zu gut, als dass es für Dinge, die jahrzehntelang dort hingen, möglich gewesen wäre. Das Glas der Augen in der Maske war intakt, alle Nieten entlang des Schnabels vorhanden und das Leder war so fein, dass man daraus sicher ein paar Handschuhe hätte machen können. Der Hut war ebenfalls in einem fast neuwertigen Zustand und die Fetzen des Umhangs, die man von der Straße aus sehen konnte, wirkten jetzt irgendwie nur noch dekorativ. Am deutlichsten war jedoch die tiefschwarze Färbung von allem. Jahrzehntelanges Sonnenlicht hätte sie zu einem viel helleren Farbton verblassen müssen, und doch blieben sie in einem tintenfarbenen Obsidian-Schwarz. Ich war so verblüfft über den unerklärlichen Zustand der Mommet, dass ich tatsächlich einen Schritt näher machte und es wagte, meine Hand auf ihren Oberkörper zu legen und zu sehen, ob ich daraus schließen konnte, woraus sie bestand. Der Umhang war aus einem glatten, geschmeidigen Leder, aber als ich fester drückte, stellte ich fest, dass der Körper eine Festigkeit besaß, die ganz anders war, als Stroh es hätte sein sollen. Ich richtete meinen Blick nach oben zu ihren ausgestreckten Armen. Es waren Nägel in der Größe von Eisenbahnspießen, die man ihr durch die Handgelenke getrieben hatte. Ihre dunklen Hände waren weit gespreizt, scheinbar bereit, nach allem zu greifen, was ihr zu nahe kam. Da wurde mir klar, dass meine Lieblingsgeschichte über die Mommet nicht wahr sein konnte, da die Mommet keine Handschuhe trug. Vielmehr waren ihre Hände mit schwarzen Schuppen überzogen, aus denen lange gebogene Krallen ragten, die förmlich im Mondlicht glitzerten und in jeder Hinsicht wie riesige Krähenfüße wirkten. Ich stolperte rückwärts. Meine Nerven waren von dieser Enthüllung von ganzem Herzen geschwächt. Ich wollte weglaufen, aber
wagte es noch nicht, meine Augen von der Mamme zu nehmen. Dann hob sie mit einem Mal langsam ihren zusammengesunkenen Kopf und richtete ihn neugierig zur Seite. Ich wirbelte herum und rannte los, und in dem Moment, als ich dies tat, erwachten die Krähen, die in den toten Bäumen hinter der Mommet hockten, mit einem ohrenbetäubenden Krächzen und donnernden Flügelschlägen. Der Schwarm stürzte auf mich herab, bevor ich mein Auto erreichen konnte. Sie pickten und kratzten, während sie um mich herumflatterten. Wild schwang ich mein Beil umher, aber ihre rasiermesserscharfen Schnäbel lösten schnell das Beil aus meinem Griff und ich musste es fallen lassen. Schreiend fiel ich zu Boden und rollte mich in eine fötale Position zusammen, wobei ich Kopf und Rumpf so gut wie möglich gegen den Ansturm abschirmte. Nach ein paar Augenblicken kamen sie scheinbar grundlos auf, und als ich es wagte, den Kopf zu heben, sah ich die Mommet frei von ihrem Kreuz über mir aufragen und den Mond verdecken. Sie war kaum mehr als eine vage Silhouette in der Nacht. Dann bückte sie sich zu mir hinunter, hob mich über ihre Schulter und trug mich davon. Ich schlug, trat und hämmerte auf sie ein, aber konnte ihrem Griff nicht entkommen. Ich fing aus Verzweiflung an zu schreien, hoffend, dass mich jemand hören würde, aber der Schwarm brach in einem krächzenden Orchester aus, das mich völlig übertönte. Die Mommet trug mich an ihrem Kreuz vorbei in den Wald und alles wurde schwarz. Als ich mein Sehvermögen wiedererlangte, oder mein Bewusstsein, ich weiß nicht genau, was es von beidem war, befand ich mich tief im Wald und an einen toten Baumstamm gefesselt. Das Seil um meine Taille und Arme schien alt und stank nach Krähenscheiß und abgestandenem Blut. Ich blickte auf und sah im gesprenkelten Mondlicht den Schwarm von Krähen um mich herum. Wenn ich versuchte zu rufen oder zu schreien, krächzten sie alle gleichzeitig, um mich zu übertönen, so wie sie es zuvor auch schon getan hatten, und zerstörten damit jede Chance, dass mich jemand hören konnte und zu meiner Rettung eilte. Ich schaute nach unten und sah, dass der Baum von Vogelscheuchenpfählen umgeben war, die aus heruntergefallenen Ästen und Garnrollen gefertigt waren. Alle außer einem waren mit einem ungefüllten Flanellhemd, einem Strohhut und einem Tierschädel geschmückt. Nur der Pfosten direkt vor mir hatte keine Vogelscheuche und ich konnte nur vermuten, dass ich diese Rolle erfüllen sollte. Ich fragte mich kurz, warum ich nicht sofort getötet wurde, aber die perverse Ausschmückung meiner Umgebung machte deutlich, dass mein Tod höchst rituell sein sollte. Ich sah mich nach der Mommet um, aber sie war nicht zu finden. Vielleicht war sie gezwungen, zu ihrem Kreuz zurückzukehren, bevor jemand ihre Abwesenheit bemerkte. Jedenfalls war der Boden zu meinen Füßen mit verschiedenen Tierknochen, abgestorbenen Blättern und angenagten Maiskolben übersät. Ich hatte keine Ahnung, ob sie lieber zurückkommen sollte, um mich an Ort und Stelle zu ermorden, oder ob ich lieber langsam verdurstet wäre, aber eines war mir klar. Ich durfte meine Zeit nicht verschwenden. Obwohl meine Arme aufgrund des Seils fest an meine Seiten gefesselt waren, konnte ich meine Hände genug bewegen, um in meine Tasche zu greifen. Zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass meine Schlüssel und das Feuerzeug noch da waren. Mit einer Hand zog ich ganz vorsichtig meinen Schlüsselbund heraus und klappte das kleine Taschenmesser auf, das ich daran aufbewahrte. Dann fing ich an, das Seil von unten nach oben zu durchschneiden. Es ging langsam voran und ich warf ständig einen Blick auf den Krähenschwarm über mir, um zu sehen, ob sie sich einmischen würden. Krähen sind schlau, aber glücklicherweise waren diese Krähen nicht schlau genug, um zu erkennen, was ich tat. Faden für Faden begann das Seil auszufransen und schließlich war es so schwach, dass ich es allein mit roher Gewalt zerreißen konnte. In dem Moment drehten die Krähen durch. Laut kreischend stürzten sie sich in einer wahnsinnigen Raserei auf mich. Ich duckte mich, ließ mich zu Boden fallen und rollte bis zur Grenze des rituellen Kreises. Ich holte das Feuerzeug heraus und zündete das erste Flanellhemd an, das ich finden konnte. Zum Glück war es trocken und fing schnell Feuer. Das aggressive Krächzen der Krähen wechselte schlagartig zu einem der Vorsicht und Wut, aber keine von ihnen wagte es mehr, dem Feuer zu nahe zu kommen. Ich packte den Pfosten am unteren Ende und zog ihn so fest ich konnte nach oben, um ihn aus der Erde zu holen, die ihn Gott weiß wie lange umgeben hatte. Dann rannte ich im Kreis umher und steckte jeden der anderen Pfosten in Brand, beginnend mit dem, der für mich bestimmt war. Unter den Krähen war mittlerweile das Chaos ausgebrochen, aber dennoch konnte ich trotz ihres Getöses eine große Kreatur durch das Gebüsch auf mich zukrachen hören. Es war natürlich die Mommet. Ich sah, wie sie aus der Dunkelheit ins Mondlicht trat und ihre bösartigen Krallen bereit machte, um mir das Gesicht herunterzureißen. Ich gab ihr aber keine Chance. Ich schwang den brennenden Ast so fest ich konnte gegen ihren Kopf und warf sie zu Boden. Dabei flog ihre Maske in den Opferkreis. Was ich sah, war ein aschgrauer,
haarloser Menschenkopf mit schwarzen Perlenaugen und den abgebrochenen Überresten eines Schnabels, wo Nase und Mund hätten sein sollen. Vor Schmerzen und Orientierungslosigkeit schüttelte er den Kopf, während ich mit meiner brennenden Waffe fest dastand. Er versuchte wohl, die Situation einzuschätzen. Dann schaute er zu den restlichen brennenden Vogelscheuchen hinüber und sprintete mit nur einem kurzen Zögern davon, um die Flammen zu löschen. Ich rannte daraufhin in die entgegengesetzte Richtung davon, aus dem Waldstück, über das Feld und zurück zu meinem Auto. Ich ließ die Vogelscheuche am Straßenrand fallen und raste mit über 150 Stundenkilometern davon, wobei ich ständig in meinen Rückspiegel nach Anzeichen dieser Wehrkrähe suchte. Aber die Mommet folgte mir nicht und ich kam ohne Zwischenfälle nach Hause. Das war grundlegend das Ende gewesen. Ich verfolgte jedenfalls die lokalen Nachrichten, um zu sehen, ob etwas über das Verschwinden der Mommet oder ein Feuer in ihrem Waldstück auftauchte, aber da kam nichts. Soweit ich weiß, hat auch niemand die verbrannte Vogelscheuche gefunden, die ich am Straßenrand zurückgelassen hatte. Ich kann nur vermuten, dass die Mommet selbst sie aufgesammelt hat. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob ich jemandem in meinem Umkreis erzählen sollte, was passiert ist, und ich glaube, dass ich es nicht tun werde. Die Mommet ist gefährlich, ja, aber sie hat es geschafft, so lange nicht entdeckt zu werden. Selbst wenn ich die zuständigen Behörden überzeugen könnte, die Sache zu untersuchen, habe ich den schleichenden Verdacht, dass sie nichts Außergewöhnliches finden werden oder es nicht zugeben würden, wenn sie es täten. Ich weiß immer noch nicht genau, was die Mommet ist oder wozu sie fähig ist, aber ich weiß, dass sie immer auf die Mommet Lane schauen wird. Ich bin letzte Woche noch einmal dorthin gefahren, diesmal am helllichten Tag, mit verschlossenen Türen und der größten Axt, die auf meinem Beifahrersitz Platz finden konnte. Ich schaute aus meinem Fenster und sah sie im Tal stehen, genau dort, wo sie es immer war. Sie trug wieder ihre Maske im einwandfreien Zustand. Nichts deutete darauf hin, dass sie sich jemals bewegt hätte oder dass es im Wald dahinter ein Feuer gab. Ich hätte mich fast davon überzeugen können, dass dieser seltsame Vorfall gar nicht passiert wäre, wenn die Mommet nicht noch einmal ihren Hut hinuntergezogen hätte, um mir beim Vorbeifahren zuzunicken. Sonntag. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das auf Papier schreibe und nicht auf meinem Computer. Ich glaube, mir sind gerade einige seltsame Dinge aufgefallen. Es ist nicht so, dass ich dem Computer nicht vertraue. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Ich muss alle Details irgendwo objektiv festhalten. Ich muss einfach wissen, dass das, was ich schreibe, nicht gelöscht oder geändert werden kann. Nicht, dass das je passiert wäre. Es ist nur, es verschwimmt alles. Und der Nebel der Erinnerung verleiht dem Ding eine seltsame Note. In dieser kleinen Wohnung fühle ich mich langsam eingeengt. Vielleicht ist das das Problem. Ich musste auch losziehen und die billigste Wohnung nehmen, die ich finden konnte. Und zwar eine im Keller. Das Fehlen von Fenstern hier unten lässt Tag und Nacht scheinbar nahtlos verstreichen. Jedenfalls war ich seit ein paar Tagen nicht draußen, da ich so intensiv an diesem Projekt gearbeitet habe. Ich glaube, ich wollte es einfach fertig bekommen. Stundenlang dasitzen und auf einem Monitor starren kann jedem ein seltsames Gefühl geben, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal genau, was das seltsame Gefühl eigentlich verursachte. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon länger mit niemandem gesprochen habe. Das war zumindest der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam. Denn jeder, mit dem ich mich normalerweise online unterhielt, während ich programmierte, war offline oder hatte sich nicht zurückgemeldet. Meine Instant-Messages blieben einfach unbeantwortet und die letzte E-Mail, die ich erhielt, war von einem Freund. Er schrieb mir, dass er beim Einkaufen war und sich melden würde, sobald er wieder zu Hause wäre. Das war jedoch bereits gestern gewesen. Ich hätte ihn ja von meinem Handy aus angerufen, aber der Empfang hier unten ist schrecklich. Ja, das ist es. Ich muss nur jemanden anrufen. Ich werde nach draußen gehen. Nun, das hat nicht so gut funktioniert. Rückblickend fühle ich mich ein wenig lächerlich, jetzt wo die Gänsehaut langsam abklingt. Bevor ich rausging, warf ich einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel, aber ich kümmerte mich nicht um einen Drei-Tage-Bart. Ich nahm an, dass ich sowieso nur kurz telefonieren würde. Da es aber bereits mittags war, habe ich mir ein frisches Shirt angezogen.
Immerhin bestand die Möglichkeit, dass ich eine bekannte Person treffen könnte, was letzten Endes aber nicht passierte. Ich wünschte, ich hätte jemanden getroffen. Als ich hinausging, öffnete ich langsam die Tür zu meiner kleinen Wohnung. Schon dabei hatte sich aus irgendeinem Grund ein kleines Gefühl der Sorge in mir eingenistet. Ich schrieb es der Tatsache zu, dass ich seit ein oder zwei Tagen mit niemandem außer mir selbst gesprochen hatte. Als ich den schmuddeligen grauen Flur entlang spähte, kam er mir, obwohl es ein Gang im Keller war, noch dunkler und enger vor. Am anderen Ende führte eine große Metalltür zum Heizungsraum des Gebäudes, der natürlich verschlossen war. Daneben standen zwei triste Getränkeautomaten. Ich hatte mir dort am ersten Tag meines Einzugs eine Limonade gekauft, aber ihr Verfallsdatum war bereits seit 2 Jahren überschritten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand weiß, dass diese Automaten hier unten stehen. Obwohl es auch möglich ist, dass meine geizige Vermieterin einfach keine Lust hat, sie aufzufüllen. Ich schloss also leise meine Tür und ging in die andere Richtung, wobei ich darauf achtete, kein Geräusch zu verursachen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber es machte Spaß, dem kindischen Impuls nachzugeben, das dröhnende Summen der Getränkeautomaten zumindest für den Moment nicht zu unterbrechen. So erreichte ich jedenfalls das Treppenhaus und nahm die Stufen zur Eingangstür des Gebäudes. Ich schaute durch das kleine quadratische Fenster der schweren Tür und bekam einen ziemlichen Schock. Es war definitiv nicht Mittagszeit. Draußen über der dunklen Straße hing eine schwere Finsternis und die Ampel an der Kreuzung in der Ferne blinkte gelb. Am Himmel hingen trübe Wolken, lila-schwarz vom Schein der Stadt. Nichts rührte sich, außer den wenigen Bäumen am Rande des Gehweges, die im Wind zitterten. Ich erinnere mich, dass ich auch zitterte, obwohl mir nicht kalt war. Vielleicht war es der Wind draußen, denn ich konnte ihn vage durch die schwere Metalltür hören und wusste, dass es diese ganz spezielle Art von Nachtwind war. Die Art, die konstant, kalt und leise weht. Abgesehen von der rhythmischen Musik, die er erzeugt, während er durch die unzähligen ungesehenen Bäume und Blätter streicht. Ich beschloss jedenfalls, doch nicht nach draußen zu gehen. Stattdessen hob ich mein Handy zum kleinen Fenster der Tür und überprüfte die Signalstärke. Die Balken der Signalanzeige füllten sich und ich lächelte. Zeit, die Stimme eines anderen zu hören, dachte ich erleichtert. Es war so seltsam, dass ich mich fürchtete, denn eigentlich gab es nichts, wovor ich Angst haben müsste. Ich schüttelte den Kopf und lachte stumm über mich selbst. Dann drückte ich die Kurzwahl meiner besten Freundin Amy und hielt mir das Telefon ans Ohr. Es klingelte einmal, aber dann verstummte es. Nichts passierte. Ich lauschte gut 20 Sekunden lang der Stille, dann legte ich auf. Stirnrunzelnd schaute ich wieder auf die Signalanzeige. Immer noch voll. Gerade wollte ich eine weitere Nummer wählen, als das Telefon plötzlich in meiner Hand laut klingelte. Erschrocken zuckte ich zusammen und ließ es beinahe fallen. Als ich mich wieder gefangen hatte, hielt ich es schließlich an mein Ohr. »Hallo?« sagte ich und kämpfte sofort gegen einen kleinen Schock an, als ich das erste Mal seit Tagen den Klang einer Stimme hörte, auch wenn es meine eigene war. Ich hatte mich so sehr an die summenden Geräusche meiner Wohnung im Keller, meines Computers und der Getränkeautomaten im Flur gewöhnt. Zuerst kam keine Reaktion auf meine Begrüßung, aber dann ertönte endlich eine Stimme. »Hey!« sagte eine klare Männerstimme, offensichtlich im Studentenalter. »Wer ist da?« »John?« antwortete ich verwirrt. »Oh, sorry, falsche Nummer«, antwortete er und legte auf. Langsam ließ ich das Telefon sinken und lehnte mich an die dicke Backsteinmauer des Treppenhauses. Das war seltsam. Ich habe mir meine Liste der eingegangenen Anrufe angeschaut, aber die Nummer war mir unbekannt. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, zuckte ich erneut vor Schreck zusammen, als mein Handy plötzlich wieder klingelnd zum Leben erwachte. Diesmal warf ich einen Blick aufs Display, bevor ich abnahm. Es war eine weitere unbekannte Nummer. Diesmal hielt ich mir das Telefon ans Ohr, sagte aber nichts. Ich hörte nichts als das allgemeine Hintergrundgeräusch eines Telefons. Dann durchbrach eine vertraute Stimme meine Anspannung. »John?« hörte ich Amys Stimme aus dem Telefon. Ich atmete erleichtert auf. »Hey, du bist es«, antwortete ich. »Wer soll es sonst sein?« sagte sie. »Ach, wegen der Nummer. Ich bin auf einer Party in der 7th Street und mein Akku ist gestorben, als du mich angerufen hast. Also habe ich mir ein anderes Handy geliehen.« »Oh, okay.« »Wo bist du?« fragte sie. Mein Blick schweifte über die tristen, weiß getünchten Backsteinwände und die schwere Metalltür mit ihrem kleinen Fenster. »Ich bin zu Hause«, seufzte ich.
Ich fühle mich ein wenig einsam. Ich wusste nicht, dass es so spät ist. Du solltest herkommen, sagte sie lachend. Nein, ich habe keine Lust, mitten in der Nacht allein nach einem fremden Haus zu suchen, sagte ich und schaute aus dem Fenster auf die stille, windige Straße, die mir innerlich ein wenig Angst einjagte. Ich denke, ich werde einfach weiterarbeiten oder ins Bett gehen. Unsinn, protestierte sie. Ich kann dich abholen. Deine Wohnung ist doch in der Nähe der 7th Street, oder? Wie betrunken bist du? Fragte ich unbeschwert. Du weißt doch, wo ich wohne. Oh, natürlich, sagte sie abrupt. Ich schätze, es ist zu weit für einen Fußmarsch, oder? Es geht, wenn du eine halbe Stunde verschwenden willst, antwortete ich. Oh ja. Okay, ich muss los. Viel Glück bei deiner Arbeit. Ich ließ das Handy noch einmal sinken und schaute auf die blinkenden Zahlen, als der Anruf endete. Dann stellte sich plötzlich wieder die dröhnende Stille in meinen Ohren ein. Die zwei merkwürdigen Anrufe, die unheimliche Straße draußen und meine Einsamkeit in diesem leeren Treppenhaus trieben mich schnell zurück in die Wohnung. Plötzlich kam mir der schreckliche Gedanke, dass etwas durch das Türfenster schauen und mich sehen könnte. Ein schreckliches Wesen, das am Rande der Einsamkeit lauerte, um sich an ahnungslose, verirrte Leute heranzuschleichen, deren Hilferuf keiner hören würde. Vielleicht hatte ich auch einfach zu viele Horrorfilme gesehen. Ich wusste, dass die Angst irrational war, aber ich war allein. Also sprang ich eilig die Treppe hinunter, rannte den Flur entlang zu meiner Wohnung und schloss die Tür so schnell ich konnte. Wie gesagt, ich fühlte mich ein wenig dumm, weil dort eigentlich nichts war, vor dem ich Angst haben musste. Und in meiner Wohnung angekommen, verblasste dieses Gefühl auch schnell. Das alles aufzuschreiben hilft sehr. Es macht mir klar, dass alles in Ordnung ist. Es filtert irrationale Gedanken und Ängste heraus und hinterlässt nur kalte, harte Fakten. Es war später als gedacht. Ich wurde von einer falschen Nummer angerufen und Amys Akku war leer. Also hat sie mich von einer anderen Nummer zurückgerufen. Es ist also nichts Besonderes passiert. Trotzdem war in diesem Gespräch etwas äußerst merkwürdig. Ich weiß, es könnte an dem Alkohol gelegen haben, den sie getrunken hatte, oder lag es vielleicht an ihr selbst, dass mir etwas merkwürdig vorkam. Ja, genau das muss es sein. Ich habe es bis zu diesem Moment gar nicht bemerkt. Ich wusste doch, dass es helfen würde, die Dinge aufzuschreiben. Sie sagte doch, sie sei auf einer Party gewesen, aber ich hörte nur Stille im Hintergrund. Das bedeutet natürlich nichts Besonderes, denn sie hätte einfach nach draußen gehen können, um den Anruf zu tätigen. Nein, das kann auch nicht sein. Ich habe den Wind nicht gehört. Ich muss nachsehen, ob der Wind noch weht. Montag. Gestern Abend habe ich vergessen, weiterzuschreiben. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, als ich das Treppenhaus hinaufging und aus dem Fenster der schweren Metalltür sah. Ich komme mir dumm vor. Die Angst der letzten Nacht erscheint mir jetzt verschwommen und unvernünftig. Ich kann es kaum erwarten, in die Sonne zu gehen. Ich werde meine E-Mails checken, mich rasieren, duschen und endlich das Haus verlassen. Moment, ich glaube, ich habe etwas gehört. Es war Donner. Das war's wohl erst einmal mit Sonnenlicht und frischer Luft. Ich ging ins Treppenhaus und stieg die Treppe hinauf, nur um eine Enttäuschung zu erleben. Das kleine Fenster der schweren Metalltür zeigte nur herunterlaufendes Wasser, das als sintflutartiger Regen dagegen prasselte. Nur ein sehr trübes, düsteres Licht drang durch den Regen, aber zumindest wusste ich, dass es Tag sein musste, auch wenn es ein grauer, kränklicher, nasser Tag war. Ich versuchte aus dem Fenster zu schauen und darauf zu warten, dass ein Blitz die Dunkelheit erhellte, aber der Regen war zu stark und ich konnte nichts anderes als vage, seltsame Formen erkennen, die sich in den Wellen und merkwürdigen Winkeln bewegten, die das Fenster herunterspülten. Enttäuscht drehte ich mich um, wollte aber nicht zurück in meine Wohnung gehen. Stattdessen wanderte ich weiter die Treppe hinauf, vorbei am ersten und am zweiten Stock. Die Treppe endete im dritten, der obersten Etage des Gebäudes. Ich schaute durch das Glas, das die Außenwand des Treppenhauses hinaufführte, aber es war diese verzogene, dicke Art Glas, die das Licht zerstreut, und durch den Regen gab es sowieso nicht viel zu sehen. Ich öffnete die Tür des Treppenhauses und ging den Flur entlang. Die etwa 10 massiven Holztüren waren alle geschlossen. Man konnte erkennen, dass sie vor langer Zeit blau gestrichen worden sein mussten. Während ich den Gang entlang lief, spitzte ich die Ohren, aber es war mitten am Tag, daher war ich nicht überrascht, dass ich nur den Regen draußen hörte. Als ich also in diesem trüben Flur stand und dem Regen lauschte, hatte ich den seltsamen, flüchtigen Eindruck, dass die Türen,
wie stumme Granitmonolithen aussahen, die von einer alten, vergessenen Zivilisation zu einem unergründlichen Zweck des Schutzes errichtet worden waren. Ein Blitz erhellte den Flur und ich hätte schwören können, dass das alte, körnige blaue Holz für einen Moment wie rauer Stein aussah. Ich lachte über mich selbst, da ich meine Fantasie mal wieder freien Lauf gelassen hatte, aber dann kam mir der Gedanke, dass das schwache Licht und der Blitz bedeuten mussten, dass irgendwo im Flur ein Fenster war. Eine vage Erinnerung tauchte auf und mir fiel plötzlich ein, dass der dritte Stock eine Nische und ein eingelassenes Fenster auf halber Höhe des Flurs hatte. Aufgeregt, um in den Regen hinauszuschauen und möglicherweise einen anderen Menschen zu sehen, ging ich schnell zu der Nische hinüber und fand das große, dünne Glasfenster. Regenwasser lief daran herunter, wie auch schon beim Fenster der Haustür, aber dieses konnte ich im Gegensatz öffnen. Ich streckte eine Hand aus, um es aufzuschieben, zögerte aber. Da war dieses bestimmte Gefühl, dass, wenn ich das Fenster öffnete, auf der anderen Seite etwas absolut Entsetzliches zu sehen sein würde. In letzter Zeit war alles so merkwürdig. Also habe ich mir einen Plan zurechtgelegt und bin zurück in meine Wohnung gegangen, um etwas zu holen. Ich glaube nicht ernsthaft, dass das etwas bringt, aber mir ist langweilig. Es regnet und ich werde langsam verrückt. Ich ging zurück, um meine Webcam zu holen. Das Kabel war jedoch nicht lang genug, um in den dritten Stock zu reichen, also versteckte ich die Kamera stattdessen zwischen den beiden Getränkeautomaten am dunklen Ende meines Kellergangs. Das Kabel führte ich an der Wand entlang und unter meiner Tür hindurch. Zum Schluss deckte ich es mit schwarzem Klebeband ab, um das Kabel mit den schwarzen Kabelleisten an den Kellerwänden verschmelzen zu lassen. Ich weiß, das ist albern, aber ich hatte nichts Besseres zu tun. Nun, es ist nichts passiert. Ich stemmte die Tür vom Flur zum Treppenhaus auf und machte mich bereit. Dann stieß ich die schwere Haustür weit auf, rannte wie von der Hölle getrieben die Treppe hinunter zu meinem Zimmer und schlug die Tür zu. Ich beobachtete aufmerksam die Webcam auf meinem Computer und sah den Flur vor meiner Tür sowie den größten Teil des Treppenhauses. Ich schaue es mir gerade an, während ich hier schreibe, aber ich sehe nichts Besonderes. Ich wünschte nur, die Position der Kamera wäre anders, damit ich aus der Haustür hinaussehen könnte. Hey, jemand ist online! Ich habe eine ältere, weniger funktionsfähige Webcam herausgeholt, die ich noch in meinem Schrank hatte, um mit einem Freund online zu chatten. Ich konnte ihm nicht wirklich erklären, warum ich einen Videochat mit ihm machen wollte, aber es fühlte sich so gut an, das Gesicht einer anderen Person zu sehen. Er konnte zwar nicht lange reden und wir haben über nichts Sinnvolles gesprochen, aber ich fühle mich besser. Meine merkwürdigen Ängste sind fast verschwunden. Normalerweise müsste ich mich wieder völlig in Ordnung fühlen, aber unsere Unterhaltung hatte etwas Seltsames. Ich weiß, ich sage ständig, dass alles seltsam ist, aber seine Antworten waren sehr vage. Ich kann mich an nichts Genaues erinnern, das er sagte. Kein bestimmter Name, kein bestimmter Ort und kein bestimmtes Ereignis. Aber er hat mich nach meiner E-Mail-Adresse gefragt, um in Kontakt zu bleiben. Moment, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ich mache mich gerade fertig, um auszugehen. Ich habe gerade eine E-Mail von Amy bekommen, in der sie mich gebeten hat, mit ihr zum Abendessen in unser Lieblingsrestaurant zu gehen. Ich liebe Pizza und esse seit Tagen nur zufällig das, was ich in meinem schlecht gefüllten Kühlschrank finde, also kann ich es kaum erwarten. Und wieder fühle ich mich dumm wegen meines seltsamen Verhaltens in den letzten Tagen. Ich sollte dieses Tagebuch zerstören, wenn ich zurückkomme. Oh, noch eine E-Mail. Fast hätte ich die E-Mail ignoriert und die Tür geöffnet. Ich hätte sie wirklich fast geöffnet, aber ich habe zuerst die E-Mail gelesen. Sie war von einem Freund, von dem ich lange nichts gehört habe, und sie wurde außerdem an eine große Anzahl von anderen E-Mail-Adressen gesendet. Scheinbar an alle Personen, die er in seiner Adressleiste gespeichert hatte. Sie hatte keinen Betreff und in ihr stand Folgendes. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht, sie. Was zum Teufel sollte das heißen? Die Worte versetzten mich in Angst und ich las sie mehrmals hintereinander durch. War das die verzweifelte letzte E-Mail, die er gerade noch senden konnte, als etwas Schlimmes mit ihm passiert ist? Die Wörter wurden offensichtlich mitten im Satz abgeschnitten. An jedem anderen Tag hätte ich das als Spam von einem Computervirus oder so abgetan, aber diese Worte. Mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht anders, als mir nochmal die letzten Seiten dieses Tagebuchs durchzulesen und an die vergangenen Tage zurückzudenken. Dabei muss ich feststellen, dass ich wirklich niemanden gesehen oder mit einer anderen Person von Angesicht zu Angesicht gesprochen habe. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war das Webcam-Gespräch mit meinem Freund so seltsam, so vage, so unheimlich. War es wirklich unheimlich?
oder beeinträchtigt die Angst mein Gedächtnis? Mein Verstand spielt mit den Ereignissen, die ich hier niedergeschrieben habe. Gerade fällt mir auf, dass ich alle Informationen über mich selbst preisgegeben habe. Dem zufälligen Anrufer mit der falschen Nummer nannte ich meinen Namen und der anschließende seltsame Rückruf von Amy und mein Freund, der nach meiner E-Mail-Adresse gefragt hatte. Ich habe ihm zuerst eine Nachricht geschickt, als ich ihn online sah. Und dann bekam ich ein paar Minuten nach diesem Gespräch meine erste E-Mail. Das Telefonat mit Amy. Ich sagte ihr am Telefon, dass ich innerhalb einer halben Stunde zu Fuß von der 7th Street zu erreichen sei. Sie wissen, dass ich in der Nähe bin. Was ist, wenn sie versuchen, mich zu finden? Wo sind nur alle anderen Menschen? Warum habe ich seit Tagen niemanden mehr gesehen oder gehört? Nein, 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 nein. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Ich muss mich beruhigen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich ging wütend in meiner Wohnung auf und ab und hielt mein Handy in jede Zimmerecke, um zu sehen, ob es durch die dicken Wände hindurch ein Signal bekommen würde. Schließlich bekam ich in meinem winzigen Badezimmer in der Nähe einer Deckenecke einen einzelnen Balken. Ich hielt mein Handy dort nach oben und schickte eine SMS an jede Nummer in meiner Liste. Da ich aber nichts von meinen etwas peinlichen, unbegründeten Ängsten verraten wollte, schickte ich Folgendes. Hast du in letzter Zeit einen anderen Menschen persönlich getroffen? Ab diesem Zeitpunkt wollte ich nur noch irgendeine Reaktion bekommen. Es ist mir völlig egal, was in der Antwort steht oder ob ich mich blamiere. Ich habe ein paar Mal versucht, jemanden anzurufen, aber ich kam mit meinem Ohr nicht so hoch zu meinem Handy und wenn ich es nur ein wenig nach unten nahm, verlor ich das Signal. Dann erinnerte ich mich an den Computer und ging eilig hinüber, um all meinen Kontakten online Instant Messages zu senden. Die meisten waren als abwesend markiert oder offline. Niemand antwortete. Meine Nachrichten wurden immer hektischer und ich begann den Leuten zu schreiben, wo ich wohne und lud sie aus einer Vielzahl von kaum vertretbaren Gründen ein, mich persönlich zu besuchen. Mir war zu diesem Zeitpunkt alles egal. Ich musste nur endlich wieder einen anderen Menschen sehen. Schlussendlich habe ich sogar meine Wohnung auseinandergenommen. Ich war auf der Suche nach einer Kontaktmöglichkeit zu einem anderen Menschen, ohne dabei die Tür öffnen zu müssen. Ich weiß, es ist verrückt. Ich weiß, es ist unbegründet, aber was wäre, wenn? Was ist, wenn? Ich brauche Gewissheit. Ich habe das Handy für alle Fälle an die Decke geklebt. Dienstag. Das Telefon klingelte. Erschöpft vom Amoklauf der letzten Nacht musste ich eingeschlafen sein. Das Klingeln des Handys weckte mich sofort und ich rannte ins Badezimmer, stellte mich auf die Toilette und klappte das an die Decke geklebte Handy auf. Es war Amy und ich fühlte mich so viel besser. Seit ich das letzte Mal mit ihr gesprochen hatte, machte sie sich wirklich Sorgen um mich und hatte anscheinend versucht, mich zu erreichen. Sie kommt jetzt vorbei und ja, sie wusste, wo ich wohne, ganz ohne, dass ich es ihr sagen musste. Es ist mir so peinlich. Ich werfe dieses Tagebuch definitiv weg, bevor es noch jemand liest. Ich weiß nicht einmal, warum ich jetzt schon wieder daran schreibe. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es die einzige Kommunikation ist, die ich seit, weiß Gott wann überhaupt hatte. Ich sehe auch wirklich schlecht aus. Ich habe in den Spiegel geschaut, bevor ich das Badezimmer verlassen habe. Meine Augen sind eingesunken, mein stoppliger Bart wirkt ungepflegt und ich sehe allgemein ziemlich ungesund aus. Meine Wohnung ist ein einziges Durcheinander, aber ich werde sie jetzt nicht aufräumen. Ich glaube, ich brauche die Nähe zu jemand anderem, um zu erkennen, was ich durchgemacht habe. Die letzten Tage waren nicht normal. Ich bin kein Mensch, der sich Dinge einbildet. Ich weiß, es ist wahrscheinlicher, dass ich ein Opfer diverser Zufälle war. Ich habe sicher einfach ein Dutzendmal verpasst, einem anderen Menschen zu begegnen. Ich bin eben zufällig mitten in der Nacht rausgegangen und als alle anderen arbeiten waren. Alles ist bestens, das weiß ich jetzt. Außerdem habe ich letzte Nacht etwas im Schrank gefunden, das mir enorm geholfen hat. Ein Fernseher. Ich habe ihn angeschlossen, kurz bevor ich anfing zu schreiben. Er läuft gerade im Hintergrund. Das Fernsehen war für mich immer eine kleine Fluchtmöglichkeit und erinnert mich daran, dass es eine Welt jenseits dieser schmuddeligen Backsteinmauern gibt. Ich bin froh, dass Amy die Einzige ist, die mir auf meine wirren Nachrichten von gestern Abend geantwortet hat. Sie ist seit Jahren meine beste Freundin. Sie weiß es nicht, aber ich zähle den Tag, an dem ich sie kennenlernte, zu einem der glücklichsten meines Lebens. Ich erinnere mich gerne an diesen warmen Sommertag zurück. Es scheint eine andere Welt gewesen zu sein, im Gegensatz zu diesem dunklen, regnerischen, einsamen Ort, an dem ich mich jetzt befinde. Immer wenn ich mit ihr spreche, fühle ich mich wie damals. Obwohl wir zu alt für die Geräte waren, saßen wir tagelang auf diesem Spielplatz und
hat nichts außer stundenlang zu reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eines Tages wieder zu diesem Moment zurückkehren kann und es erinnert mich daran, dass diese verdammte Wohnung nicht alles ist, was es auf dieser Welt gibt. Endlich, es klopft an der Tür. Ich fand es sehr merkwürdig, dass ich sie nicht durch die Kamera sehen konnte, die ich zwischen den beiden Getränkeautomaten versteckt hatte. Allerdings könnte das daran liegen, dass ich sie schlecht positioniert hatte und ich nicht aus der Haustür hinaussehen konnte. Nach dem Klopfen rief ich scherzhaft durch die Tür, dass sie bitte einen Blick in meine installierte Kamera werfen sollte. Meine Paranoia und mein Charme, das mich mein Verfolgungswahn so weit getrieben hatte, verpackte ich somit in einem unsicheren Späßchen. Ich konnte schließlich sehen, wie sie zur Kamera ging und in die Linse schaute. Sie lächelte und winkte. Hey, sagte sie lächelnd und warf mir durch die Kamera einen schiefen Blick zu. Es ist komisch, ich weiß, sagte ich in das Mikrofon meines Computers. Aber ich hatte wirklich ein paar seltsame Tage. Muss wohl so sein, antwortete sie. Mach jetzt die Tür auf, John. Ich zögerte. Wie konnte ich sicher sein? Hey, warte kurz, antwortete ich ihr durch das Mikrofon. Erzähl mir etwas über uns. Beweis mir einfach, dass du du bist. Sie warf der Kamera einen seltsamen Blick zu. In Ordnung, sagte sie langsam und Falten bildeten sich auf ihrer Stirn. Wir haben uns zufällig auf einem Spielplatz getroffen, als wir beide viel zu alt waren, um eigentlich dort zu sein. Ich seufzte erleichtert, als ich mir der Realität bewusst wurde und die Angst verblasste. Gott, ich war so dumm gewesen. Natürlich war das Amy. Niemand auf der Welt kannte diese Geschichte. Ich hatte sie noch nie jemandem erzählt. Nicht, weil es mir unangenehm gewesen wäre, sondern weil ich diese besonderen Tage als ein Geheimnis in meiner Erinnerung bewahren wollte. Wenn hier eine böse, unbekannte Kraft am Werk war, die mich täuschen wollte, konnte sie von diesem Tag nichts wissen. Oh, schon gut. Ich erkläre dir alles, sagte ich ihr. Bin gleich da. Ich lief zurück in mein kleines Badezimmer und ordnete meine Haare so gut ich konnte. Ich sah furchtbar aus, aber sie würde es schon verstehen. Kichernd über mein eigenes unglaublich dummes Verhalten und das ganze Durcheinander, das ich angerichtet hatte, ging ich zur Tür. Ich legte meine Hand auf die Türklinke und warf dem Chaos in meiner Wohnung einen letzten Blick zu. So lächerlich, dachte ich. Mein Blick wanderte über das halb aufgegessene Essen, das auf dem Boden lag, den überquellenden Mülleimer und das völlig zerwühlte Bett, das aussah, als ob ich auf der Suche nach Gott weiß was gewesen war. Ich wollte gerade die Klinke nach unten drücken, als mein Blick von etwas abgelenkt wurde. Die alte Webcam, die ich für das unheimlich nichtssagende Gespräch mit meinem Kumpel benutzt hatte, schob sich in mein Blickfeld. Die Kamera wirkte wie eine stumme schwarze Kugel und lag wahllos zur Seite gekippt herum. Die Linse war auf den Tisch gerichtet. Der Tisch, an dem ich saß, um dieses Tagebuch zu schreiben. Ein überwältigender Schrecken überkam mich, als mir klar wurde, dass jeder, der durch diese Kamera schauen konnte, gesehen hätte, was ich heute den ganzen Tag über schrieb. Ich fragte sie nach irgendeiner Sache über uns und sie wählte ausgerechnet das Einzige auf der Welt, von dem ich dachte, dass es niemand anderer wusste. Aber es wusste es. Es wusste es. Es konnte mich die ganze Zeit beobachten. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Stattdessen schrie ich. Ich schrie in unkontrollierbarem Entsetzen. Ich zertrat die alte Webcam auf den Boden. Die Tür zitterte und der Türknauf ruckelte, als jemand versuchte, ihn zu drehen. Aber Amys Stimme war durch die Tür nicht zu hören. War die Kellertür dick genug, um die Zugluft fernzuhalten, oder rüttelte der Wind an der Tür? Oder war doch Amy da draußen? Wer oder was könnte versucht haben, hereinzukommen, wenn nicht sie? Was zum Teufel ist da draußen? Ich habe sie doch im Flur durch die Kamera gesehen. Ich habe sie draußen über die Lautsprecher durch die Kamera gehört, aber war es echt? War das sie? Wie kann ich das wissen? Sie ist jetzt weg. Ich habe geschrien und um Hilfe gerufen. Ich habe nun alle Möbel in meiner Wohnung als Barrikade vor der Haustür gestapelt. Freitag. Es ist Freitag. Zumindest glaube ich das. Ich habe alle elektronischen Geräte in meiner Wohnung zerstört. Ich habe meinen Computer in Stücke zertrümmert. Auf jedem einzelnen Gerät hätte jemand auf mein Netzwerk zugreifen können oder, schlimmer noch, sie hätten es verändern können. Ich bin Programmierer. Ich weiß, wie das geht. Jede noch so kleine Information, die ich seit Beginn herausgegeben hatte, mein Name, meine E-Mail, mein Standort, das alles wussten sie erst, als ich es preisgegeben hatte. Ich habe mein Tagebuch nun zum wiederholten Mal durchgelesen.
Meine Gefühlswelt wechselt ständig zwischen Terror und überwältigendem Unglauben, während ich hier wie ein Raubtier im Käfig auf- und ablaufe. Manchmal bin ich mir absolut sicher, dass mich irgendeine unheimliche Entität dazu bringen will, nach draußen zu gehen, um mich dort umzubringen. Aber zurück zum Anfang. Mit ihrem ersten Anruf bat mich Amy, die Tür zu öffnen und nach draußen zu gehen. In meinem Kopf gehe ich die Ereignisse immer und immer wieder durch. Einerseits habe ich mich wie ein völlig Verrückter benommen. Andererseits ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass ich aus purem Zufall niemandem auf der Straße begegnet bin. Nie zufällig einen anderen Menschen getroffen und auch noch genau zu derselben Zeit eine Spam-Mail von einem Computervirus bekommen habe. Außerdem ist meine Vorsicht doch der Grund, warum mich das, was dort draußen auf mich lauert, mich bisher noch nicht erwischt hat. Immer wieder muss ich daran denken, dass ich das Fenster im dritten Stock und die Haustür nicht geöffnet habe. Zumindest bis zu diesem unglaublich dummen Stunt mit der versteckten Kamera, nachdem ich direkt in meine Wohnung gelaufen bin und die Tür zugeschlagen habe. Meine eigene Wohnungstür habe ich seitdem auch nicht mehr geöffnet. Was auch immer dort draußen ist, wenn etwas da draußen ist, kann es nicht im Gebäude gewesen sein, bis ich die Haustür geöffnet habe. Vielleicht war es vorher woanders und hat all die anderen geholt. Und dann wartete es, bis ich ihm verriet, dass hier noch jemand war, indem ich versuchte, Amy anzurufen. Ein Anruf, der nicht wirklich funktionierte, bis es mich zurückrief und nach meinem Namen fragte. Die Angst überrollt mich buchstäblich jedes Mal, wenn ich versuche, die Teile dieses Albtraums zusammenzufügen. Diese E-Mail, kurz, abgeschnitten, stammte sie von jemandem, der versuchte, mir etwas zu sagen. Einem Freund, der verzweifelt versuchte, mich zu warnen, bevor es kommt. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht, sie. Genau das hat mich so misstrauisch gemacht. Es könnte die Kontrolle über alle elektronischen Dinge haben und versuchen, mich heimtückisch zu täuschen, um mich dazu zu bringen, nach draußen zu kommen. Aber warum kann es nicht hereinkommen? Es klopfte schließlich an meiner Tür. Es muss also eine körperliche Form haben. Die Tür. Das Bild dieser Türen im oberen Flur als Wächtermonolithen blitzt jedes Mal in meinem Kopf auf, wenn ich diesen Gedankengang verfolge. Wenn irgendeine geisterhafte Entität versucht, mich dazu zu bringen, nach draußen zu gehen, kann sie vielleicht nicht durch Türen gelangen. Ich denke immer wieder an all die Bücher, die ich gelesen habe, oder Filme, die ich gesehen habe, und versuche, eine Erklärung für das alles zu finden. Türen hatten in der menschlichen Mythologie und Vorstellungskraft schon immer eine besondere Bedeutung. Egal ob als Portale oder als Schutz vor der Außenwelt, oder ist die meiner Wohnungstür vielleicht einfach zu dick? Ich weiß, dass ich keine der Türen in diesem Gebäude einschlagen könnte, geschweige denn die schweren Kellertüren. Abgesehen davon ist die eigentliche Frage, was will es überhaupt von mir? Wenn es mich einfach nur umbringen wollte, könnte es das auf ganz einfache Weise erreichen. Es müsste schließlich einfach nur warten, bis ich verhungere. Was ist, wenn es mich nicht töten will? Was ist, wenn es ein weitaus schrecklicheres Schicksal für mich bereithält? Gott, was kann ich nur tun, um diesem Albtraum zu entkommen? Oh nein, es klopft an der Tür. Ich antwortete den Leuten auf der anderen Seite der Tür, dass ich noch eine Minute zum Nachdenken bräuchte und dann herauskommen würde. Das hier schreibe ich wirklich nur auf, damit ich herausfinden kann, was ich tun soll. Zumindest hörte ich diesmal ihre Stimmen. Meine Paranoia, und ja, ich erkenne, dass ich paranoid bin, lässt mich an alle Möglichkeiten denken, wie sie ihre Stimmen elektronisch gefälscht haben könnten. Draußen konnte es zum Beispiel Lautsprecher geben, die menschliche Stimmen simulierten. Haben sie wirklich 3 Tage gebraucht, um endlich mit mir zu reden? Amy soll dort draußen sein, zusammen mit 2 Polizisten und einem Psychiater. Vielleicht brauchten sie 3 Tage, um darüber nachzudenken, was sie mir sagen sollten. Die Behauptung des Psychiaters hätte mich fast überzeugt, wenn ich denn hätte glauben können, dass dies alles ein verrücktes Missverständnis war und draußen kein unheimliches Wesen lauert, das versucht, mich dazu zu bringen, endlich die Tür zu öffnen. Der Psychiater hat eine ältere Stimme, autoritär, aber immer noch fürsorglich. Ich will doch nur jemanden mit meinen eigenen Augen sehen. Er sagte, ich habe etwas namens Cyberpsychose und ich sei nur einer von tausenden von Menschen in diesem Land, deren Zusammenbruch durch eine zufällige E-Mail ausgelöst wurde, die irgendwie durchgekommen ist. Ich schwöre, er sagte irgendwie durchgekommen. Ich glaube eher, er meinte, sich verteilt hat, aber wiederum kann ich nicht glauben, dass diese Entität einen Fehler begangen hat und etwas von sich preisgab. Der Psychiater sagte, ich wäre ein Teil einer Welle von diesen auftretenden Verhalten. Viele andere Menschen hätten genau die gleichen Ängste und würden sich genauso verhalten, obwohl wir nie miteinander kommuniziert haben. Das erklärt jedenfalls die seltsame E-Mail, die ich bekommen habe. Ich habe die ursprüngliche E-Mail gar nicht erhalten. Ich habe nur einen Nachfolger davon bekommen.
Vielleicht ist mein Freund durchgedreht und hat versucht, jeden, den er kannte, vor seinen paranoiden Ängsten zu warnen. So verbreitet sich das Problem immer weiter, behauptete der Psychiater. Ich hätte es auch mit meinen Nachrichten online an alle verbreiten können, die ich kenne. Einer dieser Personen könnte gerade jetzt wegen den Nachrichten, die ich ihm geschickt hatte, durchdrehen. Nachrichten, die sich beliebig interpretieren ließen. So etwas wie eine SMS, in der es heißt, hast du in letzter Zeit einen anderen Menschen persönlich getroffen? Der Psychiater sagte mir, dass Leute wie ich intelligent sind und das unser Untergang wäre. Wir bauen Verbindungen so gut auf, dass wir sie auch dann weiter aufbauen, wenn sie eigentlich gar nicht da sind. Er sagte, dass es in unserer schnelllebigen, sich ständig ändernden Welt, in der immer mehr unsere Interaktionen simuliert werden, es leicht wäre, einer Paranoia zu verfallen. Eines muss ich ihm lassen. Das ist wirklich eine großartige Erklärung. Sie erklärt alles und das eigentlich nahezu perfekt. Ich habe jetzt allen Grund, diese albtraumhaften Ängste abzuschütteln und mir bewusst zu werden, dass nichts da draußen darauf wartet, dass ich die Tür öffne, damit es mich greifen kann und mir Dinge antut, die schlimmer sind als der Tod. Es wäre dumm, nach dieser Erklärung hier zu bleiben, bis ich verhungere, nur um dieses Ding zu ärgern. Es wäre dumm zu glauben, dass ich einer der letzten lebenden Menschen sein könnte, die sich in einem sicheren Kellerraum verstecken und sich einfach weigern, gefangen genommen zu werden. Es war eine perfekte Erklärung für jede einzelne Merkwürdigkeit, die ich gesehen oder gehört hatte, und ich habe allen Grund, all meine Ängste loszulassen und die Tür zu öffnen. Und genau deswegen gehe ich nicht. Wie kann ich mir sicher sein? Wie kann ich wissen, was echt und was Täuschung ist? All diese verdammten Dinge mit ihren Drähten und ihren Signalen, die von irgendwo herkommen. Sie sind nicht echt. Ich kann nicht sicher sein. Signale durch eine Kamera, gefälschte Videos, irreführende Telefonate, E-Mails, sogar der Fernseher, der kaputt auf dem Boden liegt. Woher soll ich denn wissen, dass er echt ist? Es sind nur Signale, Wellen, Lichter, die Tür. Es klopft an der Tür. Es versucht hereinzukommen. Mit welcher wahnsinnigen mechanischen Erfindung könnte es das Geräusch von Männern simulieren, die die schwere Holztür bearbeiten? Wenigstens werde ich es nun mit eigenen Augen sehen. Hier drin ist nichts mehr, das mich täuschen könnte. Alles andere habe ich zerstört. Aber es kann meine Augen nicht täuschen, oder? Mit eigenen Augen gesehen, traue ihnen nicht, sie. Bedeutet diese verzweifelte Botschaft etwa, ich solle meinen Augen vertrauen oder... Wollte sie mich vor meinen Augen warnen? Was ist der Unterschied zwischen einer Kamera und meinen Augen? Beide verwandeln Lichter in elektronische Signale. Sie sind gleich. Ich darf mich nicht täuschen lassen. Ich muss sicher sein. Ich muss sicher sein. Datum unbekannt. Ganz ruhig bat ich Tag für Tag um Papier und einen Stift, bis sie es mir endlich gaben. Nicht, dass es wichtig ist. Was ich getan habe? Ich habe mir die Augen ausgestochen. Die Bandagen fühlen sich jetzt wie ein Teil von mir an. Der Schmerz ist weg. Ich denke, dies wird eine meiner letzten Gelegenheiten sein, leserlich zu schreiben, denn ohne meine Augen wird es schwer, Fehler zu korrigieren und auch meine Hände werden langsam die mit dem Schreiben verbundenen Bewegungen vergessen. Ich schreibe dies nur noch für mich. Dieses Tagebuch. Es ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, denn ich bin mir sicher, dass jeder auf der Welt tot ist. Oder etwas viel Schlimmeres. Tag für Tag sitze ich in der gepolsterten Wand. Das Ding bringt mir Nahrung und Wasser. Mal verkleidet es sich als freundliche Krankenschwester, mal als unsympathischer Arzt. Ich glaube, es weiß, dass sich mein Gehör jetzt, da ich in der Dunkelheit lebe, erheblich geschärft hat. Es täuscht Gespräche in den Gängen vor, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich es belauschen könnte. Eine der Krankenschwestern spricht davon, bald ein Baby zu bekommen. Einer der Ärzte hat seine Frau bei einem Autounfall verloren. Nichts davon ist wichtig. Nichts davon ist real. Nichts davon erreicht mich. Nicht, wie sie es tut. Das ist das Schlimmste. Der Teil, mit dem ich fast nicht umgehen kann. Das Ding kommt zu mir und verkleidet sich als Amy. Es macht das wirklich fast perfekt. Es klingt genau wie Amy und fühlt sich genauso an. Es weint sogar simulierte Tränen, die es mich auf seinen lebensechten Wangen fühlen lässt. Als es mich das erste Mal hier besuchte, sagte es mir alles, was ich hören wollte. Es sagte mir, dass es mich liebt, dass es mich immer geliebt hatte, dass es nicht versteht, warum ich das getan habe, dass wir in der Zukunft noch ein gemeinsames Leben hätten haben können, wenn ich nur aufhören würde, darauf zu bestehen, dass ich getäuscht werde. Es wollte, dass ich glaube. Nein, ich musste glauben, dass es echt war. Ich wäre fast darauf reingefallen.
Fast hätte ich es wirklich getan. Lange habe ich tatsächlich an mir gezweifelt, doch am Ende war es einfach alles zu perfekt, zu makellos und zu echt. Die falsche Amy kam jeden Tag und dann jede Woche und hörte schließlich ganz auf zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Ding aufgeben wird. Ich denke, dass diese Warterei nur ein weiterer Schachzug ist. Ich werde mich für den Rest meines Lebens dagegen wehren, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Welt passiert ist, aber ich weiß, dass ich niemals auf die Täuschung dieses Dings hereinfallen werde. Vielleicht, nur vielleicht, bin ich ihm so ein Dorn im Auge. Womöglich lebt Amy noch irgendwo da draußen, durch meinen Willen, dem Betrüger zu widerstehen, am Leben gehalten. Ich halte an dieser Hoffnung fest und wiege mich in meiner Zelle hin und her, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich werde niemals nachgeben. Ich werde niemals zerbrechen. Ich bin ein Held. Der Arzt las die Zeilen, die der Patient auf das Papier gekritzelt hatte. Es war kaum lesbar, geschrieben in der wackeligen Schrift eines Mannes, der nicht mehr sehen konnte. Er wollte lächeln, als er über die standhafte Entschlossenheit des Mannes nachdachte. Eine beeindruckende Form des menschlichen Überlebenswillen. Aber er wusste, dass der Patient völlig wahnhaft war. Schließlich wäre ein vernünftiger Mann schon vor langer Zeit auf die Täuschung hereingefallen. Der Arzt wollte lächeln. Er wollte dem Wahnsinnigen ermutigende Worte zuflüstern. Er wollte schreien, aber die Nervenfäden, die sich um seinen Kopf und seine Augen wickelten, erlaubten es ihm nicht. Sein Körper ging wie eine Marionette in die Zelle und sagte dem Patienten noch einmal, dass er sich irrte und niemand versuchte, ihn zu täuschen. Mach den Karton zu! Schrie sie mal wieder förmlich nach mir, als sie mein Zimmer betrat. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du niemals einen leeren Karton offen stehen lassen sollst, sagte sie. Ich verdrehte die Augen und schnappte mir etwas Klebeband, um die Kiste, die sich in der Ecke meines Zimmers befand, zu verschließen. Solange ich mich erinnern kann, achteten meine Eltern darauf, dass leere Kartons verschlossen waren. Obwohl es nur wenige Fälle gab, in denen es wirklich eine Rolle spielte, kam es seit unserem Umzug im Sommer häufiger vor. Aber egal, wie oft ich meine Eltern gefragt habe, warum es so wichtig sei, leere Kartons geschlossen zu halten, gaben sie mir immer dieselbe Antwort. Das ist Tradition. Was sollte das überhaupt bedeuten? Welche Kultur kümmert es denn, dass Kartons geschlossen sein müssen? Und wenn es denn eine gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht unsere ist. Aber mir war klar, dass es sinnlos war, mit ihnen über so etwas Unlogisches zu diskutieren. Also beließ ich es größtenteils auch. Eines Nachts wurde ich jedoch neugierig und leerte die Schachtel mit meinen Videospielen und stellte sie neben mein Bett. Am nächsten Morgen wachte ich auf, als meine Eltern die Kiste gerade im Hinterhof in Brand steckten. »Jesus, es ist nur eine Kiste!« rief ich etwas zu laut. Meine Mutter bemerkte, dass ich wach war, warf mir einen eiskalten Blick zu und marschierte auf mich los. »Ich habe dir doch gesagt, dass die Kisten geschlossen bleiben müssen!« schrie sie und zeigte mit dem Finger auf das Feuer, als wäre es meine Schuld gewesen, dass es brannte. Ich sah zu meinem Vater hinüber, um Unterstützung zu suchen, aber er erwiderte nur einen leeren Blick und rückte seine Brille zurecht. Für einen Moment dachte ich, ich wäre dort in einer Gemeinde von Wahnsinnigen und meine Mutter wäre ihr Vorstand gewesen. Ich stemmte die Hände in die Hüfte und machte mich bereit, in den Krieg zu ziehen. »Es ist nur eine Kiste. Ich weiß nicht, warum einer von euch so abergläubisch ist.« »Ich weiß nicht, warum du nicht einfach auf deine Eltern hören kannst,« entgegnete sie. Meine Augen weiteten sich und ich streckte meine offenen Hände in Richtung der immer noch brennenden Kiste. »Weil ich nicht dachte, dass du das Ding in Brand stecken würdest. Findest du das nicht ein wenig überzogen?« Meine Mutter sah zurück zum Feuer und drehte sich dann zu mir. Sie schüttelte den Kopf und senkte die Stimme, behielt aber den gleichen, strengen Ton bei. »Nein, ist das nicht.« Verwundert fragte ich nur. »Warum?« Sie antwortete jedoch nicht. Mein Dad kam zu mir herüber und legte seine Hand auf meine Schulter. »Es ist Tradition, mein Junge. Wir machen es einfach nicht.« Ich habe einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten. Es schien einfach verrückt. Ich wollte etwas erwidern, aber ich konnte sehen, dass es nirgendwo hinführen würde. Wieder einmal musste ich es einfach sein lassen. 7 Jahre später und ich lebe mittlerweile allein. Ich hatte gerade das College beendet und zog in meine neue Wohnung.
An diesem Tag war meine Freundin bei mir und half mir beim Umzug. Als es langsam später wurde, beschlossen wir, eine Pause zu machen und etwas essen zu gehen. Bevor wir gingen, bemerkte ich eine leere Kiste neben meiner Couch stehen. Ich konnte irgendwie meine Eltern in meinem Hinterkopf schreien hören. Schließ gefälligst den Karton, bevor du gehst. Aber jetzt wohnte ich allein. Ich habe es mir verdient, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Außerdem war es nur eine Kiste. Ich würde nicht anfangen, mich unter den Verrückten einzureihen und zu glauben, dass etwas Schreckliches passieren würde. Ich beschloss, mit meiner Freundin auszugehen und verbrachte die Nacht dann bei ihr. Am nächsten Morgen kamen wir wieder für eine weitere Runde Auspacken und Aufbauen zurück. Das Erste, was ich sehen wollte, war die Kiste neben der Couch als Beweis dafür, dass nichts Verrücktes passiert war. Ehrlich gesagt hatte ich vor, meine Eltern anzurufen, nachdem ich überprüft hätte, ob die Kiste wie erwartend nur dastand. Aber das war nicht der Fall. Als ich zurückkam, war der Karton geschlossen. Ich fragte meine Freundin, ob sie in die Wohnung zurückgekommen sei und die Kiste zugemacht hatte, aber sie warf mir nur einen seltsamen Blick zu und fragte, warum sie so etwas machen sollte. Für einen Moment dachte ich, meine Eltern hätten es getan, aber ich wusste, dass sie die Schlüssel zu meiner Wohnung nicht hatten. Ich ging langsam hinüber und trat den Karton ein wenig mit meinem Fuß. Das Ding war schwer. Nicht so sehr, dass es sich anfühlte, als wäre es voller Sachen, aber da war definitiv etwas drin. Ich dachte einen Moment nach und dachte mir, dass vielleicht ein Waschbär oder eine streunende Katze irgendwie hineingekommen war und sich in der Kiste niedergelassen hatte. Ich sagte meiner Freundin, sie solle die Haustür öffnen, während ich die Schachtel hinüberschob, damit das, was auch immer da drin war, direkt nach draußen konnte. Ich lief zu der Kiste, um sie zu öffnen, aber sprang sofort schreiend zurück, als ich sah, was sich darin befand. Meine Freundin eilte zu mir herüber und spiegelte meine Reaktion, als sie ebenfalls in die Kiste schaute. Es sah aus, als wäre darin eine abgemagerte Person, gerade so verdreht, dass sie mit Ach und Krach hineinpasste. Seine Haut war haarlos und schien wie mumifiziert. Über seinen ganzen Körper zogen sich Krampfadern und sein aufgeblähter Magen bewegte sich fieberhaft, als würde etwas daraus entkommen wollen. Aber am schockierendsten waren diese perfekt kreisförmigen Augen, die sofort auf uns zuschossen und sich in unsere Seele bohrten. Zuerst tauchte eine knochige Hand aus der Kiste auf und stützte sich auf den Boden. Dann folgten seine krummen Beine. Dann eine weitere Hand, während eine dritte aus seiner Brust ragte. Er schob sich aus der Kiste und stand in voller Gänze von Kopf bis Fuß vor uns. Er musste 2 Meter groß gewesen sein. Unser Blut gefror, als es aus seinem mit nadelartigen Zellen gesäumten Mund sprach. Du hast mein Zuhause gesperrt. Jetzt nehme ich dir deine. Ich schnappte die Hand meiner Freundin, rannte mit ihr durch die Haustür hinaus und zu ihrem Auto. Wir sind sofort von dort verschwunden und haben es nicht bereut. Ich versuchte, den Vermieter anzurufen und zu fragen, ob er mir ein paar Sachen rausbringen lassen könnte, aber er schien nicht wirklich daran interessiert, mir zu helfen. Auch habe ich versucht, jemanden einzustellen, der meine Sachen holt, bevor die Schlösser ausgetauscht werden, aber sie riefen nach ihrer Ankunft an und behaupteten, dass ich versuchen würde, ihnen einen Streich zu spielen und blockierten daraufhin meine Nummer. Er behauptete mir gegenüber, dass es sich anhöre, als würden Ratten in den Wänden hausen oder dass Kinder durch die Wohnung liefen. Und als er mein Zimmer betrat, sei er etwas oder jemanden, das er die ganze Zeit als abgefucktes Requisit bezeichnete. Er hatte dann umgehend meine Nummer gesperrt. Meine Freundin war mehr als zuvorkommend und ich habe immer noch das Glück, sie zu haben. Aber verständlicherweise war sie von dem, was sie sah, erschüttert. Wir beide waren es und sind es noch heute. Die einzigen Leute, die eine Erklärung für das Geschehene hätten haben können, waren meine Eltern. Also rief ich sie an. Sie waren am Boden zerstört über das, was passiert ist. Meine Eltern erklärten, sie hätten befürchtet, dass genau so etwas passieren könnte und sie mir besser hätten erklären sollen, welches Ausmaß unsere Tradition eigentlich hat. Sie nahmen an, dass, wenn ich es wüsste, ich motiviert gewesen wäre, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Auch wenn ich vermutlich nicht so weit gehen würde, hatten sie wohl recht. Aber darüber hinaus wollten sie nicht, dass ich so in Angst lebe wie sie. Immer gestresst, dass etwas in jeder dunklen Ecke lauern könnte. Meine Eltern wussten, dass das, was sie verlangten, vielleicht albern erschien, aber im Großen und Ganzen. Es ist so besser gewesen. Es war sinnvoll, am Austausch für eine seltsame Tradition kein Leben in Angst verbringen zu müssen. Und jetzt habe ich den Preis gezahlt. Mein Vater war immer ein ruhiger Mann, aber er wurde richtig emotional, als er mir seine Geschichte erzählte. Anscheinend sind nicht alle dieser Entitäten gleich.
Als er ein Kind war, erwähnte er, dass das, was auftauchte, viel näher an einem Menschen gleichkam als das, was ich gesehen hatte. Er nannte die Entität Jim und sie waren wochenlang heimliche Freunde gewesen. Sie spielten zusammen und Jim nahm ihn nachts mit, um Abenteuer in der Stadt zu erleben. Eines Nachts drehte Jim jedoch irgendwie durch und sagte meinem Vater, dass er ihn im See ertränken würde, wenn er den Karton jemals wegwarf. In dieser Nacht hatte mein Vater einen Albtraum, in dem Jim seinen Kopf unter Wasser drückte. Er wachte daraufhin auf und rannte zu seinen Eltern, um ihnen alles zu erzählen. Er erinnerte sich, wie sein Vater in sein Zimmer eilte, den Karton schnappte und in ihrem Garten anzündete. Mein Vater kann anscheinend immer noch Jims Schrei hören, als er damals verbrannte. An dem Morgen, als ich aufwachte, während sie gerade die Kiste verbrannten, schwor er mir, dass eine perverse Version seines Freundes aus Kindertagen eingezogen wäre. Jim schrie, dass er dafür sorgen würde, dass ich genauso leiden würde wie er damals, bis die Flammen ihn verstummen ließen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte so viele Fragen, die sie nicht beantworten konnten. Ich weiß immer noch nicht, wie das genau passiert oder wie das überhaupt sein kann. Ist unsere Familie verflucht oder müssen sich andere unter euch auch mit so etwas auseinandersetzen? Ich habe keine Ahnung. Aber mittlerweile weiß ich es besser und empfehle jedem, wirklich jedem, der das hört und meine Warnung mitbekommt. Lass niemals einen leeren Karton offen stehen. Du weißt nicht, was ich darin verstecken kann. Entschuldige den etwas aggressiven Titel, aber ich bin nicht in der Laune, groß herumzutun. Reißerische Titel waren sowieso eher Ralphs Ding. Wenn ich die Kamera halte, arbeitet mein Verstand in Winkeln und Shots und nicht in Worten oder Phrasen. Ich werde dir meine Geschichte aus zwei Gründen erzählen. Erstens, es könnte dich dazu bringen, dich von den Vegas-Sturmtunneln fernzuhalten. Zweitens, wenn du Grund 1 ignorierst und meine Kamera findest, kann das hier vielleicht dazu führen, dass du die Anweisung, die ich in die Kameratasche geklebt habe, ignorierst, und zwar: wenn gefunden, bitte Inhalt der Speicherkarte an folgende E-Mail senden. Ich kann das nicht genug ausdrücken. Ich will niemals sehen, was wir da unten gedreht haben. Der Gedanke, dass es auch nur eine kleine Chance gibt, dass ein naiver, wohlmeinender Städteentdecker meine Kamera findet und mir den Beweis liefert, dass es wirklich existiert, macht mich krank. Lass es mich einfach so ausdrücken. Ich habe meine Nüchternheit so weit weggedrückt, wie sie es noch nie zuvor gewesen war. Hoffentlich wird nachdem hier keiner von euch da unten herumsuchen wollen. Das ist sozusagen das Ziel. Wie mir mein AA-Sponsor mal sagte, niemand kann finden, wonach keiner sucht. Wenn du noch nie von dem Entwässerungsnetz unter Las Vegas gehört hast oder von der Obdachlosengemeinschaft, die dort unten eine Stadt gegründet hat, schalte ab. Ich habe dir schon zu viel erzählt und mehr brauchst du nicht wissen. Halte dich einfach von Vegas fern und lebe das beste und erfüllendste Leben, das du nur kannst. Wenn du einer von Millionen bist, die sich dessen bewusst sind und über einen Besuch nachgedacht haben, bist du die Art von Mensch, die ich am Kragen packen und wütend schütteln möchte, bis du dich bereit erklärst, diese Reise niemals anzutreten. Es ist das Risiko nicht wert. Da unten gibt es mehr, als selbst die ältesten Tunnelmenschen wissen. Aber die Polizei will den Tunnel nicht evakuieren. Ich war schon bei ihnen. Ich bin ja kein Idiot. Aber sie machten sehr deutlich, dass, wenn ich in der Sache weiter drängen würde, sie etwas gegen mich unternehmen müssten. Sobald ich darüber rede, kehrt der Schrecken zurück und ich fange an, wie ein Wahnsinniger zu klingen. Es gibt kein anderes Wort dafür. Warum glaubst du, schreibe ich das hier auf und mache keinen Vlog? Ich habe es versucht. Aber es gibt einfach keine Möglichkeit, dass dieses Ausmaß an offensichtlicher Panik, zum Bersten hervorquellenden Augen und einer von Angstschweiß nassen Stirn nicht als harter Drogenkonsum interpretiert werden könnte. Für den Kontext. Es war das zweite Mal, dass ich in Nevada war, um die Tunnel-Community zu filmen. Wenn du auf YouTube nach Las Vegas Tunnel-Community suchst, gibt es eine Menge Videos mit Aufrufzahlen von Hunderttausenden, sogar Millionen. Ich werde nicht sagen, welches, aber es gibt ein Video von einem bemerkenswerten Independent-Medienunternehmen, das sich auf Millennials konzentriert. Wenn du dieses Video gesehen hast, hast du meine erste Tour durch die verborgene Welt unter Vegas gesehen. Mehr möchte ich nicht verraten, aus Gründen, die du verstehen wirst, wenn wir fertig sind. Die zweite Tour,
die mit Ralph, entstand aus dem ersten Video. Er war selbst aus Vegas und hatte durch Hörensagen und Klatsch erfahren, dass einer seiner ehemaligen Schulkameraden den Weg in ein unterirdisches Leben unter der Wüstenstadt gefunden hatte. Ralphs Idee für seinen Dokumentarfilm war simpel. Spüre deinen alten Klassenkameraden auf, erfahre seine Lebensgeschichte und wie er in den dunklen Regenrinnen unter Vegas lebte. Es war eine gute Idee. Sogar Netflix war daran interessiert und ich auch. Deshalb habe ich ja gesagt, als er mich aufgespürt und mir den Auftrag angeboten hatte. Nachdem ich aus dem Flugzeug ausgestiegen war, verschwendeten wir keine Zeit und fuhren direkt in die Außenbezirke der Stadt. In den Kanälen leben mehr als 1000 Menschen und nicht alle nehmen Außenstehende freundlich auf. Insbesondere die mit Kameras. Bei meinem letzten Besuch hatte ich einen Kontakt in den Tunneln und wusste, welchen der breiten Betoneingänge wir benutzen konnten, ohne dass Ralph oder ich riskierten, nie wieder zurückzukehren. Nun, das dachte ich damals. Du weißt nie, wie unwissend du bist, bis dir das Leben mit deiner eigenen Dummheit ins Gesicht schlägt. Einer der Gründe, warum so viele von dem Filmmaterial und den Geschichten über die Tunnelgemeinschaften unter Vegas angezogen werden, ist die Infrastruktur, die diese semi-permanenten Bewohner geschaffen haben. Wasser, Strom, sogar einen rudimentären Nachrichtendienst, um Neuigkeiten oder Anfragen von den verschiedenen unterirdischen Gemeinschaften zu erhalten. Meine Kontaktperson, Trish, hatte jedenfalls Zugang zu einem Mobiltelefon. Sich mit ihr zu treffen war viel weniger mühsam, als es beim ersten Mal der Fall gewesen war. Als sie uns am Eingang traf, wurde ich mit einer Umarmung begrüßt. Ralph hingegen mit einem misstrauischen Seitenblick. Dieser verschwand aber auch nicht. Selbst nicht, nachdem ich ihn vorgestellt und erklärt hatte, warum er dort war. Die meisten Tunnelbewohner finden sich dort wieder, wenn sie aus einem, sagen wir, legalen Leben abgedriftet sind. Kameras sind nicht gerade gern gesehen. Deswegen brauchte ich eine Weile, um mir zu versichern, dass Ralph und ich wirklich nur dort waren, um eine bestimmte Person zu finden und zu interviewen. Sie schien zwar immer noch skeptisch, stimmte aber zu uns herumzuführen. Trish war dünner, als sie es bei meinem letzten Besuch war, obwohl das nicht wirklich überraschend ist. Trotz all der Annehmlichkeiten, die sie sich in der Dunkelheit und Feuchtigkeit zusammen improvisiert hatten, war eine stetige und zuverlässige Versorgung mit Nahrung nie eine Garantie. In diesen Tagen war Trish kaum mehr als ein Durcheinander aus schwarzem Haar und schlaffer Haut, die wie über ein Drahtgestell drapiert war. Die Spuren an ihrem Arm malten den Rest des trostlosen Bildes. Ralph hatte Glück, dass er mich kontaktierte. Noch ein paar Monate und sie wäre vielleicht nicht mehr da gewesen, um uns in der Welt unter dem Strip Amnestie zu gewähren. Ralph hatte jedenfalls ein Foto von seinem alten Schulkameraden. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie er aussah. Ralph hatte mir zwar das Foto mehrere Male gezeigt, aber nachdem wir uns so tief hineingewagt hatten, scheint mein Verstand an anderen Details festzuhalten. Ich würde gerne jede der Rückblenden und Albträume gegen diese triviale Erinnerung eintauschen, aber sie ist genau das. Trivial. Wenn du weißt, was ein MacGuffin ist, wirst du auch verstehen, warum es eine absolute Zeitverschwendung ist, die genauen Details zusammenzukratzen. Trish kannte jedenfalls Ralphs vermissten Freund nicht, aber sagte uns, dass sie Leute kenne, die es wohl würden. Wie schon gesagt, die Tunnelgemeinden verfügen über eine rudimentäre Infrastruktur sowie einige Kommunikationskanäle. Du kannst dir also vorstellen, dass die Sicherheit der Gemeinschaft immer Vorrang hatte, insbesondere für Trish und andere Frauen oder schutzbedürftige Bewohner. Wenn man also einen dauerhaften Wohnsitz in einem der Dutzenden von Lagern bezog, würden bald alle deinen Namen kennen. Trish entschied also, dass es das Beste wäre, uns zu ihrer Gemeinschaft zu bringen und dort etwas herumzufragen. Ich werde es aber nicht romantisieren. Die Tunneldörfer sind nicht alle einfach kulturelle Kommunen, wie manche Filmemacher es gerne malen, um ein Statement zu unserer Konsumgesellschaft abzugeben. Trish fand ihren Weg dorthin, weil ihre Abhängigkeit von intravenösen Highs das Leben an der Oberfläche tagsüber unmöglich machten. Es war eine Geschichte der Verzweiflung, ein mitfühlendes, perfektes Arrangement unglücklicher Umstände. Die anderen jedoch, einige der anderen versteckten sich aus Gründen, die weder Unschuld noch Anstand enthielten. Ich hätte Ralph davor warnen müssen. Es gab Siedlungen, die nie gefilmt wurden, weil die Leute, die dorthin gingen, nie wieder zurückkamen. Zwischen den 1970er und 90er Jahren waren in den Vereinigten Staaten mehr als 100 Serienmörder gleichzeitig im Einsatz, oft sogar über 150. Ohne dabei die anderen Monster zu berücksichtigen, Vergewaltiger, Pädophile, Menschenhändler und dergleichen. Viele Menschen begehen schreckliche Taten und viele von ihnen werden trotz jahrelanger intensiver Suche nie gefunden. Belassen wir es also dabei. Aus diesem Grund wies ich Ralph an, bei mir zu bleiben und die Taschenlampe nie von Trish abzuwenden. Du kannst dir also vorstellen, wie wütend ich war, als Ralph nach kaum 20 Minuten, nachdem wir ihr durch die Dunkelheit gefolgt waren, die Taschenlampe fallen ließ. Fuck, flüsterte er. Entschuldige, wartet kurz.
Ich hörte, wie er in dem einige Zentimeter tiefen Wasser umherplätscherte und herumfummelte. »Mach dir keine Sorgen, sie ist wasserdicht.« »Hoffentlich«, murmelte ich und rief kurz darauf. »Trish, warte bitte kurz. Ralph hat seine Taschenlampe fallen lassen. Wieso brauchst du eigentlich keine?« hörte ich Ralph fragen. »Weil sie hier unten lebt und es vielleicht gewohnt ist. Sie kann prinzipiell in der Finsternis sehen. Nicht wahr, Trish?« »Abgefahren«, hörte ich Ralph antworten. Bevor ich aber Trishs witzige Anekdote hören konnte, dass man im Dunkel sehen muss, um den Weg nach Hause finden zu können, wenn man weniger als nüchtern war, ertönte plötzlich ein Klicken, gefolgt von der vorübergehenden Blindheit, die verursacht wird, wenn man von einem hellen Licht in einem pechschwarzen Raum getroffen wird. Ich zuckte zusammen. »Trish«, wiederholte ich und schirmte mein Gesicht von der Taschenlampe ab, um meinen Augen eine Chance zu geben, sich anpassen zu können. Ralph plapperte weiter vor sich hin. »Alter, ich bin froh, dass ich mich für die Wasserdichte entschieden habe. Ich möchte hier nicht im Dunkeln herumstolpern. Ich kann hier keinen preisgekrönten Dokumentarfilm machen, wenn man sich an einem tief hängenden Rohr den Kopf anschlägt und dann im knöcheltiefen Abflusswasser ertrinkt.« Er lachte über seinen eigenen Witz und suchte dann mit der Taschenlampe den Gang ab. Das Licht offenbarte fleckige Betonwände, huschende Ratten und Moosflecken, die sich in der kühlen Feuchtigkeit außerhalb der Wüste festhielten. Als sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, wurde mir klar, was sie nicht enthüllte. »Trish?« riskierte ich es noch einmal. Diesmal stockte meine Stimme und die Tonhöhe am Ende meiner Frage stieg auf ein vorpubertäres Niveau. »Mach dir keine Sorgen«, sagte Ralph und durchdrang die Dunkelheit in beide Richtungen mit der Taschenlampe. »Sie kann nicht weit gegangen sein. Sie hätte nirgendwo hingehen sollen«, antwortete ich. Das Licht war nur für ein oder zwei Sekunden ausgewesen. Zuvor hatte Trish direkt vor Ralph gestanden und warf einen stieldünnen Schatten auf das plätschernde Wasser. Das Wasser war jetzt jedoch still und Trish war nicht mehr bei uns. Sie war nirgendwo. »Trish?« Die Frage hallte durch den langen Tunnel und prallte von den Rohren und Lüftungsöffnungen an Wänden und Decke ab. In der Dunkelheit hallte meine Stimme ein paar Dutzend Mal wieder und verspottete mich damit. Aber es gab kein Anzeichen von unserer Führerin. »Warte mal.« Ralphs Stimme war direkt hinter dem Taschenlampenstrahl zu hören. »Ist sie wirklich einfach verschwunden?« »Eigentlich sollte sie das nicht, oder?« fragte ich, auch wenn ich es eher in die Schatten fragte, die genauso uninformiert wie Ralph waren. »Die Taschenlampe war nur ein paar Sekunden aus. Wir hätten das Plätschern hören müssen, wenn sie weggelaufen wäre, oder?« Ralph benutzte die Taschenlampe, um weiter in der Dunkelheit umherzustochern. Abgesehen von den gelegentlichen Reflexionen in den Augen der Ratten, die uns aus verschiedenen Rissen und Löchern in den Wänden beobachteten, war der Weg vor uns menschenleer. Als er auf dem Weg leuchtete, von dem wir gekommen waren, lieferte er die identischen Ergebnisse. »Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße«, jammerte Ralph. Er leuchtete mit der Taschenlampe unter sein Kinn, damit ich sein Gesicht sehen konnte. Seine Augenbrauen waren hochgezogen und das großspurige Grinsen verschwunden. Sein »Vertrau mir, Bruder« Ausdruck wurde durch glänzende Augen und einen zusammengebissenen Kiefer ersetzt. Dann erkannte ich den wahren Grund, warum er einen erfahrenen Guide wollte. Er hatte Angst. Angst, dass genau so etwas passieren könnte. »Hör zu«, sagte ich ihm. »Mach dir keine Sorgen. Trish hat sich wahrscheinlich nur erschreckt, als dir die Taschenlampe runtergefallen ist.« Ralph nickte und schluckte schwer. Er sah nicht sehr überzeugt aus, als er mit dem beruhigenden Licht wieder unseren kleinen Abschnitt der durchnässten Tunnel entlang patrouillierte. Ich bin ehrlich. Es gab nicht viel, was ich hätte sagen können, um ihn zu beruhigen. Mir war klar, wie gefährlich diese Tunnel sein können, noch bevor ich dorthin gekommen bin. Wahrscheinlich war ich mir dessen mehr bewusst, als Ralph es sich war. Alles, was meine Erfahrung jedoch für mich getan hatte, war es, mir den Magen umzudrehen. Ralph war besorgt, wir könnten in Schwierigkeiten geraten. Jedoch bildeten sich bereits Schweißperlen auf meiner Stirn und meinen Handflächen, da ich wusste, dass wir es bereits waren. Ich beschloss, mein Bestes zu tun, um es Ralph nicht wissen zu lassen. Dort unten mit einem in Panik geratenen Ralph festzusitzen, war eine viel beängstigendere Aussicht. Dort verbreiten sich schnell die Schreie und man weiß nicht immer, wer sie hört. Nach 10 Minuten des Wartens leuchtete Ralph wieder unter sein Kinn. »Sie kommt nicht zurück«, sagte er. Seine Augen schienen immer noch groß und glänzend. »Ich will wieder zurück. Sofort.« »Ja, lass uns gehen«, antwortete ich und ignorierte seinen befehlshaberischen Tonfall. Rückblickend scheint es mir verrückt geglaubt zu haben, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch immer fest davon überzeugt war, ins Hotel zurückzugehen und am nächsten Morgen Trish wiederzutreffen, ihre Entschuldigung anzunehmen, dann Ralphs Freund zu finden und einen Film zu drehen, der gut genug war, um auf Netflix veröffentlicht zu werden.
Während wir den feuchten, hallenden Weg, den wir gekommen waren, zurückwarteten, war meine echte Sorge, dass Ralph keine so große Angst bekommen würde, dass er das Projekt abbrach. Wenn man bedenkt, wie sich die Dinge entwickelt haben, als wir auf unsere erste Abzweigung trafen, fühlt es sich lächerlich an, meine vorherigen Bedenken laut vorzulesen. Jesus, was für ein verdammter Idiot ich doch war. Geht es nach links oder rechts? Ralph stand vor einer Abzweigung, an der sich unser Tunnel in zwei weitere aufteilte. Es waren seine ersten Worte, nachdem wir unsere Rückreise angetreten hatten. Das Zittern am Rande seiner Worte sagte mir jedoch alles, was ich über sein aktuelles Befinden wissen musste. Aber um Ralph gegenüber fair zu sein, war ich in der genau gleichen Situation. Beim Anblick des sich abzweigenden Tunnels wurde mir klar, dass es immer wahrscheinlicher wurde, sich dort unten zu verirren. Links, erwiderte ich und versuchte, das Zittern in meinen eigenen Worten zu verbergen und scheiterte völlig. Wir sind um keine Kurve gelaufen, als wir hier runtergekommen sind, oder? Der rechte scheint einen seltsamen Winkel zu haben. Solch eine Windung hätten wir mit Sicherheit bemerkt. Ja, natürlich. Ich bewunderte Ralphs Versuche, sich selbst zu überzeugen. Die Wahrheit ist, dass ich keine Ahnung hatte, ob wir eine Kurve gemacht hatten oder nicht, bevor Trish verschwand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ralph das auch wusste. Vielleicht spielte er dasselbe Spiel wie ich. Vielleicht dachte er immer noch, dass das einzige Risiko das Projekt und unsere Arbeitsbeziehung war. Das wippende Licht vor mir machte einen Schritt nach vorn und schoss dann senkrecht zur Decke hoch. Ralph schrie und im gleichen Moment ertönte ein lautes Plätschern aus der Richtung. Ich konnte im Blitzlicht der durch die Luft wirbelnden Taschenlampe sehen, dass er auf seinem Hintern gelandet und sie beim Fall wohl in die Luft geworfen haben musste. Ich bin über etwas gestolpert. Was zur... Au! Die Taschenlampe landete auf Ralphs Kopf, prallte von seinem Schädel ab und landete daraufhin irgendwo im Wasser. Wie auch zuvor hatte der Aufprall sie außer Betrieb gesetzt. Somit waren wir in völliger Dunkelheit. Was ist passiert? Fragte ich mit prickelnden Ohren, als sie anfing munter zu werden, um die plötzliche Blindheit auszugleichen. Bist du taub? Ich sagte, verdammt, die Taschenlampe ist vielleicht schwer. Ich sagte, ich wäre über etwas gestolpert, etwas hier im Wasser. Ich konnte das Plätschern hören, wie er im Wasser herumfummelte und blind nach unserer Lichtquelle suchte. Warte, sagte ich. Meine Kamera hat einen NVD-Aufsatz. Du meinst Nachtsicht? Wenn du 12 bist, murmelte ich leise, kramte meinem Koffer herum und betete, dass ich keine meiner definitiv nicht wasserdichten Ersatzbatterien oder Speicherkarten fallen ließ. Nach ein paar Minuten hatte ich es geschafft, das NVD-Objektiv aufzusetzen. In völliger Dunkelheit mit verschwitzten Handflächen möchte ich hinzufügen. Als die Kamera zum Leben erwachte, ertönte ein leises Ping und dann wurde ich in das schwache, grüne Leuchten des LED-Suchers getaucht. Ich schrie so laut, dass Zementstaub von der feuchten Decke fiel. In dem Moment, als der Bildschirm scharf wurde, war die Linse auf Ralph gerichtet. Er saß immer noch in dem knöchelhohen Fluss und durchsuchte die undurchsichtige Flüssigkeit, um die Taschenlampe zu finden. Es zeigte aber auch etwas anderes. Etwas Langes und Schleimiges, das sich im Wasser um Ralph sammelte. Haare. Ein wirres Durcheinander. Pechschwarzer. Ganz offensichtlich menschliche Haare. Im Zentrum der Masse, ein paar Meter von Ralphs kauender Stelle entfernt, war ein Klumpen. Ein Klumpen, von dem mein Gehirn verzweifelt versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es sich nicht um den Hinterkopf von jemandem handelte. Leider wusste ich jedoch, dass dies eine Lüge war. Ich erkannte ihn schließlich wieder. Noch vor einer halben Stunde hatte ich ihn angestarrt, als ihr Besitzer uns durch die Tunnel führte. Alter, was zum Teufel? Ralph schrie in meine Richtung und stand auf. Dabei verfingen sich einige Haare um seinen Knöchel und zerrten den Klumpen ins Wasser hinein. Sogar durch das körnige Bild erkannte ich das Gesicht, das sich mit bleichen Augen und schlaffen Kiefer umdrehte und an die Decke starrte. Es war Trish. Aber es war nicht alles von ihr. Abgesehen von ihrem Kopf und der ungepflegten Haarmasse fehlte der Rest. Alles vom Hals abwärts. Ich registrierte die Galle, die mir in den Rachen stieß, lange nachdem es zu spät war, um nicht mehr zu kotzen. Ich bückte mich und würgte in die nasse Leere. Mann, geht es dir gut? Was ist denn? Ich packte Ralph im Dunkeln und zerrte ihn zu mir, weg von dem sich ausbreitenden Haarnetz. Ich tastete nach seinem Hinterkopf und drückte sein Gesicht zum Bildschirm, um mir zu beweisen, dass ich nicht verrückt wurde. Nun war Ralph an der Reihe zu schreien und das tat er auch. Ein durchdringendes Heulen, mehrere Oktaven über dem, was man von einem erwachsenen Mann erwarten würde. Und mit einem Mal rannte er los.
Bevor ich ihn aufhalten konnte, raste er die rechte Gabelung der Tunnelkreuzung hinunter. Ich schrie in die Richtung seiner Schritte, aber schon bald waren das Plätschern und sein hemmungsloses Heulen ein fernes Echo am hörbaren Horizont. Um Ralph gegenüber fair zu sein, er war nicht der Einzige, der davonlief. Glaub mir ruhig, dass ich nicht vorhatte, länger als nötig in der Nähe von Trishs abgetrennten Kopf zu verbringen. Der Grund, warum es Ralph gelang, in der Dunkelheit zu verschwinden, bevor ich ihm folgen konnte, war einfach. Ralph war schneller als ich. Ich stapfte hinter ihm die Tunnel hinab. Mein Zwerchfell schmerzte, sowohl vom schnelleren Laufen als je zuvor, als auch von der entfesselten Panik, die durch meinen Körper schoss. Ich hatte Verständnis für Trish und ihr Leben in den Tunneln, aber ich hatte sie nur einmal getroffen. Sie war nicht jemand, den ich einen Freund nennen würde, kaum ein Bekannter. Ich weiß, es ist feige, aber kein Teil von mir hatte vor, herumzuhängen, um herauszufinden, wie sie ihr unglückliches Ende gefunden hatte. Ich hatte ein Ziel und nur ein Ziel allein. Zur Hölle aus diesen Tunneln herauskommen. Im Gegensatz zu Ralph hatte ich jedoch meine Kamera, um mich zu führen, während ich durch die tintenschwarze Finsternis rannte. Außerhalb des Bildschirms wurde die Dunkelheit irgendwie dichter, nahezu erdrückend. Der unangenehme Geruch von feuchtem Zement und abgestandenem Wasser wirbelte und brodelte in meiner Lunge und jeder weitere Atemzug fühlte sich an, als würde ich ertrinken. Ich hielt den kleinen LED-Bildschirm so fest ich konnte und trug ihn durch den Dunst aus Schwärze und Lichtflecken, die sich am Rande meines Sichtfeldes bildeten. Zu diesem Zeitpunkt begann ich durch bloßen Zufall mit einer Aufnahme, als mein Daumen versehentlich den Knopf berührte. Hier beginnt das Filmmaterial, das ich nie sehen möchte. Ich wusste nicht, wohin ich ging, nur dass ich von dort verschwinden musste. Es war das ursprünglichste, unbefleckteste menschliche Gefühl. Die hohe Angst, die nur diejenigen kennen, die versuchen, ihrem eigenen Tod davonzulaufen. Wenn man sich das Filmmaterial ansieht, sind die ersten 10 Minuten höchstwahrscheinlich ein fast unsichtbarer dunkelgrüner Fleck, wie ich durch den endlosen, pechschwarzen Tunnel lief. Sobald du die 11, vielleicht 12-Minuten-Marke erreicht hast, wirst du wissen, wie ich klinge, wenn ich mir buchstäblich in die Hose pisse und nach meiner Mutter rufe. Aber das ist der Punkt, an dem ich Ralph wiedergefunden habe. Ich habe ihn nur bemerkt, weil ich anhalten musste, um wieder zu Atem zu kommen und vielleicht, weil ich kotzen musste. Ich suchte den Korridor vor mir durch den Sucher ab und hoffte, einen Blick auf das Tageslicht zu erhaschen, als ich eine dunkle Form an der Wand bemerkte. Ein langer, organisch aussehender Gegenstand, der mit einem dicken Schienendorn in den Zement genagelt wurde. Es war ein menschlicher Arm. Langsam und trotz aller Proteste meiner Instinkte schwenkte ich weiter die Wand entlang. Beim dritten Objekt, einem zerstückelten Bein, das an seinem Knöchel hing, begann sich der Schritt meiner Jeans wärmer anzufühlen. Es war das letzte Objekt, das ich sah, das über 4 weiteren hing, als ich anfing, die Dunkelheit anzubetteln und nach meiner Mutter zu rufen, damit sie kommen würde und die Realität verjagt, wie es nur eine Mutter kann. Es war Ralphs Gesicht. Nicht sein Kopf, nur sein Gesicht. Irgendjemand hatte es von seinem Kopf heruntergerissen und mit einem Nagel an der Wand befestigt. Es war die groteske Trophäe eines Jägers, den ich nie treffen wollte. Es macht Spaß, sie danach wieder zusammenzusetzen, aber sie bewegen sich dann einfach nicht mehr. Ich fühlte einen kühlen Atem an meinem linken Ohr. Das Flüstern riss mir jeden verbliebenen Schrei aus meiner Lunge. Das Flüstern hörte sich an, als ob jemand in ein Mikrofon flüsterte, wie in einen ASMR-Clip. Die Stimme gehörte einem Kind, nur dass kein Kind so eintönig sprechen sollte. Keine Kinderstimme sollte den Unterton eines stumpfen Fleischermessers haben, das sich durch ein Stück Fleisch hackt. Nun wären wir bei dem Teil des Filmmaterials angekommen, das ich meinem eigenen Verstand zuliebe nicht für echt halten möchte. Du würdest sehen, wie sich der Blick der Kamera von der Wand abwendet und man nichts weiter als mein schnelles, flaches Atmen hören kann. Dann würde etwas Weißes den Bildschirm blockieren. Du würdest die schwachen Spritzer sehen, während ich rückwärts gehe, weg von diesem Ding. Vermutlich solltest du auch die Lautstärke verringern, da meine Schreie zweifellos eine Lautstärke erreichten, die den Ton der Aufnahme zum Brechen brachten. Du würdest jedenfalls ein Gesicht sehen. Das Gesicht eines Babys, nur dass es keins war. Kein Baby ist so groß, dass es sich ducken muss, um nicht mit dem Kopf gegen die Decke zu stoßen. Das Gesicht eines Babys ist auch nicht auf einem langen, madenartigen Körper befestigt, der weiter in die Dunkelheit reichte, als man selbst sehen kann. Und kein Baby der Welt hat hinter seinen Ohren 4 nadeldünne Arme. Du würdest sofort wissen, dass das, was du siehst, wollte, dass du es für ein menschliches Kind hältst.
Du würdest dem instinktiven Teil deines Verstandes wissen, dass das, was deine Augen sehen, dich glauben lassen wollte, es sei ein menschliches Wesen, aufgrund des roten tropfenden Sacks, den es in seiner Hand trägt, während es rostige, fleckige Werkzeuge in seinen anderen sieben hält. Du würdest in seine leblosen, glasigen Augen sehen und tief in deinen Knochen wissen, warum wir uns so entwickelt haben, dass wir die Dunkelheit und die Tiefe fürchten. Vor allem würdest du wissen, dass es direkt in dich hineinsehen kann. Und du würdest erkennen, dass es genau weiß, dass du verstehst, was es will. Aber du kannst dich glücklich schätzen, denn du müsstest das Ding nur wenige Augenblicke betrachten. Du hättest nur Sekunden des existenziellen Terrors, bevor das Filmmaterial endet. Denn da habe ich die Kamera fallen lassen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was ich gesehen habe. Wobei ich nicht glaube, dass ich in dem Moment viel gedacht habe. Alles, was mir noch in den Sinn kommt, ist: Lauf, lauf, jetzt nicht stehen bleiben. Ich raste mit voller Wucht durch die Dunkelheit, strauchelte und stolperte, während ich die ganze Zeit versuchte, das Gefühl von diesem kalten Atem in meinem Nacken zu ignorieren. Irgendwie habe ich es an die Oberfläche geschafft. Ich muss eine Zugangslukenleiter oder einen der anderen ebenerdigen Eingänge gefunden haben. Ich bin mir nicht mehr wirklich sicher. Als ich wieder zu mir kam, schimpfte ich vor einem Polizisten über alles, was ich hinter den Gittern einer Zelle sehen konnte. Trishs Verschwinden war ihm ehrlich gesagt egal. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Aber Ralphs Überreste wurden einen Tag später gefunden und er wurde als Opfer einer der zwielichtigeren Tunnelgemeinschaften zugeschrieben. Sie fanden aber weder an ihm noch an den Nägeln, die ihn an Ort und Stelle hielten, meine DNA und entschieden, dass ich auch gar nicht die Kraft hätte aufbringen können, um die Eisennägel in den Beton zu schlagen, und ließ mich somit gehen. Ich hatte den ersten Flug, den ich kriegen konnte, nach Hause genommen. Das war vor 8 Monaten. Ich habe mehrere Wochen versucht, Vegas zu vergessen und mit meinem Leben weiterzumachen. Fast hätte ich es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass es nie passiert ist, dass Ralph von einem Serienmörder zerstückelt wurde und sich mein Gehirn den Rest als eine Art Verteidigungsmechanismus ausgedacht hatte. Vor 7 Monaten habe ich jedoch angefangen zu trinken. Der Grund? Eines Morgens, als ich in meiner kleinen, kalten und verschlafenen Stadt in Michigan joggen war, bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel. Zu meinen Füßen war ein Kanalgitter und auf der anderen Seite der Gitterstäbe sah ich etwas. Eine glasige, leblose Oberfläche, die das graue Morgenlicht Michigans reflektierte. Ein gesichtsgroßes Auge. Ich stand ein paar Augenblicke da und beobachtete es. Ich hatte gerade geschafft, mich davon zu überzeugen, dass mein Verstand mir einen Streich spielte, dass es nur Wasser auf dem Boden der Kanalisation war, als die Fata Morgana etwas Unverzeihliches anrichtete. Es blinzelte. Seitdem kämpfe ich damit, mich nicht zu Tode zu trinken. Ich verlasse das Haus, um in den guten Wochen Alkohol zu kaufen und in den schlechten an AA-Meetings teilzunehmen. Ich muss glauben, dass es nicht echt ist. Ich muss es einfach. Während ich über eine Brücke gehe, darf das weiße Gesicht im Fluss darunter nicht existieren, auch wenn ein Kind seine Mutter darauf aufmerksam macht. Ich muss die busgroße Madenschale, die ein Wanderer letzte Woche im Wald gefunden hat, für einen Zufall oder moderne Kunst im Freien halten. Auch das Verschwinden meiner beiden Nachbarn muss das Werk eines normalen, harmlosen Serienmörders sein. Wenn du also meine Kamera findest, folge bitte nicht den Anweisungen in der Tasche. Schick mir das verdammte Filmmaterial nicht per E-Mail. Ich will es nicht sehen. Nein, ich darf es nicht sehen. Denn wenn ich das Filmmaterial sehe, bedeutet das, dass all dies echt ist. Einschließlich der nadeldünnen Arme, die sich während des Schreibens durch die Dielen in meinem Keller nach oben schieben. Vor ein paar Tagen hörte ich zu, wie meine Schwester ihrer kleinen Tochter den Unterschied zwischen rationalen und irrationalen Ängsten erklärte. Sie nannte folgendes Beispiel. Eine rationale Angst ist etwas, vor der man sich intelligenterweise fürchten sollte, wie giftige Spinnen zum Beispiel. Eine irrationale Angst hingegen ist etwas, vor dem es dumm ist, sich zu fürchten, wie zum Beispiel vor Clowns. Meine Schwester grinste mich an, als sie das sagte, und ich tat mein Bestes, um zurückzugrinsen. Im Gegensatz zum Rest meiner Familie bemühte sie sich, in Kontakt zu bleiben. Ich schätze ihre Freundlichkeit, aber
Freundlichkeit kann manchmal anstrengend sein. Manchmal möchte ich einfach nur, dass die Leute mich so behandeln, wie ich es verdient habe. Mit Vorwürfen, Abscheu und Hass. Ich habe schreckliche Dinge getan und obwohl ich noch nicht genug gelitten habe, habe ich gelitten. Meine Frau verschwand und nahm unsere kleine Tochter mit. Letzten Monat wurde bei mir Lungenkrebs diagnostiziert, obwohl ich noch nie in meinem Leben eine einzige Zigarette geraucht habe. Ich musste sogar mein Haus verkaufen und in dieses Drecksloch einziehen. All das und ich habe immer noch nicht genug Sühne geleistet. Ich habe jetzt einen ruhigen Schreibtischjob und tue nichts Böses, außer Stunde um kostbare Stunde in die Stechuhr zu stempeln. Aber egal wie viel ich durchmache, ich werde nie in der Lage sein, das wieder gut zu machen, was in meinem alten Job passiert ist. Weißt du, ich war früher ein Clown. Und ich kann dir sagen, Angst vor uns ist das Vernünftigste auf der Welt. Alles begann mit einem Quietschen. Ich war damals 24 Jahre alt, frisch von der juristischen Fakultät und konnte keinen Job finden. Ich saß auf einer Parkbank, bemitleidete mich selbst und fragte mich, wie ich über die Runden kommen sollte. Da hörte ich es. Das Quietschen. Sofort folgte daraufhin ein Gelächter, ein junges Lachen. Ich schaute von meiner Bank auf, vorbei an einem Grasstreifen, der durch das Laub kaum zu sehen war, und da war er. Ein Clown, umgeben von einer Schar Kinder mit Partyhüten, die voller Freude auf ihn fixiert waren. Mein erster Instinkt war ein leichtes Unbehagen. Ich mochte Clowns noch nie. Und ja, ich habe das Buch von Stephen King gelesen, was sicherlich dazu beigetragen hatte, aber es war mehr als das. Mir gefiel die Vorstellung eines normalen Gesichtes hinter der ganzen Farbe nicht. Ein Gesicht, das Kinder nie sehen konnten. Ein Gesicht, das jeder hätte sein können, der zu allem fähig war. Aber als ich zusah, wie dieser Clown durch das Gras stapfte und absichtlich über seine übergroßen Schuhe stolperte, während er Ballontiere mit einer geradezu erstaunlichen Geschwindigkeit zusammenzwirbelte, änderte sich etwas in meiner Perspektive. Wir fürchten Clowns, weil wir Angst vor dem haben, was wir nicht wissen, dachte ich, aber das Unbekannte muss nicht schlecht sein. Je mehr ich zusah, desto faszinierter wurde ich. Ich konnte es nicht genau sagen, aber es sah so aus, als hätte der Typ unter der Farbe und den albernen Klamotten wirklich Spaß. Und als ich über die Aussichten einer längeren Arbeitslosigkeit nachdachte, Arbeitslosigkeit, die nur durch einen mühsamen, seelenverzehrenden juristischen Job bekämpft werden konnte, wurde ich ein wenig neidisch. Plötzlich fragte ich mich, wie viel dieser Kerl eigentlich verdiente. So $200 pro Auftritt, sagte mir der Clown, dessen richtiger Name Jeff war, als ich ihn nach der Party ansprach. Und manchmal gibt es 3 oder 4 Auftritte am Tag. Ich habe es in meinem Kopf kurz zusammengerechnet. $600 bis $800 am Tag würden definitiv zum Leben reichen. Verdammt, sogar mehr als das. Es war geradezu verlockend. Jeff zog eine Zigarette heraus und zündete sie an. Das macht Ihnen nichts aus, oder? Fragte er durch eine Rauchwolke hindurch. Ich schüttelte den Kopf. Er hatte überraschend schnell sein Make-up abgewischt und das Gesicht unter der Maske war glatt rasiert, ruhig und bescheiden. Er sah aus wie 35 oder 40. Gibt es eine Clownsschule oder sowas? Muss man sich zertifizieren lassen? Clownsschule? Nein, Mann. Du ziehst einfach den Anzug an und alberst ein paar Stunden herum. In diesem Anzug kannst du alles machen, Mann. Selbst wenn du nur herumsitzt und Furzgeräusche machst. Wenn du den Anzug trägst, werden die Kinder darüber lachen. Gefällt es dir denn, also ein Clown zu sein? Er grinste mich halb verwirrt, halb verständnisvoll an. Verdammt ja, mein Freund. Du wärst überrascht. Du kannst Kinder zum Lachen bringen. Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es nichts Besseres. Die Bezahlung ist gut. Du kontrollierst deinen eigenen Zeitplan und die Mädels stehen drauf, auch wenn das schwer zu glauben ist. Ich habe mehr als genug flachgelegt. Du weißt schon, alleinerziehende Mütter oder sowas, die dankbar sind, dass ich die Geburtstagsparty ihrer Kinder zu einem verdammten Hit gemacht habe. Er stoppte. Und natürlich gibt es auch andere Vergünstigungen. Er betonte den letzten Satz stark genug, dass ich einfach fragen musste. Welche anderen Vergünstigungen? Daraufhin warf Jeff seine Zigarette auf den Boden und drückte sie mit seinem Fuß aus, der eindeutig gehen wollte. Aber bevor er ging, griff er in seine Tasche und reichte mir eine Karte, auf der in fetten, bunten Buchstaben die Worte »Clown around with us« prangten. »Ruf die Nummer hier an, wenn du es ernst meinst«, sagte er und zeigte auf eine Reihe von Ziffern am unteren Rand der Karte. »Vielleicht findest du es heraus.«
5 Jahre später war mein Leben großartig. Glücklich, friedlich und in jeder Hinsicht erfüllend. Ich war mit einer schönen Frau verheiratet. Wir hatten eine gemeinsame Tochter und waren gerade in eine schöne Vorstadt gezogen. Und ja, bevor du fragst, ich war ein Clown. Ich hielt immer noch Kontakt mit einigen meiner alten Freunde vom Jurastudium, die später in großen Kanzleien und als Angestellte bei wichtigen Richtern gearbeitet haben. Und weißt du was? Sie waren alle verdammt fertig. Jeder von ihnen. Sie hätten es natürlich nie zugegeben, aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Die 70-Stunden-Woche und der endlose Papierkram forderten einen großen Tribut. Sie waren Ende 20, Anfang 30, den besten Jahren im Leben eines Mannes, wenn er seine Karten richtig ausspielte, und sie ertranken am tiefen Ende. Was nützt ein privater Tennisplatz, wenn du nie Zeit hast, um darauf zu spielen? Ich hingegen habe im Rahmen meiner Verhältnisse gelebt, aber das war kein Problem. Das Clown-Dasein brachte feines Geld und niemand schien mehr als ich zu verdienen. Ich hatte keine Ahnung, wie gut ich darin war, aber die Wahrheit ist, ich war mehr als nur gut. Ich war ein Naturtalent. Es dauerte also nicht lange, bis ich mir einen Namen gemacht hatte und die Eltern über ihre eigenen Schuhe in normaler Größe stolperten, um hilfreich den Clown auf der Geburtstagsparty ihrer Kinder zu haben. Bevor du aber wegen des Namens zu sehr mit den Augen rollst, versuch dir Folgendes vorzustellen. Ein Clown namens Hilfreich, der ständig versucht zu helfen, aber stetig daran scheitert. Wenn Hilfreich versuchte, den Kuchen aufzuschneiden, würde er irgendwie in seinen Haaren landen. Wenn Hilfreich versuchen würde, ein Chaos zu beseitigen, würde er es noch größer werden als zuvor. Normalerweise holte ich andere dazu, um als Gaststar in meiner Show aufzutreten, um ihren Kopf bei allen Versäumnissen von Hilfreich zu schütteln. Nur zu sagen, dass es den Kindern gefallen hat, wäre eine große Untertreibung. Ja, die Zeiten waren gut. Bis die Polizei vor meiner Tür auftauchte und mich in Handschellen abführte. Hilfreich, der Clown, machte ein weiteres Ballontier. Eine Ente, wie es aussah, und führte die 4-jährige Ariel Clayton weiter weg vom Haus. Er winkte sie auf den offenen Rücksitz eines Autos und schlug die Tür fest hinter ihr zu, als sie einstieg. Dann eilte er zur Fahrertür und raste mit dem Auto davon. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Der Detective stoppte das Band, das von der Türklingelkamera des Hauses der Claytons aufgenommen wurde. Er zog eine Augenbraue hoch. Und? Bleiben Sie immer noch bei Ihrer Geschichte? Tränen begannen über mein Gesicht zu fließen. Ich konnte nicht anders. Das bin ich nicht. Es ist nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich bin es nicht. Ich schwöre es. Der Detective verzog das Gesicht. Ja, ich weiß. Ich saß fassungslos da. Was? Was meinen Sie damit? Das Filmmaterial wurde kurz nach 16 Uhr aufgenommen. Richtig, ich war im Hinterhof, um die Kinder zu unterhalten. Ich weiß. Mr. und Mrs. Clayton haben es uns erzählt, ebenso wie einige der anderen Eltern. Wenn sie also nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können, waren sie es wohl nicht. Ich fing an, wütend zu werden. Nun, dann, warum zum Teufel bin ich dann hier? Warum haben Sie versucht, mich dazu zu bringen, etwas zu gestehen, von dem Sie bereits wissen, dass ich es nicht getan habe? Hör mal, nur weil du nicht dieser Typ bist, heißt das nicht, dass du den Typen nicht kennst, antwortete er sachlich. Also komm schon, Junge. Ist das einer deiner Freunde? Ich ärgerte mich ein wenig über diesen Mann, der mich einen Jungen nannte. Ich war fast 30. Glaubte er, behaarte Unterarme und hochgekrempelte Ärmel gaben ihm das Recht, so mit mir zu reden? Ich weiß nur, dass ich es nicht bin. Ich sage nichts mehr, bis ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. Der Detective beugte sich direkt neben mein Gesicht und knurrte. Gut, wie du willst, du nicht hilfreiches Stück Scheiße. Aber hör dir das an. Wenn dem kleinen Mädchen etwas zustößt und du etwas weißt, weil du jetzt nicht darüber reden willst, klebt dir Blut an deinen verdammten Händen. Jeff hörte sich meine ganze Geschichte aufmerksam an. Er setzte sich etwas aufrechter hin, als ich ihm erzählte, dass ich entdeckt hatte, dass einer meiner Ersatzanzüge von Hilfreich verschwunden war. Also muss es jemand sein, den ich kenne, oder? Fragte ich verwirrt. Entweder das oder irgendjemand ist in mein Haus eingebrochen und hat meinen verdammten Anzug geklaut. Ja, Mann, das kommt ungefähr hin, sagte er durch eine dicke Rauchwolke. Ich hatte keine Ahnung, wie Jeff sich so viele Zigaretten leisten konnte. Verdammt, ich hatte keine Ahnung, wie er sich den Großteil seiner Sachen leisten konnte, dachte ich, als ich mich in seinem Wohnzimmer umsah. Die neuesten Entertainment-Systeme, ein atemberaubender Flügel, elegante Bücherregale, die komplett mit Ledereinbänden gefüllt waren. Ich meine, ein Clown zu sein,
hat meine Rechnung bezahlt, aber ich verstand nicht, wie man das alles bezahlen konnte. Irgendwie hatte ich in unserer fünfjährigen Freundschaft nie den Mut aufgebracht, danach zu fragen. Also, was wirst du nun tun? Fragte er. Keine Ahnung, was kann ich überhaupt tun? Ich habe mit den Behörden kooperiert und sie wollen nichts mehr von mir. Sie wissen, dass ich nichts weiß. Trotzdem. Ich hielt inne und dachte über meine Situation nach. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin ein Clown sein kann. Ich meine, die Marke Hilfreich hat einen ziemlich großen Schlag erlitten. Ich bezweifle, dass ich mich davon erholen kann. Meine Termine werden bereits abgesagt. Niemand will mich mehr als Clown buchen. Das ist Schwachsinn, sagte er abweisend. Es wird sich beruhigen. Kinder werden die ganze Zeit entführt. Wenn es ein Typ in einem Klempneranzug wäre, würden die Leute nicht aufhören, einen Klempner anzustellen. Nimm dich einfach eine Weile zurück und bau dann dein Geschäft wieder auf. Du hast leicht reden, sagte ich und deutete auf das große Wohnzimmer. Ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Ich musste es wissen. Alter, wie kannst du dir all das Zeug überhaupt leisten? Ich lebe mit einem begrenzten Budget und bekomme mehr Auftritte als du. Er lachte. Ein kaltes, bitteres Geräusch. Ja, du bekommst mehr Auftritte als ich. Es klang nahezu anklagend. Entschuldigung. Hey, ich werde kurz dein Badezimmer benutzen. Ich war auf halbem Weg den Flur entlang, als er meinen Namen rief. Ich steckte meinen Kopf zurück ins Zimmer. Was ist los? Ich baue das Badezimmer um. Benutz das unten. Dritte Tür links. Ich zuckte mit den Schultern und ging die Treppe hinunter. Als ich den Hauptraum im Keller betrat, wurde mir klar, dass ich noch nie zuvor dort unten gewesen war, aber ich sah sofort warum. Im Gegensatz zu dem tadellosen Stockwerk über mir war der Keller völlig baufällig. Ungläubig lief ich hindurch und fragte mich, wie jemand es aushalten konnte, über so einem Dreckhaufen zu leben. Ein intensiv starker Gestank erfüllte die Luft und er schien hinter einer geschlossenen Tür am Anfang des Flurs zu kommen. Trotz meiner Bedenken öffnete ich sie und eine Welle des Geruchs ließ fast meinen Mageninhalt hochwirbeln. Ich hielt mir Nase und Mund zu und sah in den Raum. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber Folgendes habe ich gesehen. Das Zimmer war leer, bis auf eine kleine Doppelmatratze. Der Boden war voller Scheiße und Erbrochenem. Blutflecken verschmierten die Wände. Das Letzte, was ich sah, war eine Ansammlung von Lederriemen auf der Matratze. Ein Maulkorb. Alles in Ordnung da unten? Rief Jeff vom oberen Ende der Treppe hinunter. Ich bin fast aus der Haut gesprungen. Ja, alles in Ordnung, rief ich zurück, schloss leise die Tür zu diesem schrecklichen Raum und ging hinunter zur dritten Tür links, von der Jeff mir gesagt hatte, dass es das Badezimmer sei. Ich schwang die Tür auf und meine Blase entleerte sich fast. Es war überhaupt kein Badezimmer. Es war ein Schrank und nur ein Kleidungsstück hing darin. Mein Ersatz, Hilfreich der Clownanzug. Also ja, wir müssen reden. Ich wirbelte herum. Jeff stand ungefähr 6 Meter von mir entfernt und versperrte lächelnd den Flur. Ich wich zurück in den Schrank und spürte, wie der Clownsanzug meinen Hals streifte. Bleib weg von mir, verlangte ich schwach. Er lachte. Zum Teufel beruhig dich, Mann. Ich werde dir nichts tun. Außerdem brauche ich dich für den nächsten Teil. Wovon redest du? Wir müssen das jemand anderem anhängen, Mann. Ich kann das Ding nicht mehr lange in meinem Schrank aufbewahren. Dieser Anzug ist derzeit Public Enemy Nummer 1. Du wirst mich nicht töten, stammelte ich. Warum sollte ich dich töten? Wir sind Freunde, Alter. Erinnerst du dich? Ich bin derjenige, der dich überhaupt in dieses Spiel gebracht hat. Nee, du gehst nach Hause und ruhst dich aus. Und ich werde herausfinden, wer für diesen Scheiß den Kopf hinhalten kann. In letzter Zeit fahren hier viele Polizisten vorbei. Vielleicht bin ich paranoid, aber... Seine Stimme verstummte. Und woher willst du wissen, dass ich dich nicht melden werde? Fragte ich. Warum vertraust du mir? Du bist doch eine intelligente Person. Wie wird es deiner Meinung nach aussehen, wenn sich der Entführer als dein bester Freund herausstellt? Glaubst du, dass du eine Jury überzeugen kannst, dass du damit nichts zu tun hast? Vielleicht, aber ich bezweifle es. Besonders bei all dem Geld, das ich dir gegeben habe. Geld? Du hast mir einen Scheiß gegeben, sagte ich verwirrt. Dann überprüf mal dein Bankkonto. Ich zog mein Handy heraus und wählte die App meiner Bank aus. Tatsächlich hatte Jeff mir vor ein paar Minuten eine beträchtliche Summe überwiesen. $50.000. Du Hurensohn. Gern geschehen, sagte Jeff leichtfüßig, als sprächen wir über das gottverdammte Wetter. Du hast dir eine Wahl zu treffen, also
triff sie sehr sorgfältig. Du könntest mit mir zusammenarbeiten und das Geld weiterhin bekommen. Solange du alles tust, was ich sage, hältst du jeden Monat eine Zahlung von 50 Riesen. Deine andere Wahl wäre, für eine lange Zeit ins Gefängnis zu gehen. Ich begann zu hyperventilieren. Was bist du? Eine Art Perverser? Glaubst du, ich habe das Kind angefasst? Du bist verrückt, Mann. Ich habe sie ein paar Tage hier behalten und sie dann verkauft. Sie ist heute Morgen gegangen. Mein Kopf begann sich zu drehen. Ich packte den Türrahmen, um mich abzustützen. Sie verkauft? An wen? Scheiße, wenn ich das wüsste. Aber niemand wird sie jemals wiederfinden. Dessen kannst du dir sicher sein. Und er hatte recht. Ich habe Ariel Clayton nie wiedergesehen. Meines Wissens nach hat das niemand. Aber sie war nicht die Einzige. Es waren so viele Kinder. Ich weiß bis heute nicht, an wen wir sie verkauft haben, und ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Ich weiß nur, dass ihr Leben, sobald sie den Clown sahen, nie mehr dasselbe sein würde. Ich mochte es nicht. Ich habe es nie getan. Aber ich hatte keine Wahl, denn Jeff gab mir eine Quote. Ein Kind pro Monat. Wenn ich es nicht schaffen würde, garantierte er mir, dass meine kleine Tochter die nächste wäre. Anscheinend gab es andere wie mich. Typen, die sich mit dem Clown-Dasein beschäftigten, weil es eine Möglichkeit war, um Kindern näher zu kommen. Typen, die in die abscheulichste Art von Untergrundhandel verwickelt waren. Einige von ihnen, wie Jeff, mochten es. Die Macht, die Kontrolle, das Geld. Andere, wie ich, konnten damit nicht umgehen. Es gibt keinen schlimmeren Anblick auf dieser Welt als das Gesicht eines Kindes, wenn es merkt, dass es einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Dass es sich nicht von diesem Ballongürtel hier, dem lächelnden Clownsgesicht und diesen quietschenden Schuhen hätte verleiten lassen sollen. Dass seine Eltern Recht in Bezug auf Stranger Danger hatten, auch wenn es noch so trivial erschien. Manchmal weinten sie, manchmal schrien sie und manchmal saßen sie einfach nur still da, während ihre Unschuld langsam davonzog. Aber sie waren zu klein, zu zerbrechlich und zu schwach, um es aufhalten zu können. Ich habe sie jedoch nie verletzt. Ich habe sie nie berührt. Ich glaube, keiner von uns hat das. Aber ich bezweifle, dass das Gleiche von den Leuten gesagt werden kann, an die wir sie verkauft haben. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass ich in diesen Sünden bade. Deshalb konnte ich meine Tochter nie wieder wie früher behandeln, nachdem alles begann. Deshalb hatte auch meine Frau irgendwann endlich genug. Ich weiß nicht, ob ich an Karma glaube, aber dieses Leben, das ich jetzt lebe, ist ein überzeugendes Argument dafür. Der Lungenkrebs ist außerordentlich schmerzhaft. Die Einsamkeit fast überwältigend. Die Schuld ist so schwer, dass ich das Gefühl habe, erdrückt zu werden. Aber das Schlimmste ist vielleicht die Angst um meine Tochter. Weißt du, als ich es endlich geschafft hatte, mich aus dem Geschäft zurückzuziehen, waren nicht alle Clowns dafür. Manche wollten mir gleich eine Kugel in den Kopf jagen. Aber letzten Endes wurde beschlossen, dass ich gehen könnte, aber es wurde mir sehr klar gemacht, dass meine Tochter geholt werden würde, wenn ich den Behörden gegenüber nur ein Wort erwähnte. Ich möchte die Zeit zurückdrehen und alles zurücknehmen, was ich getan habe, aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Deshalb möchte ich zumindest jetzt etwas dafür tun. Ich habe nichts gesagt, als meine Schwester ihrer Tochter sagte, dass Clowns eine irrationale Angst wären. Aber ich kann Folgendes an euch weitergeben. Bitte, liebe Zuhörer, sagt euren Kindern, fürchtet Clowns, fürchtet sie wirklich. Ich hatte keine Ahnung, dass etwas nicht stimmte, bis ich versuchte, es abzuschneiden. Das Haar war wie jedes andere, das ich mir normalerweise aus meinem Gesicht rasierte, nur wuchs dieses aus der Spitze meines Zeigefingers heraus. Als ich es das erste Mal sah, starrte ich es eine gute Minute lang an und fragte mich, wie zum Teufel ein einzelnes Haar unter einem Nagel hervorwachsen kann. Es war genauso braun wie meine Haare und leicht steif. Steif genug, dass es nach vorne abstand, während ich meine Hand hin und her bewegte, nur um mir zu bestätigen, dass es tatsächlich ein Teil von mir war. Also gut, egal wie es passiert war, es war unansehnlich und musste weg. Aber als ich die Schere an meinen Zeigefinger hielt und sie zum Abschneiden ansetzte, zog sich das Haar wieder unter meinen Nagel zurück.
Etwas benommen und voller Besorgnis ging ich eine Liste möglicher Optionen durch. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war ins Krankenhaus zu gehen, aber ich verwarf den Gedanken gleich wieder. Eine hohe Krankenhausrechnung konnte ich mir nicht leisten, vor allem nicht für so etwas Albernes, und vielleicht war es letzten Endes auch nur eine Halluzination. Stattdessen rief ich meinen besten Freund Matt an. Er ging ans Telefon und platzte mit der gleichen Frage heraus, die ich ebenfalls stellen wollte. »Ist dir auch gerade etwas Seltsames passiert?« fragte er. Während ich auf meine normal aussehende Hand hinunterstarrte, sagte ich. »Ich habe gesehen, wie ein Haar unter meinem Fingernagel herausgewachsen ist.« »Und ich hatte gehofft, ich hätte mir das Ganze nur eingebildet,« sagte er besorgt. »Soll ich die anderen anrufen?« »Ja, ruf sie an.« Die Fahrt zu Matts Haus war seltsamerweise ganz normal. Verschwitzte Väter waren mit ihren Rasenmähern in der Sommerhitze unterwegs. Kommilitonen joggten umher oder gingen mit ihren Hunden spazieren, während andere Autofahrer in ihren Fahrzeugen Radio hörten oder eine rauchten. Wie Matt schon sagte, der Rest der Welt schien nicht in Panik, also egal welches Problem wir hatten, wir waren die Einzigen. Als ich bei Matt zu Hause ankam, saßen Shannon und Brian bereits am Küchentisch und unterhielten sich mit angespannter Miene. Brian sah kränklich blass aus, aber Shannon und Matt schien es gut zu gehen. Ich konnte meinen besorgten Blick nicht von dem Schweiß abwenden, der Brian über die Stirn lief, und setzte mich ihnen gegenüber. Matt beugte sich auf seiner Seite des Tisches vor. »Okay, ich habe es den beiden schon erzählt, aber der Rest der Welt scheint soweit in Ordnung zu sein. Somit bleiben nur wir übrig. Es muss etwas geben, das nur wir gemacht haben, oder etwas, mit dem nur wir Kontakt hatten.« Ich beobachtete Brian weiterhin, wie er seinen Bauch hielt und vor unterdrückten Schmerzen zitterte. Ich kniff meine Augen zusammen und fragte. »Also, was denkt ihr, was es ist?« Brian warf mir einen Blick zu, aber als er sah, dass ich ihn beobachtete, sah er genauso schnell wieder weg. Das war Matt nicht in Gang. »Brian, weißt du etwas?« Unser kränklicher Freund zitterte, als alle Augen auf ihn gerichtet waren. Ich meine, das Einzige, was mir einfällt, wären die Eier.« Shannon, die ihm am nächsten stand, packte seinen Unterarm. »Die Eier, Brian?« »Ja, die ich letzte Nacht für unser Essen mitgebracht habe. Ich hatte am Vorabend selbst eines, also dachte ich, sie wären in Ordnung.« Mein Magen drehte sich aus einer Mischung aus Angst und Verrat um. »Was ist mit diesen Eiern?« »Ihr wisst doch, dass ich Höhlenforschung betreibe, oder?« »Nun, ich habe dieses Wochenende eine neue Höhle entdeckt und dort unten ein paar Eier gefunden. So richtig tief in der Höhle versteckt. Sie sahen aus wie Hühnereier, also dachte ich, vielleicht hat jemand seinen Vorrat dort unten versteckt.« Matt schaute Brian an, als würde er ihn halbieren wollen. »Du hast uns Höhleneier zu essen gegeben?« »Ich habe doch auch eins gegessen,« antwortete Brian schwach. »Ich dachte, sie wären in Ordnung. Ich wollte kein Geld im Laden ausgeben.« Shannon wandte sich angewidert ab, als sie merkte, dass er es ernst meinte. Matt stand auf und ging zum Kühlschrank, um das letzte Ei, das noch übrig war, aus einer Tupperdose zu holen. Als wir es gegen das Licht hielten, sahen wir, dass es tatsächlich wie ein normales Hühnerei aussah, außer dass sich eine Menge undeutlicher Linien darin bewegten. Matt warf mir einen unglücklichen Blick zu. »Hier«, sagte er mir. Ich nahm das Ei und holte einen Topf mit Glasdeckel heraus. Anschließend schaltete ich den Gasherd ein und stellte den Topf auf die Platte, schlug das Ei an der Kante auf, warf es in den Topf und legte den Deckel darauf. Wir versammelten uns um den Topf und sahen zu, wie sich das Ei auf dem schwarzen Metall öffnete und etwas freiließ, das aussah wie ein einzelnes, sehr langes, sich windendes Haar in der weiß-gelben Masse. Es wölbte sich und klopfte gegen das Glas, konnte aber nicht entkommen. Sicherheitshalber hielt ich meine Hand kräftig auf den Deckel. Es schien nicht wirklich stark zu sein, aber ich konnte das Ding auf keinen Fall rauslassen. Außer, das steckt also in uns, murmelte Matt. Er hat es in einer Höhle gefunden, also kann es wahrscheinlich nichts Außerirdisches sein. Sieht aus wie eine Art Parasit, aber Jesus Christus, das ist doch nicht viel besser. Shannon kämpfte sichtlich gegen den Drang, sich zu übergeben. Wenigstens stirbt es da drin, sagte sie schließlich. Also müssen wir uns nur selbst heiß baden, krächzte Brian hinter uns. Keine große Sache, oder? Matt schüttelte den Kopf. Es hat sich vorhin aus unseren Fingern gestreckt und dafür muss es einen Grund geben. Vielleicht um zu atmen? Eventuell könnten wir... Schaut! Shannon hob ihre Hand, um uns ein Haar zu zeigen, das aus ihrem Mittelfinger hervorquoll. Ich musste es tun. Es war Instinkt und Schrecken zugleich. Ich packte das Haar und zog daran, bevor es sich zurückziehen konnte.
Shannon schrie, aber mehr in schaudernder Abscheu über ein inneres Gefühl als im Schmerz. Ungefähr so lang wie drei Hände schoss es direkt unter ihrem Nagel hervor, bevor es sich straffte. Matt und Brian starrten sich einen Moment verwirrt an, bevor sie sich mir anschlossen, das Haar ergriffen und mit daran zogen. Das Haar schien sich reflexartig an etwas in ihrem Inneren festgefressen zu haben. Shannon verzog das Gesicht und griff nach einem Messer auf der Arbeitsplatte. »Nein!« schrie Matt. »Wir müssen alles aus dir herausholen. Es könnte wie ein Wurm sein und sich aus den gespalteten Teilen regenerieren.« »Gott, es fühlt sich an, als würde dir an meiner Lunge ziehen«, brachte Shannon heraus, während sie sich nach hinten lehnte, um unserem Ziehen etwas entgegenzusetzen. Etwas gab nach und wir drei fielen mit einem sich windenden braunen Haar in unseren Händen nach hinten. Es war mindestens so lang wie das, das wir im Topf gefangen hatten, also wussten wir, dass wir alles erwischt hatten. Es war nicht sehr stark, aber es war glitschig und voller Blut und Galle. Ich schnappte mir einen weiteren Topf, während Matt und Brian damit kämpften. Es begann sich vollständig um Brians Handgelenk zu wickeln, wodurch es in eine perfekte Form gebracht wurde, um in den Topf zu passen. Wir nutzten die eigene blutige Schlüpfrigkeit des Haares, um es von seinem Arm in die Gefangenschaft des Topfes zu schieben. Ich schlug den Deckel mit einer Art Wutschrei zu. Wir drehten uns um und sahen Shannon keuchend auf dem Boden vorwärts kriechen. Sie atmete noch, aber nur schwach. »Zurück, lehn dich zurück«, sagte Matt mit fester Stimme. »Deine Lunge kollabiert.« Shannon nickte und ließ sich in das Blut auf dem Boden zurücksinken. Ich dachte schnell nach, rannte zu einem Schrank und griff nach einer Nähnadel. Wir gossen Schnaps darüber, das Beste, was uns damals einfiel, und stachen ihr die Nadel zwischen die Rippen. Kräftig blies ich ihr Luft in den Mund, bis die Druckveränderung mich wissen ließ, dass sich ihre Lunge wieder vollständig gefüllt hatte. »Hat es funktioniert?«, fragte ich und fiel rückwärts auf die Spuren von einer warmen, roten Flüssigkeit. »Hat das tatsächlich funktioniert?« Shannon lag da und atmete normal, konnte sich aber vor Schock und Schmerzen nicht bewegen. »Ist das ein echtes medizinisches Verfahren?«, fragte Matt und starrte auf die Nadel, die immer noch aus ihrer Haut ragte. »Zur Hölle, was weiß ich? Ich habe es in einem Film gesehen.« Brian saß an der Wand, dort, wo er nach dem Kampf hingefallen war. »Woher wissen wir, dass es vorbei ist? Was ist, wenn es irgendwo Eier in ihr gelegt hat?« Matt schüttelte den Kopf. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass einer von Brians Nägeln schwarz war. Als ich seine Hand packte, stellte ich fest, dass sein Nagelbett abgestorben schien und die Nagelhaut drumherum zu brechen begann. Ich konnte die leise Andeutung der Spitze eines braunen Haares darin erkennen. »Keiner meiner Nägel ist schwarz.« Ich hob meine Hand nach oben. Der Finger, aus dem das Haar hervorkam, war sehr weiß, was darauf hindeutete, dass ihm Sauerstoff fehlte. »Seine Infektion scheint weiter fortgeschritten«, sagte Matt, nachdem er hinübergekrochen war, um nach Brian zu sehen. »Noch ein Tag und wir werden genauso aussehen.« »Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier«, sagte Brian. Seine Angst und Kummer verstärkten sich. »Ich versuche nur, die Sache so schnell wie möglich aufzuklären«, antwortete Matt entschlossen. »Brian, wie oft hast du gesehen, dass es aus deinem Finger auftauchte? Das eben war Shannons zweites Mal.« Tränen begannen sich mit dem Schweiß auf Brians Gesicht zu vermischen. »Viermal.« Ich dachte an das eigentliche Problem. »Bei uns ist es zur gleichen Zeit passiert, Matt.« »Ja«, sagte er leise. Er wusste es. Während wir auf das zweite Auftauchen unserer Haare warteten, kochte ich das bereits Gefangene, das wir Shannon herausgezogen hatten. Es wurde schnell schwarz und verstarb ohne ein einziges Geräusch. Irgendwie fühlte ich nichts weiter als eine kalte, rachsüchtige Befriedigung. Ich machte einen dritten Topf bereit, während die anderen den Küchentisch, den Boden und eine Nadel reinigten und desinfizierten. Danach versammelten sich alle um mich und ich hatte das Gefühl, als würde ich mich gleich einer amateurhaften Operation unterziehen. Und in gewisser Weise tat ich das auch. Das Haar glitt ohne Vorwarnung unter meinem Zeigefingernagel hervor. Matt packte es so schnell er konnte und zog so fest wie möglich daran. Sofort spürte ich, was Shannon gefühlt hatte, nur dass es dieses Mal um etwas gewickelt zu sein schien, das noch tiefer in mir lag. Meine Eingeweide krampften sich in mir zusammen, als ob ich auf einer Achterbahn wäre, und ich übergab mich auf meine Freunde, während sie mit aller Kraft an dem Haar zogen. Ich konnte buchstäblich fühlen, wie sich das Haar in mir löste, und ich keuchte auf, als sich die letzte Spule abwickelte und das Haar praktisch durch meinen Oberkörper, meinen Arm hinunter und ins Freie hinausrutschte. Es war voller Blut. Ich war zu schwach, um mich zu bewegen, aber Shannon wiederholte den Trick, das Haar um ihr Handgelenk zu wickeln und es dann in einen Topf zu schieben.
Als wir fertig waren, sah ich gerade, wie das Haar von Matts Finger wieder hineinglitt. Wir hatten es verpasst. Zweite Chance vorüber, sagte er und beobachtete seine eigene Hand. Wir müssen meines beim dritten Auftauchen unbedingt erwischen. Sein Ton täuschte darüber hinweg, wie wenig wir über diese Dinger wussten und wie düster seine und Brians Situation war. Für die nächsten Stunden saßen wir nervös da und warteten. Wir hatten nur wenige Sekunden, um zu handeln und durften unsere Chance nicht verpassen. Matts Mitbewohner kamen und brachten Freunde mit, aber wir ließen unsere Augen nie von seinen oder Brians Händen. Wir hatten zwar das Blut aufgewischt, aber die anderen bemerkten, wie seltsam wir uns verhielten. Aber es war mir egal. Das war zu wichtig. Die beiden ersten Male, bei denen das Haar auftauchte, lag es nur wenige Stunden auseinander, aber das dritte Mal passierte laut Brian erst 6 Stunden später. Es stimmte zeitlich genau und das Haar trat aus Matts Finger, als der Abend bereits die Fenster verdunkelte. Müdigkeit hatte unser Adrenalin gedämpft, also dauerte es eine Sekunde, bis wir reagierten. Als wir merkten, dass es endlich hervorkam, sprangen wir hinüber und zogen daran. Dieses Haar schien viel schwieriger. Es kam nur so weit heraus, dass jeder von uns es mit einer Hand ergreifen konnte, und Matt anfing, sich vor Schmerzen zu winden. Es ist mein so viele Magen, Lunge, vielleicht Leber. Oh Gott. Es stimmte. Dieses Haar hatte einen viel stärkeren Halt und Matt schien vor Schmerzen nahezu ohnmächtig zu werden. Was sollen wir tun? Rief ich. Ist mir scheißegal. Zieht einfach. Und das taten wir. Aber es funktionierte nicht. Mit einer Hand griff Matt hinüber, griff nach einer Gabel von der Theke, bog einige ihrer Zinken nach hinten und steckte die Gabel in eine Steckdose. Der Elektroschock erreichte uns zwar, aber er presste unsere Hände nur noch fester zusammen. Ab diesem Moment kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kehrte umgeben von einem elektrischen Brandgeruch zu Bewusstsein zurück. In meinen Händen lag das lange Haar. Es lebte noch und bewegte sich, und die anderen standen benommen auf, stolperten zum Herd und warfen einen Topf neben mich. Es dauerte viele Minuten, aber wir bekamen den Parasiten hinein und kochten ihn. Wir verbrachten die nächste halbe Stunde auf dem Boden, um uns zu erholen und unsere Sinne zu sortieren. Das hat tatsächlich funktioniert, sagte Matt schließlich und wischte sich das Blut vom Mund, das er ausgehustet hatte. Kann mal einer googeln, was die Symptome für innere Blutung sind? Shannon hatte die einzige Antwort, die wir in Kürze finden konnten. Benommenheit, Schwindel oder Ohnmacht können aus inneren Blutungen resultieren, sobald genügend Blut verloren geht. Matt untersuchte seinen Unterleib auf dunkelviolette Flecken, fand aber nichts. Ich muss wohl einfach abwarten. Er fiel nach hinten und starrte an die Decke. Gott, ich hoffe, ich muss nicht ins Krankenhaus. Wir fühlten genauso. Wir ließen einige Momente in Ruhe verstreichen. Aber eines hatten wir alle vergessen. Was ist mit mir? Fragte Brian, als er auf die Füße kletterte. Er hatte sich endlich von seinem Elektroschock erholt. Das war sein drittes Mal und wir haben es fast nicht herausbekommen. Bei mir wird es das 5. Mal sein. Wir werden es noch einmal schocken, sagte Matt vom Boden aus. Es hat losgelassen. Es konnte nicht anders. In der Küche war es fast vollständig dunkel geworden und Brian stolperte nach unten, um die herausgesprungene Sicherung wieder hineinzudrücken. Eine Minute später schrie er zusammenhangslos und kam dann zurück in die Küche gerannt. Der Strom ist weg. Du hast die Sicherung durchgebrannt. Seine Angst trieb ihn dazu, zur Haustür und hinaus auf den Rasen zu laufen. Wo läuft er hin? Fragte Shannon und zwang sich auf die Beine. Ich stand ebenfalls auf und half auch Matt nach oben. Wir stolperten hinter unserem wahnsinnig gewordenen Freund hinterher, der schon in sein Auto eingestiegen und losgefahren war. Shannon sah zu, wie er das Auto wendete und sagte dann, ich glaube, er fährt zu seiner Arbeitsstelle. Die Maschinenwerkstatt? Fragte ich. Wir müssen ihn aufhalten, sagte Matt und wir stiegen alle in mein Auto. Meine Schlüssel waren in eine leichte, verkohlte Kruste gehüllt, aber als ich sie davon befreite, funktionierten sie wieder. Ich kann mich nicht wirklich an die Fahrt erinnern, da ich wohl noch zu benommen war, aber Shannon führte uns mit Google Maps auf ihrem Handy. Wir hielten gerade vor Brians Werkstatt, als er hineinhumpelte. Er hielt etwas an der Spitze seines geschwärzten Fingers fest und ich vermutete, dass es das Haar beim 5. Auftauchen war. Er konnte es nicht herausziehen, aber er ließ es auch nicht los. Beeilt euch, beharrte Matt. Lasst mich hier, geht ihm helfen. Ich hatte eine grobe Vorstellung, was Brian vorhatte, also rannten Shannon und ich hinter ihm her in die Maschinenwerkstatt. Die Werkstatt war schon seit Stunden verlassen, aber eine Maschine erwachte summend zum Leben.
Brian hielt seine Hand in die Nähe einer Maschine, während das Haar an einem Schraubstock vor ihm gefangen war. »Stopp!« schrie ich. Shannon gab einen entsetzten und verzweifelten Laut von sich. »Ich muss«, sagte Brian schnell. »Ich muss es aus mir herausbekommen. Ich muss es aus mir herausbekommen. Ich kann fühlen, wie es dicker wird. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber du wirst...« Ich habe nie beendet, was ich sagen wollte. Brian drückte mit der anderen Hand auf den Knopf, um die Maschine zu aktivieren, und der Mechanismus setzte seine ganze Kraft ein, um den Haarparasiten aus ihm herauszureißen. Aber es war zu lange in ihm gewesen. Es hatte zu viele Spulen gebildet und sich zu oft um seine Organe gewickelt. Letzten Endes habe ich einen Freund an diesen Parasiten verloren. Es ist jetzt 6 Wochen her und wir drei haben keine Anzeichen für einen weiteren Befall gezeigt. Wir haben es wohl rechtzeitig entfernt. Jetzt, da die Aussagen bei der Polizei gemacht wurden und der Vorfall anscheinend begraben ist, muss ich euch bitten, vorsichtig zu sein. Auch wenn es euch bankrott macht und ihr es euch nicht leisten könnt, geht einfach ins Krankenhaus. Alleine kann man so etwas nicht bewältigen. Wir haben es versucht und ich werde für immer diese geistigen Narben tragen. Ich werde nie den Anblick vergessen, wie die Organe meines Freundes aus seinem Körper herausgerissen und wie in seinem Blut gebadet wurden. Er platzte wie ein zu voller Beutel auf, während sich eine dicke, wurmartige Kreatur um jedes seiner Organe gewickelt hatte. Es ist offiziell. Ich bin ein alter Mann. In den letzten paar Jahren habe ich mich getröstet, indem ich mir sagte, dass ich am Anfang meiner 70er bin, aber Mathematik ist einfach und unversöhnlich. Heute ist mein 75. Geburtstag und Gott, die Jahre vergehen wie im Flug. Ich bin aber nicht wegen deiner Glückwünsche hier, denn das ist kaum ein Meilenstein, auf den ich mich freue. Ich bin natürlich froh, noch hier zu sein, aber ich stelle fest, dass ich mit jedem Jahr weniger habe, wofür es sich zu leben lohnt. Meine Knochen schmerzen, meine Kinder wohnen weit weg und die andere Seite meines Bettes ist seit etwas mehr als 8 Monaten leer. Tatsächlich habe ich, sobald ich im November gegen diesen gottverdammten Trump gestimmt habe, vielleicht gar keinen Sinn mehr in meinem Leben. Also erspar mir bitte deine Happy Birthdays und die Glückwünsche. Ich bin hier, weil ich eine Geschichte für dich habe. Eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde. Ich habe sie immer für mich behalten, da ich annahm, dass sie zu albern wäre oder dass sie mir vielleicht niemand glauben würde. Ich habe jedoch festgestellt, dass, je älter man wird, es auch immer anstrengender ist, sich selbst zu belügen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich diese Geschichte noch nie jemandem erzählt, weil sie mich fast zu Tode erschreckte. Aber der Tod erscheint mir heute viel freundlicher als früher. Also hör gut zu. Es war das Jahr 1950. Der Ort, in dem alles spielte, war eine kleine Stadt in Maine. Ich war damals 9 Jahre alt und ziemlich klein für mein Alter, mit nur einem einzigen Freund auf der Welt. Seine Familie beschloss jedoch aus einer Laune heraus, 3000 Kilometer weit wegzuziehen. Es zeichnete sich also ab, dass es der schlimmste Sommer meines Lebens werden sollte. Mein Papst war nicht da und meine Mutter war eine Aufgabenhure. Junge, war ich stolz auf mich, als ich mir das ausdachte. Also war ich nicht geneigt, im Haus herumzuhängen. Nach einigem Zögern entschied ich, dass die öffentliche Bibliothek in diesem Sommer der richtige Ort für mich wäre. Der Bücherbestand der Bibliothek, insbesondere der Kinderbücher, war gelinde gesagt aber ziemlich dürftig. Jedoch würde ich innerhalb der Mauern dieses Gebäudes keine Aufgaben erhalten, keine nörgelnde Mutter haben, Gott lasse ihre Seele in Frieden ruhen und, vielleicht am wichtigsten, keine anderen Kinder finden, mit denen ich zu tun haben könnte. Ich war das einzige Kind mit einem ausreichend niedrigen Sozialstatus, um meine kostbaren Tage der Freiheit schmollend zwischen den Bücherregalen zu verbringen, und das war für mich in Ordnung. Die erste Hälfte meines Sommers war aber noch schrecklicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich würde bis 10 Uhr schlafen, meine Hausarbeiten erledigen und dann mit dem Fahrrad in die Bibliothek fahren, und mit Fahrrad meine ich rostiges Stück Scheiße, an dem ein paar Räder befestigt waren. Dort angekommen, verbrachte ich meine Zeit damit, ältere Besucher der Bibliothek unabsichtlich und andere absichtlich zu stören.
Eine nette Dame unterbrach tatsächlich mein unaufhörliches Zungenschnalzen, um ein »Fuck, jetzt halt endlich die Klappe« zu zischen. Das war das erste Mal, dass ich einen Erwachsenen das F-Wort benutzen hörte. Es war eine ziemlich große Sache für mich, weil so etwas damals nicht so häufig verwendet wurde. Aus den trüben Tagen wurden traurige Wochen. Ich hatte tatsächlich angefangen dafür zu beten, dass die Schule wieder anfängt, bis ich den Keller entdeckte. Ich hätte schwören können, dass ich jeden Zentimeter dieser Bibliothek durchstreift hatte, aber eines Tages stolperte ich in der hintersten Ecke, hinter der Fremdsprachensammlung, über eine kleine Holztür, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Tür war fensterlos und aus Eichenholz, das viel älter aussah als die Wand, in der sie verbaut war. Sie hatte einen Türknauf aus schwarzem Metall, der buchstäblich uralt aussah, und ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass er aus dem 17. Jahrhundert stammte. Auf dem Knauf war etwas eingraviert, das wie ein einzelner Fußabdruck aussah. Ich hatte das Gefühl, dass alles, was hinter dieser Tür lag, verboten war und daher wahrscheinlich das Interessanteste wäre, was mir den ganzen Sommer über begegnen würde. Schnell blickte ich mich um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtete. Dann drehte ich den schweren Knauf, schlüpfte durch die Tür und schloss sie. Aber da war nichts, nur Dunkelheit. Ich machte ein paar Schritte und blieb dann stehen, entnervt von der Gesamtheit der Finsternis, die mich umgab. Mit tastenden Händen versuchte ich eine Wand oder ein Regal oder etwas zum Festhalten zu finden. Was ich jedoch tatsächlich fand, war viel subtiler, aber auch viel nützlicher. Es war eine kleine Schnur, die von oben herunterbaumelte. Ich packte sie fest und zog daran. Früher gab es viele Glühbirnen, die mit einer Zugschnur eingeschaltet wurden, und diese war eine davon. Meine Umgebung wurde sofort beleuchtet. Ich stand auf einer kleinen, staubigen Plattform, die aussah, als hätte sie schon lange kein Leben mehr gesehen. Zu meiner Linken war eine knirschende Wendeltreppe aus Holz, die jeden Moment bereit schien, in sich zusammenzufallen. Die Glühbirne war die einzige schwache Lichtquelle im Raum und als ich über das Geländer spähte, um zu sehen, was darunter lag, löste sich der Fuß der Treppe in der Dunkelheit auf. Ich fing an, mich zu fürchten. Dieser Ort, wo auch immer ich war, schien in einer Stadtbibliothek nichts zu suchen zu haben. Es war, als wäre ich in einem ganz anderen Gebäude. Aber kein Neunjähriger lässt ein Rätsel gerne ungelöst. Rückblickend wünschte ich, ich könnte meinem vorpubertären selbst sagen, dass es sich umdrehen, zurückgehen und irgendetwas anderes tun soll, als diese Treppe hinunterzusteigen. Dir bleiben so viele schlaflose Nächte erspart, würde ich ihm sagen, aber das wusste ich damals natürlich nicht und ich hätte wahrscheinlich eh nicht zugehört. Also anstatt mich umzudrehen, atmete ich tief ein, packte das Geländer und starrte entschlossen nach vorne, als ich meinen Abstieg begann. Das Holz am Geländer war trocken und mit Splittern bedeckt. Ich ließ sofort los und streckte meine Hände aus, um das Gleichgewicht zu halten, während ich vorsichtig die Treppe hinabstieg. Es schien, oder schien mir zumindest, sehr lang zu dauern, und nur mit dem schwachen Licht der Glühbirne weit über mir hämmerte mein Herz gnadenlos in die Dunkelheit. Sogar Kinder können spüren, wenn etwas nicht stimmt, denke ich. Es ist ihnen aber oft einfach nur scheißegal. Als meine Füße unten den Zementboden erreichten, war das Licht der darüberliegenden Glühbirne fast nur noch eine Erinnerung. Aber es gab eine neue Lichtquelle und Gott, ich werde sie nie vergessen. Direkt vor mir war eine Tür, massiv und in einem tiefen Rotton. Das Licht kam hinter der Tür hervor und strahlte in dünnen Linien von allen vier Seiten aus. Es war ein düsteres, schwach leuchtendes Rechteck. Zum zweiten Mal holte ich tief Luft und ging durch eine Tür, die es eigentlich nicht hätte geben sollen. Im Gegensatz zu dem feuchten, dunklen Raum, aus dem ich kam, war der Raum hinter der Tür blendend hell. Als sich meine Augen daran gewöhnt hatten, raubte mir das, was ich sah, fast den Atem. Es war eine Bibliothek. Die perfekteste Bibliothek, die man sich vorstellen kann. Ich staunte verwundert, als ich fast ehrfürchtig in den Raum eintrat. Sie war wunderschön. Sie war zwar kleiner als die Bibliothek oben, viel kleiner, aber sie schien fast wie maßgeschneidert für mich zu sein. Die Regale waren vollgestopft mit bunten Titeln, die beiden Sessel in der Mitte des Raumes waren herrlich bequem und der Geruch, mein Gott, der Geruch, war einfach unglaublich. Eine Mischung aus Zitrus und Kiefer. Ich kann dem Geruch aber mit Worten nicht gerecht werden, daher muss es genügen, wenn ich sage, dass ich noch nie etwas Besseres gerochen habe. Nicht in meinen 75 Jahren.
Was war das für ein Zimmer? Warum hatte ich noch nie davon gehört und warum war sonst niemand dort? Das waren die Fragen, die ich hätte stellen sollen, aber ich war wie benommen. Als ich mir all diese Bücher ansah und mich im Duft des Paradieses sonnte, konnte ich nur einen Gedanken fassen. Ich werde mich nie wieder langweilen. In Wahrheit hat sich die Langeweile nur 3 Jahre von mir versteckt. An meinem 12. Geburtstag, vor 63 Jahren, änderte sich alles. Vor diesem Tag besuchte ich mein Heiligtum im Keller so oft ich konnte, normalerweise mehrmals in der Woche. Ich habe dort unten nie eine andere Seele gesehen, aber seltsamerweise bin ich deswegen nie misstrauisch geworden. Ich nahm auch nie ein Buch aus diesem Raum mit, sondern las immer dort weiter, wo ich bei meinem letzten Besuch aufgehört hatte zu lesen. Immer saß ich in demselben dunkelvioletten Sessel und ließ sein Gegenstück unberührt direkt vor mir stehen. Dieser Sessel gehörte mir, der andere, nun ja, ich hätte es wohl damals nicht viel besser artikulieren können als heute. Aber er war nicht für mich gedacht, das stand fest. An meinem 12. Geburtstag kam ich später als gewöhnlich in der Bibliothek an. Meine Mutter hatte ein paar Klassenkameraden und einige Cousins zum Feiern zu uns nach Hause eingeladen, eine Geste, die ich eher mühsam als berührend fand. Eigentlich wollte ich meinen Geburtstag nur in der Bibliothek verbringen, während ich in dem paradiesischen Geruch saß und las. Schließlich gingen unsere Gäste aber nach Hause und ich erreichte die Bibliothek etwa 15 Minuten bevor sie schloss. Aber das war egal, da die Mitarbeiter dort unten nie nachgesehen haben, wenn die Bücherei abgesperrt wurde. Es stand mir frei, so lange zu bleiben, wie ich wollte. In dieser besonderen Nacht verschlang ich die letzten Kapitel eines epischen Abenteuers, Ritter, Schwerter, Drachen und dergleichen. Ich habe es jedoch nicht gerochen, bis ich die letzten Worte gelesen und das Buch geschlossen habe. Der einst erlesene Duft dieses Zimmers war säuerlich geworden. Für einen Moment saß ich verstört da. Objektiv gesehen konnte ich erkennen, dass der Geruch tatsächlich derselbe war wie zuvor, diese Mischung aus Zitrus und Kiefer. Ich habe ihn nur anders wahrgenommen und er gefiel mir nicht mehr. Es war die nasale Version einer optischen Täuschung. Kennst du diese Bilder, die aussehen wie eine junge Frau, die nach hinten schaut, aber plötzlich siehst du, dass es in Wirklichkeit eine alte Frau ist, die dir zugewandt ist? So etwas kann man nicht übersehen und ich konnte es in dem Moment ebenfalls nicht ignorieren. Der Zauber war gebrochen. Der Geruch schien auch zum ersten Mal von einer bestimmten Stelle zu kommen. Mit einiger Beklommenheit pirschte ich durch den Raum und schnupperte wie ein wahnsinnig gewordener Hund durch die Luft, bis ich zu einem Regal ganz am Ende kam. Das Regal schien jedoch völlig normal, mit der Ausnahme eines Titels. Ein großer, ledergebundener Einband aus massiven, verblichenem Kastanienbraun mit einem auffälligen schwarzen Fußabdruck oben auf dem Buchrücken. Dies war die Quelle des Geruchs. Ich öffnete die Titelseite und sah einen Satz ordentlich mit blutroter Tinte auf die erste Seite gekritzelt. Vergiss deine Sorgen, Freund, und lass sie dort begraben, wo sie sind. Gebannt starrte ich auf diesen Satz, als ich mich auf meinen Stuhl zurückzog. Ich habe eine Seite umgeblättert. Leer. Der Geruch wurde stärker. Noch eine Seite. Ebenfalls leer. Jedoch wurde der Geruch noch stärker. Ich blieb für einen Moment stehen, unterdrückte einen Würgereiz und lief weiter. Dann, als ich mich den Sessel näherte, blätterte ich eine weitere Seite um. Und dort, in derselben düsteren Schrift, stand das Letzte, was ich erwartet hatte zu lesen. Mein eigener Name. Das Buch fiel mir aus den Händen. Ich wollte gerade zur Tür rennen, aber als ich meinen Blick nach vorne richtete, schlug mir das Herz bis zum Hals und ich blieb stehen. Der einst leere Sessel war nicht mehr leer. Ein alter Mann im Anzug saß vor mir, ein Bein über das andere geschlagen und betrachtete mich mit durchdringenden grauen Augen und einem leichten Grinsen. Das war alles zu viel für mich. Ich fiel auf die Knie und er leerte meinen Mageninhalt auf den Teppich. Daraufhin wischte ich mir den Mund ab, starrte auf mein Erbrochenes, als ich hörte, wie der Mann kicherte. Ich starrte ihn ungläubig an. »Wer bist du?«, fragte ich mit Panik in meiner Stimme. Der Mann sprang auf, packte mich sanft an den Schultern und half mir auf meinen Stuhl. Er setzte sich wieder in seinen eigenen. »Ich fürchte, wir hatten einen schlechten Start«, sagte er und warf einen Blick auf die Überreste meines Mageninhaltes auf dem Teppich. »Der Geruch, ich weiß, er ist gewöhnungsbedürftig.« »Wer bist du?«, wiederholte ich. »Heute Nacht werden schlimme Dinge auf dich zukommen.
So fürchterlich, wie du sie noch nie zuvor erlebt hast, sagt er. Ich komme als Freund und biete dir Zuflucht davor und vor allen anderen Stürmen, die noch vor dir liegen. Ich wollte in diesem Moment nichts weiter als zu verschwinden, aber ich blieb sitzen. Ich fragte ihn, wovon er sprach. Deine Mutter ist tot, mein Junge. Sie hat es selbst getan in ihrer Küche. Die Szene ist grauenhaft, muss ich zugeben, sagte er in einem traurigen Ton, aber da war ein verspieltes Glitzern in seinen Augen. Du möchtest diesen Weg doch sicher vermeiden. Ich kann dir einen besseren, einen sicheren zeigen. Mein Blut gefror bei den Schrecken, von denen dieser Mann sprach, aber ich glaubte ihm nicht. Was willst du von mir? Fragte ich und versuchte mutiger zu klingen, als ich mich fühlte. Er lachte. Ein altes, krächzendes Jaulen, das ihn bis auf die Knochen zu erschüttern schien. Nichts weiter als deine Freundschaft, mein lieber Junge, sagte er. Dann, als er merkte, dass ich seine Antwort unzureichend fand, erklärte er. Ich möchte, dass du mit mir auf eine Reise gehst. Meine Arbeit ist edel und du wirst einen guten Lehrling abgeben. Und vielleicht, wenn ich fertig bin. Er seufzte müde und fuhr sich mit seinen knochigen Fingern durch sein dünnes weißes Haar. Kannst du meine Arbeit fortsetzen? Ich stand auf und schlurfte zur Tür, ohne seinen Blick zu unterbrechen. Sie sind doch verrückt. Meine Mutter ist nicht tot, sagte ich ihm. Überzeug dich selbst, wenn es sein muss, sagte er und deutete auf die Tür. Ich warf ihm einen verächtlichen Blick zu und rannte zum Ausgang. Als ich meine Hand um den Knauf schloss, sagte er leise meinen Namen. Langsam drehte ich mich um. Dein Weg wird nicht einfach sein, kleiner Freund. Wenn es dir jemals zu viel wird, und ich meine wirklich jemals, sagte er und hielt inne, um mit der Hand eine ausladende Geste zu machen. Weißt du, wo du mich finden kannst? Ich knallte die Tür hinter mir zu und nahm immer zwei Stufen auf einmal die heruntergekommene Treppe hinauf. Ich verließ die Bibliothek, kletterte auf mein Fahrrad und fuhr so schnell ich konnte nach Hause. Unsere Haustür stand weit offen. Ich stieg ab, ließ mein Fahrrad auf dem Boden liegen und näherte mich vorsichtig dem Haus. Der alte Mann hatte gelogen. Das muss es gewesen sein. Trotzdem begannen mir die Tränen in den Augen zu brennen. Mit klopfendem Herzen trat ich ein und rief nach meiner Mutter. Ich hörte aber keine Antwort, also ging ich in die Küche. Bis heute weiß ich nicht, warum sie es getan hat. Ich habe mein ganzes Leben in dieser kleinen Stadt in Maine gelebt, obwohl ich mich größtenteils von der öffentlichen Bibliothek ferngehalten habe. Einmal mit Ende 20 fasste ich den Mut, hineinzugehen. Das Leben war damals gut und meine Angst hatte sich zu einer nutzlosen Neugier gewandelt. Wo jedoch einst die Tür zu meinem Kellerheiligtum war, befand sich nur eine leere Wand. Ich fragte die Bibliothekarin, was aus diesem Keller geworden sei, obwohl ich in meinem Herzen die Antwort bereits kannte. Es gab keinen Keller, sagte sie. Es hat noch nie einen Keller gegeben. Und in der Tat verbot sogar die städtische Bauverordnung einen Keller in der Gegend. Ich werde von diesem widerlich süßen Geruch, dieser giftigen Mischung aus Zitrusfrüchten und Kiefern, seit diesem Tag vor langer Zeit heimgesucht. Als ich an diesem Tag meine Mutter in der Küche sah, zusammengebrochen und in einer Blutlache liegend, roch ich es. Auch als ein Mann, der behauptete, mein Vater zu sein, an meiner College-Wohnungstür klopfte, mich um Geld anflehte und mich bis fast zur Besinnungslosigkeit verprügelte, als ich mich weigerte, roch ich es ebenfalls. Als dann meine Frau bei unserem zweiten Kind eine Fehlgeburt hatte, habe ich es auch gerochen und ein weiteres Mal, als sie unser viertes Kind gebar. Als sich unser ältester Sohn mit angepisstem Gesicht hinter das Steuer des Familienautos setzte und seine Freundin umbrachte, habe ich es auch gerochen. Ich fing an, den Geruch regelmäßig wahrzunehmen, als meine Frau krank wurde. Sie starb Ende letzten Jahres und jetzt bin ich zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert allein. Mittlerweile rieche ich es jeden Tag und es fühlt sich wie eine Einladung an. Vor ein paar Monaten ging ich zurück in die Bibliothek und die kleine Eichentür mit dem alten Türknauf war wieder da. Genau dort, wo sie früher schon gewesen war. Mein Abendspaziergang hat mich seitdem jeden Tag an dieser Bibliothek vorbeigeführt, aber ich bin nicht hineingegangen. Vielleicht werde ich es heute Nacht tun. Ich habe Angst zu sterben, ja. Aber in letzter Zeit habe ich größere Angst, weiterzuleben. Der alte Mann hatte recht.
Mein Weg war schwer und ich bezweifle, dass er einfacher wird. Vergiss deine Sorgen, Freund, und lass sie dort begraben, wo sie sind. Er versprach Erleichterung. Eine Zuflucht, sagte er. Hatte er damit auch recht? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Schließlich weiß ich, wo ich ihn finde.